herzlich willkommen bei unserer zweiten Station, unserer The Grow Roadshow. Herzlich willkommen aus dem Haus der Industrie aus Wien. Industriellen Vereinigung hostet uns hier dankenswerterweise heute. Und wir haben nach dem fulminanten Beginn in München heute wieder eine ganz, ganz coole Show vorbereitet. Mein Name ist Daniel Jovicevic, bin der Gründer von Brotkasten, einer Mediengruppe für die Gestalterinnen der Zukunft, zu der mittlerweile auch Starting Up und Venture Capital Magazin aus München dazugehören, und bin einer der drei Co-Initiatoren dieser wirklich großartigen Roadshow. Zwei weitere werde ich gleich vorstellen. Motto unseres Tages heute ist: Unsere Welt ändert sich sehr rasch. Diejenigen, die darauf reagieren, überleben. Die anderen verschwinden wie die Dinosaurier. Peter Travnicek, Country Manager Österreich von VMware. Be adaptive or change, kann man es zusammenfassen. Ganz ein wichtiges Motto, das kann man auch als Motto unserer gesamten The Grow Roadshow hernehmen. Es geht darum, den Mittelstand und die Startups zusammenzubringen, die Innovation anzukurbeln, anzustupsen, hier einfach weiterzukommen in einem globalen Wettbewerb. Kurzer Vorschau auf die heutige Show. Wir hatten schon einen wirklich großartigen Auftakt mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in München. Heute wieder 2500 Anmeldungen fast. 2400, wenn ich richtig informiert bin, nach dem letzten Stand, wobei in der letzten Minute immer noch ein paar dazukommen. Wir freuen uns und laden euch wieder alle ein, mit uns zu chatten, zu interagieren. Wir werden immer wieder versuchen, eure Fragen, Anmerkungen aus dem Chat entgegenzunehmen, auf das Panel zu bringen, unseren virtuellen Speakerinnen und Speakern auch weiterzuleiten, damit wir interaktiv bleiben mit einem wirklich guten Tempo, auch schon wie bei dem ersten Mal. Heute haben wir wieder nebst dem Bernhard Schindler und Gerhard Wolfer, die beiden Co-Initiatoren und den Hauptfiguren sozusagen hinter dieser Roadshow, auch unsere Stammtischgäste wieder bei uns: Professor Tobias Kohlmann, Sina Trinkwalder, Wolfgang Bosbach, Professor Nadine Kammerlander, Margarete Schramböck heute dabei, Wirtschaftsministerin aus Österreich, die auch Schirmherrin dieser Roadshow ist, Christian Lindner, Katharina Krey, Susanne Hahn, Fabian Tausch, Eugen Russ, Michael Umfahrer, Walter Kreisel und natürlich auch ganz spannende Partner: Christian Mohr, Anne Gels, Dirk Lehner, Markus Anding, um nur ein paar aufzuzählen. Ganz, ganz spannende und wichtige Talks, die wir heute für diese Show vorbereitet haben. Es geht heute auch ein bisschen schwerpunkttechnisch um das Thema Unternehmensnachfolge. Ganz ein wichtiges und spannendes Thema: Finanzierung, Innovationskraft im Mittelstand. Da wollen wir natürlich entsprechend auch mit euch austauschen. Wir haben auch am Ende der Show eine Expo vorbereitet, wo man auf die Stände gehen kann, sich noch einmal mit allen Partnern austauschen kann, One-on-Ones machen kann. Dazu sage ich später noch mehr. Und zwei Breakout-Sessions auch nach dem offiziellen Programm für Deep Dives, wo man in den Gruppen rund um Schwerpunktthemen also noch einmal eintauchen kann und sich austauschen kann. Dazu werde ich dann aber später noch ein paar Details Bescheid geben. Ich darf jetzt meine beiden Co-Initiatoren begrüßen, Gerhard Wolfert und Bernhard Schindler. Bernhard ist Serial Entrepreneur, Gründer und CEO von SalesUp. Bernhard, servus. Servus, Jan, grüß dich. Und Gerald, Gründer und CEO der BK Group, Mentor und Investor, insbesondere einer, der wirklich Gas gibt, europäischen Marktführer aufgebaut hat im Mittelstand und dieses Know-how, aber auch die finanzielle Kraft in die Startups reinvestiert. Gerald, servus. So ist es. Herzlich willkommen, Jan. Es war ein sensationell großartiger Start in München. Man muss es in diesen Superlativen sagen. Auch dank euren Kraftakt. Erstes Resümee. Naja, München war wirklich schon gigantisch. Wir hatten ja, wie du richtig sagst, über 1200 Anmeldungen, und was natürlich auch genial war, es waren ganz, ganz hervorragende Gespräche schon während der Show im Chat, aber es waren natürlich sehr viele interessante Gespräche danach. Nur ein paar Zahlen vielleicht: Wir haben fast 1800 neue Startups auf der Plattform. Wir haben über 260, 270 Entrepreneure, also sprich Unternehmer, die Zugang zur Plattform haben. Wir haben also wahnsinnig viel erreicht, und vor allem haben wir eines geschaffen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen haben, nicht nur politisch, gesellschaftstechnisch, sondern auch wissenschaftlich. Und politisch sehen wir heute mit Christian Lindner und vielen weiteren Gästen. Und das ist auch ich sage jetzt mal, für uns ganz, ganz wichtige Sache. Es ist ja nicht nur, dass wir eine Show machen, sondern wir wollen ja ganz bewusst auch etwas bewegen. Also wir wollen ja den Mittelstand und Startups zusammenführen, und das freut mich, das freut, glaube ich, uns alle, vor allem das großartige Team und insbesondere heute in diesem ehrwürdigen Haus, na, hier der Herr Kaiser. Das freut uns besonders, dass wir auch heute an der zweiten Station in Wien hier mit den Persönlichkeiten diskutieren live. Und wir werden wieder wie letztes Mal mehrere Perspektiven auf dieses Thema werfen, nämlich Wirtschaft, Startups, Politik, Wissenschaft, alle Perspektiven und Blickwinkel, um dieses Thema zu beleuchten. Gerald, wir haben für heute drei Spezialthemen, sozusagen Schwerpunkte, herausgesucht. Wieso diese Themen? Unternehmensnachfolge, Finanzierung und Innovationsförderung.
Ja, wir sehen es einfach ganz entscheidend wichtig zu sagen, wo drückt denn der Schuh im Mittelstand, in den Unternehmen, wo drückt aber auch auf der anderen Seite der Schuh bei den Startups, bei den Jungunternehmern von morgen. Und diese Brücke herzustellen und auch Chancen aufzuzeigen, wie wichtig das ist, Nachfolgeregelung in Unternehmen, ein enormer Schmerz, ja, in vielen, vielen Unternehmen. Und damit auch mal diese neuen Perspektiven auch aufmachen, Blickpunkte, die häufig nicht gesehen werden. Und da wollen wir ganz tief rein, haben absolute Experten für heute gewinnen können. Also das wird total spannend. Und die Nachfolge hat ja in der Regel auch etwas mit einem Neubeginn fast zu tun. Innovation, Digitalisierung spielen da immer eine wichtige Rolle, also eine perfekte Verknüpfung auch für unsere Roadshow. Das ist eine ideale große Chance für Unternehmen, auch zu sagen, okay, dieser Change, eine neue Generation, neuer Wind, frisches Blut, damit hineinzubringen und sagen, wie kann ich das ganz taktisch und klug auch machen? Und wie gesagt, da wollen wir heute tief reingehen. Ja, weil das Thema hat eine gewisse Komplexität und eine Bandbreite an Thematiken, die aufpoppen. Das werden wir sehr intensiv beleuchten. Bevor wir das tun, wollen wir natürlich auch über euch mehr wissen. Ich darf jetzt unsere Regie bitten, die Umfrage Slido einzublenden. Wir wollen euch nämlich wieder was fragen. Aus welcher Stadt bist du heute live dabei, wird die erste Frage sein. Und ich erkläre ganz kurz, wie man sich da richtig einwählt. Über das Handy einfach den QR-Code, das eingeblendet ist, einscannen und dann ist man schon dabei. Oder einfach mit Hashtag TheGrow in dem Smartphone oder Browser slido.com eintippen, Hashtag TheGrow. Und dann ist man eigentlich schon dabei und kann an den beiden Umfragen teilnehmen. Das heißt, wir bitten euch jetzt, die erste Frage zu beantworten. Auflösen werden wir dann später. Aus welcher Stadt bist du heute live dabei? Das interessiert uns natürlich ganz besonders, damit wir wissen, wie international wir sind. Und wir schauen uns das dann entsprechend als eine Wolke an. Ich schaue in Richtung Regie, wie viel Zeit wir für diese Frage noch geben können. Wie gesagt, entweder QR-Code einscannen oder slido.com und einfach Hashtag TheGrow antippen und schon kann man bei der Umfrage mit dabei sein. Lassen wir vielleicht noch eine kurze Minute die Umfrage laufen. Letztes Mal war ja rege Beteiligung. München war natürlich sehr stark präsent. Das war die erste Roadshow, die erste Station aus München. Bin gespannt, wie viele Leute aus Wien heute da sind, ob eine große Wien-Beteiligung da ist. Natürlich Köln war dabei, Frankfurt, Hamburg, auch Zürich war dabei und mehrere weitere Städte aus der Schweiz. Es freut uns sehr. Es geht uns auch um diese Vernetzung unter den Regionen. Wir sehen das natürlich als eine große Wirtschaftsregion, als eine ordentliche Power, die wir in diesem deutschsprachigen Raum haben und wollen mit dieser Roadshow einen Beitrag dazu leisten, dass wir entsprechend gut Gas geben können. Super, also wir sehen wieder die Auflösung. Wien ist stark, München ist stark, also das ist keine Überraschung. Es freut mich auch, dass heute, wo wir in Wien sind, auch die Wiener ordentlich Präsenz zeigen. München natürlich noch immer prominent dabei. Regensburg, Stuttgart, Poppenhausen, Würzburg. Es entwickelt sich da die Wolke weiter und weiter und es freut auch sehr, dass man tatsächlich aus dem ganz deutschsprachigen Raum daran teilnimmt. Zürich habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht entwickelt sich das zu schnell. Wir sind am 11. Mai, schon kurzer Ausblick in Zürich, freuen uns total auch auf diese Serie. Jetzt ist es auch Zürich dabei, Linz, Landshut ist dabei, Freiburg ist dabei, Mannheim ist dabei, aber natürlich noch immer Stuttgart, München und Wien, die drei und Düsseldorf auch einmal stärker jetzt aufgepoppt, die stärker dabei sind. Ich darf jetzt, vielen Dank für dieses Voting, ich darf jetzt zu der zweiten Frage wechseln. Wir bleiben im Slido, das heißt, jene, die vielleicht noch nicht im Slido sind, slido.com und Hashtag TheGrow eintippen, dann ist man schon bei der Abstimmung dabei. Zu welcher der nachfolgenden Unternehmergruppen zählst du? Da bitte einfach abstimmen, Startup, Mittelstand, weder noch, damit wir sehen, wie viele Mittelständler sind dabei, wie viele Startups sind dabei, damit wir ein bisschen die Zielgruppe einordnen können und vielleicht kann die Regie auch noch einmal den QR-Code einblenden in der Zwischenzeit, falls das geht, für jene, die das noch nicht geschafft haben. Sonst einfach beitreten über slido.com auf dem Handy oder im Browser in einem zweiten Tab. Einfach slido.com öffnen und TheGrow eintippen als Code und schon kann man an dieser Abstimmung teilnehmen. Wir geben euch noch 2 Minuten circa, damit wir hier eine gute, qualifizierte Abstimmung gewinnen. Und einfach wissen, wie viele Mittelständler sind dabei, wie viele Startups sind dabei, weil es schon auch darum geht, ein bisschen die Zielgruppe besser zu verstehen. Vielleicht können wir dann auch auf eure Wünsche und Schwerpunkte eingehen im Talk. Auch aus dem Chat werden wir immer wieder Fragen nehmen. Auch da bitte kommentieren, fragen, einfach sozusagen diskutieren. Es geht auch um einen Austausch in dieser virtuellen Community. Wir haben jetzt, zumindest sehe ich das bei mir, ich weiß nicht, ob die Zahl aktuell ist, knapp 140 Stimmen.
sehe ich im Live-Ball und vielleicht lösen wir auch jetzt das auf. Startups sind heute stark vertreten. Schau, wir hatten bei den Anmeldungen eine deutliche Mehrheit der Mittelständler. Bei der Abstimmung haben insbesondere die Startups jetzt mitgemacht und haben da, ich glaube, 42% Startups, 36% sind es aus dem Mittelstand, wenn ich das da auf dem Screen richtig sehe. Es ist nämlich umgekehrt angezeigt, aber es wird gleich sozusagen richtig gestellt. Weder noch, das heißt 40% sind weder noch. Ich bin gespannt, sind einfach Interessierte, vielleicht aus der Wirtschaft, vielleicht aus der Politik. Es freut uns. Wir wollen diese diverse Community hier dabei haben. 20% Mittelständler, 40% circa Startupper und weder noch, knappe 40%. Spannend, welche Zielgruppe das ist, vielleicht bereiten wir für nächste Woche eine weiter detaillierte Umfrage auf, wo wir auch dieses Weder noch ein bisschen aufgliedern. Danke vielmals für das Teilnehmen. 180 Stimmen sind abgegeben, 40% Startups, 40% Weder noch, sprich, das werden wir dann nächstes Mal aufdröseln und circa 20% Mittelstand. Gut, in diesem Sinne, danke vielmals, liebe Regie, auch für die Einblendungen. Und ich muss jetzt sagen, es war bei uns Action im Studio in der Zwischenzeit. Ich habe ein sehr, sehr, sehr cooles Magazin auf meinen Tisch bekommen. Es wurden Roll-Ups aufgestellt. Ich habe versucht, dem Bernhard und dem Gerold irgendwas zu signalisieren und sie zurückzuholen, weil ich mir dachte, es wird die Umfrage gleich zu Ende sein. Die ignorieren mich beharrlich und ich versuche immer lauter zu reden, aber die ignorieren mich weiterhin beharrlich. Ich gehe ein bisschen rüber und sage, Jungs, was tut sich da? Wir haben die Show, können wir weitermachen oder habt ihr Pause oder... Aber wir haben die Show laufen, die wisst ihr schon, ne? Ja. Das ist das neue The Grow Magazin? Ja, richtig, wir haben ein neues Magazin. Wir haben alle Magazine bekommen, Roll-Ups sind da aufgestanden, ihr habt euch irgendwas aufgepickt, habe ich vorher gesehen. Ja. Um was geht's da, Jungs? Jetzt müssen wir das ein bisschen aufklären. Ja. Wir haben uns nicht was aufgepickt, sondern wir trinken ein schönes Kaffeetscherl. Wir trinken ein schönes Kaffeetscherl. Wir lassen es uns richtig gut gehen. Also wir wollen jetzt einen kurzen Schluck nehmen. Moment, Jan, ganz kurz. Ja. So viel Zeit muss sein. Wenn wir schon in Wien sind im Café Kulturland, dann muss man im Haus, dann muss man sich auch einen Tassel Kaffee trinken. Naja, das Grow Magazin war, wie ihr alle wisst, und vielleicht du auch mittlerweile, das hast du eigentlich bloß am Rande mitbekommen, eine Schnapsidee kann man gar nicht sagen, sondern das war eigentlich eine Geschichte, die so entstanden ist aus dem Mittelstand. Ne? So nach dann, wo kann man das nachlesen und wo sind die Interviews und alles? Und man sieht es ja auch hier, ne? Der Christian Lindner, freuen wir uns ja auf den Christian, der ein schönes Interview. Und wir haben ja über 100 Seiten, hat unser Team, die Sabrina, der René, der Josef, alle haben da wirklich Bestes gegeben. Und was soll ich da sagen? 7,5 Tonnen Magazin sind angekommen. Das war das, was wir auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram gepostet haben. Somit ist das und die Auflösung. Das ist die Auflösung gewesen. Jeder kriegt natürlich ein Magazin künftig und damit setzen wir einen komplett neuen Standard. Das heißt, wir sagen bei The Grow, das eine ist die Roadshow, aber das andere, lieber Dejan, was du schon richtig angesprochen hast hier, das findet ihr und finden Sie ab sofort alle nun auf unserer neuen Homepage thegrow.de. Das vor ist einer halben Stunde gelauncht. Genau, vor 30 Minuten online ging, ganz neuen Design, der Grow.de. Und was da richtig geil ist, ne? Also wir sind beide getestet, ich sage das bloß dazu. Ne? Und was richtig geil ist, dieser Pin, den findet man auf der Homepage auch und natürlich am Magazin. Was haben wir gemacht? Wir haben den The Grow Entrepreneurs Club gegründet, denn eines ist ganz klar, Clubs gibt es wie Sand am Meer, Vereine, Institutionen, aber es gibt halt keinen, der sich mit dem Thema Innovationsmanagement, Werte und Traditionen beschäftigt. Und deswegen haben wir gesagt, wir, Gerold, du, ich, wir haben gemeinsam mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesagt, wir müssen da was ändern. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Man findet das hier, das ist der PIN unserer Entrepreneure. Und lieber Gerold, vielleicht sagst du mir dein persönliches Statement auch dazu, was dich bewogen hat und was die vielen Kollegen aus dem Mittelstand bewogen hat, dass wir da eine kräftige Einheit werden und richtig aufräumen. Ja, für mich ist es ja wirklich so, zu sagen, wenn jemand 12 Monate lang nichts macht für seine Mitglieder und dann auch noch die Digitalisierung verschläft, dann muss er sich nicht wundern, wenn einfach die Mitglieder abwandern. Und wohin sie abwandern können, das wissen sie jetzt. Und weißt du noch was, Jan? Ich hole mal jetzt, komm her, Dennis. Ich muss dazu sagen, das steht alles nicht in meinen Moderationsunterlagen. Nein. Deswegen, jetzt lieber, machen wir ein bisschen Improvisation. Ich muss an der Stelle... Ich bin total verblüfft. Die Jungs sind Macher und das taugt mir so an dieser Partnerschaft. Ich muss hier erstmal unseren Dennis vorstellen. Der liebe Dennis ist ganz frisch bei uns, ist unser Clubmanager.
Lieber Dennis, du bist jetzt ganz frisch bei uns. Du wirst den Club betreuen. Unser Club-Office findet sich in München. Das zweite haben wir in Wien und natürlich in Zürich. Und wir machen da viele Dinge. Wir machen Charity. Wir sprechen über Ideen, über Innovationen. Wir sprechen politische Themen an, natürlich immer mit nur aktuellen Politikern. Und was wir auch tun, und das ist ganz wichtig, wir wollen künftig Persönlichkeiten herausnehmen, die besondere Dinge getan haben. Und die erste Persönlichkeit, lieber Dejan, die bist du für uns. Und deswegen hat der Dennis unsere erste Honorary Member of the Grow Entrepreneurs Club Urkunde mitgebracht. Und die darf ich dir jetzt an der Stelle stellvertretend für das gesamte Team hier, diese vielen Menschen, den Brutkasten Dear Starting Up und VC Magazin übergeben. Und du bist sozusagen unser erster Honorary Entrepreneur. Bitte schön, lieber Dejan. Wahnsinn. Das ist deins. Und ein magischer Moment. Und wir haben natürlich auch unseren fantastischen Pin. Unsere silbernen Pins sind frisch vom Juwelier gekommen. Jeder unserer Entrepreneure hat den Pin und den kriegst auch du jetzt, lieber Dejan. Ich gebe dann so rüber. Machen wir so. Genau. Wahnsinn. Corona-konform. Jungs, wir beginnen gleich mit Überraschungen. Ich werde ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das verzeiht mir das Publikum, weil das ist wirklich eine ordentliche Ehre. Erzählt in der Zwischenzeit ein bisschen, wie wird man Member in dem Club und was geht es da genau? Genau, also Member ist relativ einfach. Gerne bewerben. Bei Dennis, bei uns, unser Patrick Müller, unser CSO, ist gerne dafür da. Wir haben auch ganz viel getan. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen, wir haben mittlerweile 70 Kolleginnen und Kollegen in allen vier Ländern, die für unsere Club-Entrepreneure da sind und diese Club-Entrepreneure auch nicht nur betreuen, sondern es gibt ja viele Veranstaltungen, sind im Magazin. Das Magazin kann man nachher übrigens auch auf der Expo anschauen. Da ist auch ein Kollege. Wir haben auch den Club, den kann man sich anschauen, kann man Gespräche führen. Und natürlich alle Zuseher und ich sage nur, 10.000 Magazine sind auf dem Weg. Und herzliche Einladung, sich bei uns zu bewerben als Clubmember. Also letztendlich muss man einfach sagen, der Club ist gemacht vom Mittelstand für den Mittelstand, für Unternehmer. Die sollen letztendlich einen riesengroßen Mehrwert daraus bekommen. Dafür haben wir unsere ganze Energie hier investiert und all das, um was es geht, das wollen wir mit Spiel, Spaß und Spannung rüberbringen. Ja, und da freuen wir uns riesig darauf, auf ganz, ganz viele tolle Unternehmer, Unternehmerinnen in Zukunft. Danke, danke Jungs auch für diese wirklich große Ehre. Honorary Member of the Grow Entrepreneurs Club. Wirklich große Ehre. Ich darf dir, Dennis, das noch einmal zur Aufbewahrung mitgeben. Und ich schaue jetzt kurz auf die Uhr, weil ob wir sozusagen die Zeit, die wir jetzt investiert haben, noch einfangen. Wirklich, 100%. Eines möchte ich sagen. Ja, das ist die Machermentalität, die Jungs bringen zwischen den Stationen extrem viel weiter. Schaut euch die neue Website an. Ich habe sie 2 Minuten vor dem Beginn der Roadshow gesehen. Wirklich sehr, sehr, sehr gut und schön gemacht. Da, wirklich Club ist dabei, Magazin ist dabei, ordentliche Milestones, die weitergehen. Um das geht es ja für den Mittelstand, für die Startups, für die Wirtschaft letztendlich hier einen Beitrag zu leisten, den wir da mit dieser Roadshow versuchen. Vielen, vielen Dank, Jungs, auch für diese große Auszeichnung. Ja. Gut, in diesem Sinne, haben wir noch was vergessen? Wir haben sowohl das Magazin als auch den Club entsprechend erwähnt und es wird dann natürlich auch Informationen geben im Nachgang, wie man da entsprechend Mitglied wird. Wir machen jetzt weiter mit unserer Roadshow und beginnen mit dem ersten inhaltlichen Punkt mit der Perspektive Wissenschaft und haben den Professor Dr. Kollmann zugeschaltet, Founder Autoscout24 und Lehrstuhlinhaber von der Universität Essen. Tobias, herzlich willkommen, super, dass du heute wieder da bist. Wir hören dich noch nicht im Studio, es wird aber sicherlich gleich behoben. Schau, ob du gemutet bist oder ob dein Mikrofon eingeschalten ist. Mein Mikrofon ist offen und ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich sage Servus nach Wien. So, jetzt geht's. Spannendes Thema für heute. Danke, dass du wieder Zeit hast. Es war schon letztes Mal wirklich großartig, mit dir zu sprechen. Heute reden wir ein bisschen über die Nachfolger im Bereich des Mittelstandes. Du hast da Kennzahlen. Wie ist da die Lage? Also tatsächlich habe ich Zahlen gefunden und die sind an der Stelle schon bemerkenswert, denn allein in Deutschland weist die KfW 260.000 Unternehmen auf, die innerhalb der nächsten 2 Jahre eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger benötigen. Und das ist schon eine erstaunliche Zahl. Und wenn man gleichzeitig dagegen hält, dass man davon ausgeht, dass nur etwa 70.000 dieser Unternehmen tatsächlich diese Aufgabe lösen
und einen geeigneten Nachfolger bzw. Nachfolgerin finden, dann sehen wir eben, dass wir hier eine doch erhebliche Übernahmelücke haben, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das bedeutet, es gibt einen hohen Bedarf an Gründern, die nicht nur darüber nachdenken, ein vollkommen neues Startup auf der grünen Wiese aufzubauen, sondern eben auch vielleicht mal in diese, ja, Übernahmegründung zu gehen, um dort eben ein bestehendes Unternehmen weiterzuführen und auf den Assets aufzubauen, die da eben an der Stelle schon vorhanden sind. Und Corona hat letztendlich dieses Problem noch einmal verschärft, denn durch die Unsicherheit, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, haben eben viele, die ihr Unternehmen übergeben wollen, zunächst einmal gezögert und das zurückgestellt in der Entscheidung. Und gleichzeitig natürlich auch die, die auf der anderen Seite als Interessenten in Frage kommen, haben ebenfalls diese Entscheidung zurückgestellt. Und aus diesen beiden Situationen heraus passiert jetzt natürlich etwas, dass wir eine zunehmende Überalterung haben, die noch einmal stärker wird auf Seiten derjenigen, die eine Nachfolge suchen. Und eben gleichzeitig dann nach der Corona-Zeit eben einen noch höheren Bedarf haben, jemanden zu finden. Und das ist eben etwas, wo wir durchaus ein Problem sehen, dass eben die Gefahr besteht, dass das eben nicht ordentlich matcht und dann eben auch durchaus gesunde Unternehmen vom Markt verschwinden werden. Und wir wissen alle, was das bedeutet, nämlich letztendlich auch einen Verlust von Arbeitsplätzen. Helfen kann dabei aus meiner Sicht insbesondere das Investitionskapital aus verschiedenen Quellen, ja, Förderprogramme, Venture Capital. Wenn man das eben nicht nur auf die reinen Neugründungen hinbezieht, sondern eben auch mal diese Perspektive auf das Feld der Unternehmensübernahmen lenkt, dann glaube ich, dass daraus durchaus eine neue Quelle auch für die Lösung dieses Problems wird. Tobias, wir haben uns gerade mit ein paar Feedbacks da beschäftigt. Ich glaube, die Technik arbeitet im Hintergrund, falls es noch irgendwo eine Tonschwierigkeit gibt, an entsprechenden Lösungen. Ich wollte dich fragen zum Thema Investitionskapital. Wir hören ja immer wieder, dass das nicht so einfach ist zu finden, auch im deutschsprachigen Raum, auch wenn es um die Eigenkapitalfinanzierungen geht. Wo liegen da die Probleme? Ja, das ist natürlich an der Stelle auch im Vergleich zwischen Europa, Deutschland und den USA, wo das alles ja angeblich viel einfacher ist und Klammer auf, es stimmt auch, durchaus immer wieder spannend zu betrachten, denn dafür gibt es natürlich Gründe. Und der erste Grund ist sicherlich ein historischer. Wir haben bei uns in Deutschland das Thema Venture Capital vielleicht erst so seit etwa 30 Jahren richtig auf dem Tisch. Das heißt, es ist immer noch relativ verhältnismäßig neu, auch im Vergleich zum angloamerikanischen Raum. Das heißt, der Etablierungsfaktor dieser Investitionsform ist bei uns schlicht und ergreifend noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Dann gibt es sicherlich strukturelle Gründe. Wir haben relativ und absolut gesehen immer noch ein Vielfaches weniger an Business Angels, also vermögende Privatpersonen, die ihr Geld auch in Startups investieren und damit auch wieder Geld dem Investitionskreislauf zuführen. Das ist sicherlich auch ein erhebliches Manko an der Stelle. Und wir haben natürlich auch einen strukturellen Nachteil dahingehend, dass es beispielsweise in den USA auch den Pensionsfonds, und die sind dort eben riesengroß, denen ist es dort erlaubt, auch einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens in risikoreiche Investitionen zu stecken. Und das ist eben etwas, was bei uns nicht möglich ist. Und auch davon profitieren die Startups im angloamerikanischen Raum insbesondere, während uns diese Finanzierungsquelle an der Stelle nicht zur Verfügung stellt. Da gibt es sicherlich last but not least auch noch mal mentale Gründe, denn wir denken immer noch, sage ich mal so, immer gerne in realen Steinen und damit insbesondere auch in Immobilien. Das heißt, bei uns wird deutlich lieber und auch von den Summen her höher in den Immobilienbereich investiert, als eben in nicht greifbare virtuelle Werte bei Startups, die sich erst entwickeln müssen, wo ich immer noch am Anfang nicht ganz genau weiß, wohin sich das entwickelt. Und wir haben hier offensichtlich ein ganz anderes Sicherheitsdenken und auch so eine Greifbarkeit und Bekanntheit von Investments, auf die wir hier immer noch zählen. Und da gehören viele, viele Startups, insbesondere wenn sie sich in der Digitalität befinden, nicht dazu. Und da muss man eben auch nochmal eine ganze Menge an vielleicht Berührungsängsten abbauen, dass eben das auch ein lohnenswertes Feld ist. Würdest du sagen, das ist auch ein internationaler Wettbewerbsfaktor, du hast jetzt den USA-Vergleich stark gemacht, aber wir reden auch immer wieder von China und von den Möglichkeiten, die dort vorherrschen. Verliert man da Meta im internationalen Vergleich?
Ja, natürlich, denn wir laufen ja grundsätzlich hinterher und wir wissen alle aus den Statistiken, dass die digitalen Weltmarktführer nicht aus unserem Bereich kommen und auch in den Unicorns dahinter sieht es nicht besonders besser aus, also die, die noch nicht börsennotiert sind, aber eben schon eine Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar haben und auch bei dem, was dann noch kommt, sind wir einfach in den Zahlen hinten dran. Und wir holen da zwar auf, aber das Problem ist, dass wir ja nicht alleine uns bemühen, diesen Bereich ins Laufen zu bekommen, sondern die anderen bleiben ja nicht stehen. Das heißt, der relative Abstand an der Stelle ist etwa genauso groß geblieben. Und wir müssten eigentlich doppelt so schnell laufen und doppelt so mehr erreichen, damit wir hier eben die Lücke schließen. Und das fällt uns natürlich an der Stelle insbesondere schwer. Und da ist aus meiner Sicht nicht nur das Startup-Thema, sondern auch das Mittelstand und auch das Übernahmethema sicherlich ein wesentlicher Faktor, dem man sich da mal zuwenden kann. Wir haben mit Gerald schon am Anfang gesagt, hat diese Übernahme- und Nachfolgegeschichte bei den Mittelständlern auch eine Digitalisierungs- und Innovationskomponente? Geht das Hand in Hand? Hast du da vielleicht sowohl Bauchgefühl als auch Zahlen und Auswertungen? Also das Bauchgefühl sagt eindeutig ja, aber auch das Wissen, denn es ist vollkommen klar, dass die Unternehmen, die jetzt vor so einer Übergabe stehen, an der Stelle ja durch eine Generation geleitet werden, die nicht mit dem Thema Digitalisierung groß geworden sind. Und das bedeutet, dass wir eben dort auch noch dazu neigen, insbesondere Defizite zu erkennen, die jetzt dann eben durch die Nachfolgegeneration dann hoffentlich auch als Startschuss interpretiert wird, diese Defizite aufzuarbeiten und damit die geschaffenen Werte, die da schon sind, über einen Digitalisierungsturbo dann eben auch nochmal auf eine neue Ebene zu ziehen. Das heißt, in dieser Übergabe an der Stelle ist das Thema Digitalisierung eindeutig drin. Umgekehrt muss man aber auch allen denen sagen, die jetzt noch an dem Ruder sind und irgendwann mal ihr Unternehmen übergeben wollen, ihr müsst das Thema Digitalisierung jetzt auch in die Hand nehmen, weil das ist natürlich ein wesentlicher Faktor bei der Übergabe, auch nämlich auf die Attraktivität des Unternehmens, weil die jüngere Generation sich an der Stelle natürlich schwer tut, ein Unternehmen zu übernehmen, was eben noch beispielsweise eine Karteikarte für die Kunden pflegt und hier eben noch nicht auf digitale Systeme zurückgreifen kann. Also das ist Chance und Hindernis zugleich im Hinblick auf das, was man erreichen kann, eben mit der Digitalisierung als Nachfolger und gleichzeitig, was man natürlich als aktueller Inhaber oder Inhaberin schon vorbereiten kann, um die Attraktivität für eine Übernahme durch eine rechtzeitige digitale Transformation und eine Digitalisierung an der Stelle auch zu gewährleisten. Ganz wichtige Inputs vielleicht abschließend noch kurz. Wir haben natürlich auch sehr prominente Politiker heute wie beim ersten Mal dabei. Was wären so deine Tipps? Was müsste man da als Europa- oder deutschsprachigen Raum machen, um hier weiterzukommen? Also bevor man nach dem Start ruft, sollte man immer sich selber an die Nase packen. Und da appelliere ich jetzt mal an der Stelle an die Gründer, aber auch an die Venture Capital Unternehmen, sich dieses Feld der Übernahmegründungen durchaus mal etwas stärker anzuschauen. Es muss nicht immer das komplett neue Startup auf der grünen Wiese sein. Man kann eben auch Unternehmen, die schon unterwegs sind und an der Stelle für eine Übernahme zur Verfügung stehen, mit den Werten, die dort geschaffen wurden, eben an der Stelle durchaus sinnvoll weiterführen. Der Staat kann sicherlich einiges dafür tun, im Hinblick auf die Steuergesetzgebung, auch im Hinblick auf spezielle Förderprogramme, die genau an diesem Punkt nochmal ansetzen und nicht immer nur die Finanzierung von frisch neu gegründeten, sondern eben auch im Hinblick auf diese Nachfolge durchaus nochmal gesondert zu adressieren. Da gibt es zwar schon das eine oder andere, aber da kann man nochmal aus meiner Sicht einen besonderen Akzent setzen. Ja, und wenn ich an The Grow denke, und da geht es ja insbesondere um die Zusammenarbeit von Startups und Mittelstand, dann kann man eben auch aus Sicht des Mittelstandes vielleicht so eine Kooperation nicht nur als Generierung eines neuen Geschäftes sehen, sondern eben auch als den Kontakt zu einer neuen Generation, die vielleicht irgendwann mal in der Lage ist, aus einer guten Kooperation heraus sogar eben dieses Nachfolgethema mitzulösen. Und da würde ich mal sagen, haben wir doch eine Weiterführungsperspektive, die wir hier in dieser Veranstaltung auch nochmal konkret adressieren können. Wir werden die Politik gleich zu uns auf die Bühne bieten. Vielleicht ganz abschließend, wie stark ist dieses Bewusstsein ausgeprägt und wann würdest du auch den Mittelständlern, aber auch vielleicht den Startups sagen, macht euch Gedanken auch über diese Nachfolgeregelungen. Gehört das auch zu einem gewissen, unter Anführungszeichen, sowohl Krisenmanagement als auch langfristige strategische Planung?
Also ein Krisenmanagement sollte es aus meiner Sicht nicht sein, sondern das sollte eben tatsächlich schon langfristig vorbereitet werden, weil das hat ja ganz stark auch was mit Demografie zu tun. Und wie jeder weiß an der Stelle, wie das ist mit seinem eigenen Alter und wann dann doch irgendwann mal der Staffelstab übergeben werden soll. Und wenn das eben nicht über eine natürliche Nachfolge beispielsweise innerhalb einer Familie möglich ist, dann habe ich eben auch dieses Problem, dem ich mich dann im Hinblick auf externe Kandidaten zuwenden muss. Und da ist es eben besser, auch in der Verantwortung für das Unternehmen und die Mitarbeiter die Weichen rechtzeitig zu stellen. Und das kann natürlich nicht in dem sein, dass ich eben jetzt hier schnell mal mit dem Startup zusammenarbeite und dann dort alles hinschaufel. Da muss man sich ja auch erstmal kennenlernen und schauen, ob man zueinander passt. Aber ich glaube, dass das eben etwas ist, was man nicht auf die lange Bank schieben sollte, weil das ist eben etwas, was naturgegeben irgendwann mal ansteht. Und da ist es eben besser, sich früher drum zu kümmern als später. Tobias, danke vielmals. Wir haben eine kleine Überraschung, habe ich gerade erfahren, für dich. Es gibt heute auch ein bisschen neue Produkte. Ich durfte schon in den Genuss kommen. Den Entrepreneurs Club wurde gelauncht, die Vernetzung im deutschsprachigen Raum für die Mittelständler. Und jetzt höre ich gerade von Herrn Gerold und Bernhard, dass es auch für dich eine Überraschung gibt. Ja, lieber Tobias, du weißt, was du für The Grow bist. Du bist nicht nur Stammgast, sondern du bist auch unser wissenschaftlicher Begleiter neben der Nadine. Und wir wissen auch, dass du mit deinem Buch Startup Mord momentan durch die Rankings gehst. Und Gerold und ich sowie die Kolleginnen und Kollegen, Unternehmer und mittlerweile, wir sind ja fast 30 Entrepreneure in unserem Club, den wir ganz frisch gegründet haben, möchten wir dich heute genauso wie den lieben Dejan, den wir eben schon ausgezeichnet haben, als unseren sozusagen Honorary Entrepreneur in unserem Club auszeichnen. Du bekommst dann auch einen wunderschönen Pin natürlich vom Juwelier. Wir haben den hier und sagen herzlichen Dank für deine Arbeit und freuen uns auf die vielen nächsten Stationen und Veranstaltungen, die wir mit dir gemeinsam haben werden. Großartig. Sehr gerne, da freue ich mich. Herzlichen Dank und ich bin gespannt und wünsche viel, viel Erfolg. Danke vielmals, Tobias. Wir sehen uns später, / spätestens dann wieder in Zürich am 11. Mai. Ja, Tobias hat sozusagen auch mit einem Tipp und Empfehlung für die Politik abgeschlossen und ich schließe da an und ich darf jetzt die Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin von Österreich zu mir auf die Bühne bieten. Margarete Schramböck, sie ist auch eine der Schirmherrinnen von dieser Roadshow. Margarete, es ist wirklich großartig, dass du bei dieser Roadshow dabei bist. Du gibst den Ton in Österreich ordentlich an für die Startups, für den Mittelstand, aber natürlich auch für Digitalisierung, Innovation. Und es ist super, dass du da bist, zumal du natürlich eine starke Vergangenheit in der Wirtschaft hast, CEO in Tech- und Telco-Branche. Insofern viele Inputs, die wir heute uns erwarten von dir. Danke vielmals im Studio und zugeschalten ist Christian Lindner. Christian ist ein deutscher Politiker der Freien Demokratischen Partei FDP und seit Dezember 2012 deren Bundesvorsitzender. Zuvor war er Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen sowie Mitglied des Deutschen Bundestages und auch Generalsekretär der Bundes-FDP. Christian, herzlich willkommen. Super, dass du die Zeit nimmst für unsere Roadshow. Aber gerne. Vielen Dank für die Einladung. Super. Margarete, danke auch fürs Vorbeikommen im Studio. Es geht jetzt natürlich auch um den Beitrag der Politik, wenn es um den Mittelstand geht, Innovation, Digitalisierung und Startups. Was kann man sich da in Österreich vorstellen? Wie unterstützt Österreich junge Gründerinnen und Gründer in diesen Feldern? Ja, danke zuerst mal, dass ich dabei sein kann. Freue mich sehr. Du hast es schon angesprochen, die jungen Gründerinnen und Gründer sind so das Salz in der Suppe der österreichischen, ich würde sagen, der europäischen Wirtschaft. Und was wir tun müssen, ist Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Rahmenbedingungen nicht wie ein Korsett sind, sondern wie ein Sprungbrett. Ja? Und das beginnt schon sehr, sehr früh. Was wir tun, ist, dass wir sehr junge Menschen, die schon in der Schule sind, also Jugendliche in der Schule unterstützen. Wir haben da Programme Jugend innovativ, dass sie gründen können, dass sie lernen, wie das geht und dass sie, und ich weiß, das teile ich mit dem Herrn Lindner, auch die Kultur des Scheiterns lernen, recht früh. Dieses Lernen, wie es ist, einmal nicht erfolgreich zu sein und dass das aber keine Brandmarkung ist, sondern dass das etwas ganz Normales ist im Wirtschaftsleben, dass man in Projekten mal scheitert, aber dass es heißt aufstehen, weitermachen und nicht jedes Startup wird von Anfang an erfolgreich sein und das ist auch ganz normal und da haben wir sicherlich gerade im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, der Schweiz und in Österreich einiges zu tun, diese Kultur des Scheiterns den jungen Menschen mitzugeben und dass das etwas Normales ist. Dann
Das Zweite, was wir natürlich tun können, gerade in dieser Covid-Krise, ist finanziell unterstützen. Da freue ich mich, dass heute ein ganz besonderer Tag ist, der zweite Tag der Regierungsklausur. Ich bin ja da von dort direkt hierher gekommen und da haben wir 5 Milliarden Euro beschlossen und das ist für das Österreich ganz schön viel, 5 Milliarden Euro für eine Investitionsprämie, wo auch Startups sich sehr beteiligen. Also ich würde sagen, das fetzt so ordentlich auch rein für die Startups, die sich ja beworben haben um diese Investitionsprämie und da werden wir 5 Milliarden ausgeben. Da sind wir die Einzigen in ganz Europa, die das tun und da profitieren KMUs genauso wie Leitbetriebe. Überhaupt haben 94% der Betriebe, die eingereicht haben, sind KMUs und dabei auch viele Startups, weil deren Geschäftsmodelle brauchen ja Investitionen und wenn wir das cashmäßig mit Geld unterstützen können, dann tun wir das gerne mit 14% Cash, die man zurückbekommt für jede Digitalinvestition und für jede ökologische Investition. Also wir steuern in diese beiden Richtungen und das ist wichtig und muss auch gerade jetzt in dieser Covid-Krise gelingen. Da dürfen wir nicht warten in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Darum haben wir das heute beschlossen und wir stocken auf. In Summe werden es 5 Milliarden. Das ist großartig. Breaking News wusste ich nicht. Du kommst tatsächlich von der Regierungsklausur direkt. Kann man sich sozusagen, ist das Aufstockung, kann man sich neu bewerben? Wir werden Details noch folgen. Ja, die Bewerbungen, die waren ja schon bis Ende Februar. Haben wir auch eingereicht. Ja, genau, sehr gut. Sehr gut. Und damit wir jetzt all die Anträge, wir haben 260.000 Anträge bekommen von Firmen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. 50% Richtung Ökologisierung und Digitalisierung, das heißt voll zukunftsausgerichtet. Und damit wir jetzt das alles sicherstellen, dass du auch dein Geld bekommst, haben wir das jetzt aufgestockt gestern und werden das jetzt in den parlamentarischen Prozess bringen. Also 5 Milliarden in Summe stehen zur Verfügung und das löst 55 Milliarden Investitionen in Österreich aus, sichert viele Arbeitsplätze und vor allem für die Startups ist das sicher etwas Wichtiges, gerade in dem Moment sie zu unterstützen. Christian, wir vergleichen uns ja in Österreich immer wieder auch mit Deutschland. Wie ist die Lage dort? Und natürlich können wir auch die ganz aktuellen Themen nicht verschweigen. Mehrere Kanzlerkandidaturen sind kommuniziert worden. Was bedeuten diese Kandidaturen auch für die Startup-Politik? Kannst du uns da ein paar Einblicke aus Deutschland geben? Das kann ich gerne machen. Also ich will zunächst mal das, was die Ministerin gesagt hat, zur Mentalität unterstreichen, bevor ich auf die Tagesaktualität komme. Hier liegt im ganzen Dachbereich noch großer Bedarf zur Veränderung unserer Mentalität, Menschen zu ermuntern, ins Risiko zu gehen, selbst wenn es die Chance auf ein Scheitern gibt. Das scheint mir enorm wichtig zu sein. In der Schule und in den Universitäten und Hochschulen müssen wir dafür sensibilisieren, dass es jenseits des Angestelltenverhältnisses und vor allen Dingen jenseits des öffentlichen Dienstes es ganz attraktive Formen der Selbstständigkeit gibt, nicht nur im Start-up-Bereich, sondern, das hat Tobias Kollmann, wie ich finde, zu Recht gesagt, auch in der Nachfolgeperspektive in gereiften Start-ups, also im Mittelstand, das Wort selbst ist ja für viele gar nicht so attraktiv. Es sind aber gereifte Start-ups. Mittelstand hat nichts mit ältlich zu tun. Was jetzt die konkrete Situation in Deutschland angeht, ja, unsere Regierung hat auch sehr auf Druck unserer Start-up-Verbände und auch nach Vorschlägen, die wir aus der Opposition unternommen haben im Bundestag, hat auch einen Matching-Fonds eingerichtet zur Unterstützung von Start-ups. Der kommt allerdings leider nicht so richtig in Gang, hat weniger praktische Traktionsgeld, fließt nicht in der Weise, wie es sollte. Da wünsche ich der Regierung in Wien also eine gute Hand, dass es bei Ihnen und euch schneller gehen möge. Ja, und was die Start-ups von den Kanzlerkandidaten der Konservativen und der Grünen zu erwarten haben, das wird sich noch zeigen, denn in Deutschland wurde jetzt über viele Wochen gesprochen über Personen und zu wenig über die konkreten politischen Inhalte, die in unserem Land anstehen. Da gibt es freilich viel zu tun, auch für Start-ups und für unsere Familienbetriebe, von der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, ein anderes Steuerrecht, das Unternehmertum wieder wettbewerbsfähig in unserem Land macht und Abbau der bürokratischen Fesseln, die den Staat wie die Wirtschaft gleichermaßen fesseln.
Wir sehen immer wieder Scale-Ups, die aus Deutschland Richtung USA und China abwandern. Gibt es da Aufholbedarf, die Standorte für sie entsprechend attraktiv zu machen? Wie schätzt du das ein? Ja, es gibt großen Nachholbedarf im ganzen Finanzierungsbereich. Auch das hat Tobias Kollmann eben angesprochen. Es geht nicht nur um Start-ups, es geht auch um die Übernahme von etablierten Unternehmen im Wege von Management-Buyout und anderen Modellen. Wir haben ein Problem mit der vom Staat vorgegebenen Anlagepolitik für zum Beispiel Lebensversicherungen und Versorgungswerke. Sehr viel muss investiert werden in Immobilien und in Staatsanleihen. Dort ist die Risikoabsicherung mit Eigenkapital sehr gering. Die Staatsanleihen werden sogar völlig risikofrei in den Bilanzen von Banken und Lebensversicherungen gehalten. Ob das tatsächlich die ökonomische Realität widerspiegelt, wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite werden direkte Unternehmensbeteiligungen in Start-ups oder auch in Fonds, den Kapitalmarkt insgesamt oder auch in Form von Management-Buyout-Initiativen, die werden sehr, sehr stark mit Eigenkapital belegt. Die werden sehr geradezu prohibitiv abgesichert, weshalb dorthin zu wenig Kapital fließt. To make a long story short, mit ein paar wenigen regulatorischen Handgriffen könnten wir einen doppelten Nutzen erzielen. Für diejenigen, die Geld für die eigene Altersvorsorge zurücklegen in einem Versorgungswerk, das sind in Deutschland alleine gut 2,5 Billionen Euro, ergibt sich eine bessere Rendite, wenn es nicht nur in Steine und Staatsverschuldung geht. Und auf der anderen Seite hätten wir einen Schub an Investitionskapital für Start-ups, Scale-ups, für die etablierten Unternehmen, die Refinanzierungsbedarf haben, jenseits der Kreditfinanzierung durch die Banken mit Eigenkapital. Super. Viel Zuspruch auch im Chat für den Hinweis auf die Scheiterkultur. Ist ordentlich eingeschlagen dort. Margarete, eine Frage vielleicht, damit das klargestellt wird. Eva Helmet fragt, Frage an die Politik, warum gibt es praktisch nur Förderungen für GreenTech, digitale Produkte? Das schließt nämlich Gründerinnen wie mich komplett aus. Das waren nur zwei Beispiele und nicht taxativ. Das waren nur zwei Beispiele. Wir fördern mit der Investitionsprämie jede Investition, die in Österreich getätigt wird. Jedes Unternehmen konnte einreichen bis Ende Februar. Also wir haben da schon im September, im August damit schon begonnen. Jedes Unternehmen konnte einreichen. Die Unternehmen, die in klassischen Bereiche investieren, zum Beispiel wenn ich eine Maschine kaufe oder wenn ich einen Rohbau erstelle, kriege ich 7% zurück. Ganz wichtig jetzt auch bei steigenden Preisen, das macht sie wettbewerbsfähiger mit 10% Cash zurück und 14% eben, da wollten wir schon einen bestimmten Schwerpunkt setzen für die Zukunftsthemen, weil digitale Transformation ist das Schlüsselthema für den Erfolg, macht die Unternehmen resilienter, krisenfester, haben wir jetzt in der Covid-Krise genau gesehen, dass Unternehmen da erfolgreicher sind, wenn sie ein so digitales Geschäftsmodell zusätzlich zu ihrem analogen haben. Und natürlich auch Klimaschutz. Die Startups sind ja da auch ganz besonders darin tätig, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Da geht es um das Thema Lebensmittelversorgung, es geht um das Thema Bildung, es geht um eben das Thema der neuen Produktionsformen und die Startups tragen da so viel bei. Und natürlich unterstützen wir ganz jedes KMU, jeder Leitbetrieb, jeder in Österreich konnte einreichen. Und wie gesagt, 5 Milliarden sind schon ein sehr großer Betrag. Das ist der größte, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg für eine Einzelmaßnahme dieser Form aufgesetzt haben. Und ich freue mich, dass wir da einen richtigen Push und Schub geben können, weil gerade jetzt brauchen wir das. Österreich ist ähnlich wie Deutschland auch ein Land der Familienunternehmen, der Mittelständler, der KMUs. Gibt es für die Familienbetriebe auch einen speziellen Fokus? Hast du sie auch als Wirtschaftsministerin gut im Blick? Ja, absolut. Die Übergabe ist das Thema. Die Übergabe an die nächste Generation, die jetzt bei ganz vielen Betrieben in Österreich ansteht. Und da haben wir schon im Regierungsprogramm drinnen eine Grace Period, die wir sozusagen erfunden haben, weil es vorher noch nie gab. Da sind wir jetzt, dann müssen wir in die Umsetzungsphase gehen. Das ist eine Phase, in der die Unternehmen es leichter haben sollen, dass die Übergabe nicht so belastet ist. Weil auch das passiert, wenn ein Betrieb übergegeben wird, dann reiten da
unterschiedliche Behörden ein und sagen, ich will das und das und das musst du investieren, da belasten wir die nächste Generation und das wollen wir nicht. Dann braucht es die neue Kapitalgesellschaftsform. Ihr wisst, dass ich da sehr, sehr stark dahinter bin und freue mich, dass die Justizminister das auch, Ministerin bei der Klausur auch bei ihren Schwerpunkt, 5 Schwerpunktprojekten dabei hatte und da werden wir auch stark mitarbeiten. Auch das ist ein, glaube ich, wichtiger Punkt auch für die Familienbetriebe, dass wir einen Rahmen haben, der einfach es einfacher macht zu wirtschaften. Und letztendlich für mich ganz wichtig, digitaler Staat. Wir brauchen eine Staatsreform, die nicht die klassische ist, wo herumgestritten wird, in Österreich wie in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wir lassen die Verantwortung dort, wo sie ist und schaffen mit der digitalen Möglichkeit einen einfachen Zugang für unsere Bürgerinnen und Bürger, die Kunden des Staates sind, die eigentlich verlangen dürfen, dass ihre Amtswege so einfach wie möglich sind. Mhm. Da sind wir schon recht weit vorn. Wir sind auf Platz 3 in ganz Europa. Nur Estland und Malta sind vor uns in der digitalen Verwaltung. Beispiel: 75% der Steuererklärungen werden in Österreich online gemacht. Ich habe geschaut, wie es in Deutschland ist. Das sind 45%. Das heißt, da müssen wir weiter vorne bleiben. Da müssen wir einfach entsprechend investieren. Und drum der Digitalfonds, 160 Millionen Euro für Digitalprojekte des Bundes. Da arbeite ich mit anderen Ministerien zusammen, damit wir diese auch wirklich umsetzen. Weil das Problem in der digitalen Verwaltung ist, die gesamte Politik Europas weiß, dass wir es machen müssen. Wir müssen es nur umsetzen. Und das ist bei IT-Projekten nicht immer so leicht. Das wissen alle Unternehmen. Und darum müssen wir auf die Execution auch in der Regierung und in der digitalen Verwaltung den Hauptaugenmerk legen. Geld haben wir reserviert. Können da die Mittelständler, die Startups mithelfen? Können sie an diese Aufträge herankommen, um hier Gas zu geben? Ja, absolut. Also der Chatbot zum Beispiel beim Digitalen Amt ist von einem österreichischen Startup. Und was wir jetzt wollen, ist, dass wir, wenn wir diese neuen Technologie, vor allem Open-Source-Technologie nutzen, dass es eine Verpflichtung gibt der Ministerien, wenn sie hier Gelder abholen aus dem Fonds, dass sie diese Technologien auch wiederverwenden. Das Rad nicht immer neu erfinden, nicht immer ein Chatbot hier und ein Chatbot da, sondern dass die Startups hier einen Zugang haben und dass wir auch bei der Beschaffung darauf schauen. Und da werde ich noch mehr Augenmerk legen, auch in Zukunft darauf, dass wir das schaffen, dass wir vor allem auch österreichische und vor allem auch europäische Unternehmen unterstützen, weil Europa hier ja im Bereich der Technologieführerschaft zurückgefallen ist, verschiedenen Dinge. Und die einzigen, die uns da helfen können, sind die Startups. Die großen Firmen sind schon abgewandert. Wir haben noch SAP, Nokia und Ericsson als die großen IT-Unternehmen Europas. Da hat auch die Kommission da mal ein bisschen Fehler gemacht. Da waren wir in der Vergangenheit naiver, als wir sein sollten. Unternehmen wurden verkauft, wie KUKA und andere. Und da müssen wir schon drauf schauen und die Startups müssen wir jetzt bei der Skalierung unterstützen. Ich habe es gehört zuerst. Wir müssen, wenn sie wachsen, müssen wir sie viel stärker am europäischen Markt unterstützen. Das tun wir im Moment noch nicht ausreichend. Also viele ähnliche Aussagen eigentlich zwischen dir und Christian. Christian, insofern vielleicht von deiner Seite, wenn wir das ein bisschen auch zusammenfassen, was würdest du, vielleicht 3 Tipps, was wären so deine Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort, wenn du es in der Hand hättest? Also Österreich kann ich natürlich keine Tipps geben, sondern wir können im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eher von Österreich in Deutschland lernen. Da haben wir ganz großen Nachholbedarf. Und ich würde auch gerne jetzt nicht Ratschläge ans eigene Land geben, sondern nach vorne schauen, was könnten wir bewegen, wenn Deutschland ähnlich ambitioniert wäre, wie die Ministerin es gerade für ihr Land und für ihre eigene Arbeit gesagt hat. Beispielsweise ein europäischer Binnenmarkt für digitale Dienstleistungen. Den haben wir immer noch nicht. Das wäre aber ein enormes Wachstumspotenzial, weil Startups nicht in jeder der einzelnen Jurisdiktionen der Europäischen Union neu ansetzen müsste. Wenn wir es schaffen würden, endlich einen gemeinsamen Banken- und Finanzplatz Europäische Union zu bekommen, dann hätten wir auch da sehr viel verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten. Und Österreich und Deutschland, ein Deutschland mit einer ambitionierteren Regierung abhängen,
Herbst, müssten beide darauf achten, dass von den vielen Milliarden, die jetzt die Europäische Union bereitstellt, es geht ja um eine 750 Billionen Euro, dass davon möglichst viel Geld, möglichst alles in realwirtschaftliche Projekte fließt, die unserem Kontinent insgesamt einen höheren Wachstumspfad eröffnet, mehr Dynamik, mehr Offenheit für Technologien. Ich glaube, da können wir gemeinsam, das waren jetzt drei Punkte, die ich aufgezählt habe, da können wir gemeinsam viel erreichen und davon profitieren dann nicht nur Österreich und Deutschland, sondern die Europäische Union insgesamt im Zuge einer digitalen und technologischen Emanzipation von China und den Vereinigten Staaten. Margarete, vielleicht aktueller Abschluss auch. Das war mir nicht einmal so bewusst, dass du von der Regierungsklausur kommst. Ja, hat die zu einer gewissen Nachschärfung, Weiterentwicklung deiner Strategie für den Wirtschaftsstandort und Digitalisierungsstandort gebracht? Auf was können wir uns da sozusagen freuen? Ja, also wir sind gerade in dem Thema stark umzusetzen. Ich glaube, das ist das Wichtige, das jetzt auch jeder von uns erwartet, nicht anzukündigen, sondern umzusetzen. Investitionsprämie, ein großer Teil dieses konjunkturellen Impulses. Aber wenn wir auf den Recovery Fund zurückgehen, den wir ja eingereicht haben und sehr detailliert eingereicht haben, da haben wir die Quote in der Digitalisierung überreicht. Also mindestens 20% war Vorgabe. Wir sind bei 40% gelandet in der Digitalisierung. Ein paar Beispiele eben. Die Investitionsprämie mit einem großen Anteil Digitalisierung. Das zweite kommt direkt bei den Unternehmen an. Digitalisierungsfonds in der digitalen Verwaltung kommt auch bei den Unternehmen an, weil dadurch die Prozesse einfacher werden. Das Dritte, was wir gemacht haben, ist die Digitalisierung in den Schulen. Ganz wichtig, 170 Millionen Euro sind vorgesehen, dass die Schulen digitalisiert werden. Das heißt, die Kinder, da ist unser Schulsystem auch ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben eine Bundesmöglichkeit, hier Einfluss zu nehmen, dass die Kinder wirklich die Endgeräte bekommen. Wir wollen, dass sie ausgestattet sind mit mobilen Endgeräten und wir wollen auch WLAN in den Schulen und dafür brauchen wir auch den Ausbau des Internets als Basis der Digitalisierung und da wird es auch am Donnerstag entsprechende Maßnahmen bekannt gegeben werden für den Breitbandausbau. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Für die KMU ist auch was dabei, E-Commerce-Förderungen, auch das ist mir wichtig, KMU-Digital, also es sind alles, wir haben darauf geachtet, dass es Projekte sind, die direkt bei den Firmen ankommen und wo wir immer unterstützen können, dass Investitionen vorangehen und diese Transformation. Christian, vielleicht noch eine Anmerkung von meiner Seite. Du hast das Thema Matchmaking angesprochen zwischen dem Mittelstand und den Startups. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auf Bundesebene etwas, was nicht ganz funktioniert. Dafür hätten wir eine Lösung. SalesUp macht das. Das Bernhard Schindler ist der Gründer und hat das großartig auf die Beine gestellt, auch für Österreich. Auch da gibt es gewisse Dinge, die staatlich organisiert sind, was gut ist. Aber man kann auch privatwirtschaftlich diese Dinge ordentlich pushen. Bernhard, vielleicht kurzes Kommentar von deiner Seite zu SalesUp. Ja, wir merken es ja momentan in Deutschland ganz stark, dass die Gründerzentren, Universitäten, Hochschulen, auch mittlerweile die IHK, unser System als White-Label-Lösung einführt, dann mit ihrem eigenen Design, auch mittlerweile in Graz die hiesige Universität, in Wiener Universität, also auch dort in Österreich mittlerweile, wo wir sehr stolz sind, dass Startups, die gleich ihr Produkt, ihre Dienstleistung final haben, dort praktisch vom Mittelstand gesehen werden, sich matchen können und natürlich auch dann die Plattform haben, wo geht es hin zum Thema Antrag, also wenn es um Förderungen geht, wenn es um Mentoring geht und so weiter, unser eigenes Programm Invest to Grow. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir das sehr früh auch anfangen, die jungen Gründerinnen und Gründer abzuholen. Und in Österreich ist es sehr vorbildlich. In Deutschland, lieber Christian, haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, auch weil jeder selber ein bisschen rumbastelt. Und dann gibt es auch immer wieder Diskussionen bei uns in Deutschland, ne? Also wenn es um Themen der, ich sage mal, Mitarbeiterbeteiligung geht, also da muss man ein bisschen mal, das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ich würde mir wünschen, dass manches vielleicht flüssiger gehen würde und nicht jeder rumbastelt. Das ist so dieses, was wir beitragen mit unserem System. Abschließend muss ich sagen, nochmal auch herzlichen Dank für die Statements. Glaube ich, ist auch sehr wichtig, Estland, ne, kurz angesprochen, ist noch eines, was vor uns ist. Ne, unser Bundeswirtschaftsminister in Deutschland sagt tatsächlich, wir sollten vielleicht von den Estländern lernen. Und auf der anderen Seite, lieber Christian, haben wir tausende fantastische Startups, tolle Gründerinnen und Gründer in Österreich wie in Deutschland. Und man kann von denen lernen. Man muss vielleicht auch darauf zugehen. Und ich denke, das ist etwas, was wir künftig diskutieren sollten auch. Wo kann man da noch mehr auch Verbindung schaffen?
auch die Bundesverwaltung, wie Margarete gesagt hat, für die Startups öffnen. Christian, vielleicht kurz als abschließendes Wort. Ist das in Deutschland so? Kann man dort als Startup, als Mittelständler andocken und Projekte für den Bund umsetzen, wenn es um die Innovation und Digitalisierung geht? Sehr schwer, weil für öffentliche Aufträge müssen in der Regel die Betriebe schon länger am Markt sein. Das heißt, es gibt eine de facto relativ hohe Hürde, Startups direkt einzubinden in die öffentlichen Aufträge. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die hohe Innovationsdynamik in Israel ja damit zusammenhängt, dass sehr viele Startups unmittelbar für den Staat arbeiten oder aus ihm gegründet werden, da freilich sehr stark im Bereich der Wehrtechnik. Ich glaube, auch diesbezüglich hat Deutschland noch einen Update-Bedarf. Wahrscheinlich auch wir, wenn es um die Vergabe an die Startups geht, nehmen wir vielleicht auch als Punkt mit. Margarete, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du musst zurück zur Klausur. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, fürs dabei, dass ich dabei sein konnte und für die gute Diskussion. Danke. Christian, vielen Dank für deine Zuschaltung und deine Zeit. Gerne. Wissen wir sehr zu schätzen. Danke vielmals. Bye-bye. Ciao. Ciao. Wir wechseln jetzt weiter zu der Startup-Perspektive und werden noch aus der Startup-Perspektive diese Themen diskutieren, die sowohl Tobias als auch Margarete und Christian jetzt mit uns diskutiert haben. Und ich darf jetzt unsere Startupperinnen und Startupper zu mir auf die virtuelle Bühne bitten. Fabian Tausch, Jungunternehmer im Podcast-Bereich mit 19 Jahren, startete Fabian einen Podcast für Jungunternehmer, in dem er die erfolgreichsten Startup-Gründer und Gründerinnen Deutschland interviewt. Sehr, sehr großer Podcast. Ich glaube, es war lange Zeit der größte Podcast im Bereich Entrepreneurship. Servus Fabian, hallo. Hi, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Dann Katharina Kreitz, CEO und Founder von Vectorflow GmbH. Durch ihr Maschinenbaustudium mit dem Schwerpunkt Luftbau, Gasdynamik und Astronautik an der Technischen Universität München hat sie bereits mit der NASA zusammengearbeitet. Zudem war sie bei großen Automobilfirmen sowie bei Lufthansa Technik tätig. Mit ihrem eigenen Unternehmen stellt sie nur spezielle Sensoren im Bereich der Aerodynamik her. Katharina, servus. Servus aus München. Und last but not least, Walter Kreisel, Chairman and Founder von Neom Group. Walter Kreisel ist überzeugt, dass wir die Welt mit der Energie aus erneuerbaren Quellen elektrifizieren können. Dies beweist er jeden Tag aufs Neue als erfolgreicher Unternehmer, gemeinsam mit seinem Team. Als Vordenker und passionierter Verfechter des Energiewandels beleuchtet er Vergangenheit, stellt sozusagen den Status quo in Frage und entwickelt sein Unternehmen zu einem Gigacorn. Das wird er uns dann anschließend erklären, was das ist. Eine sehr, sehr spannende Unternehmensentwicklung von Walter und enormes Wachstum. Walter, servus. Hallo, grüß euch. Meiner Seite super dabei zu sein. Walter, bleib mal beim Thema und klären einmal den Begriff Gigacorn auf. Ihr seid auf dem Weg dorthin. Wir verwenden in der Startup- und auch Mittelstandsszene eher den Begriff Unicorn. Da geht es um die Bewertung, die wirtschaftliche Bewertung. Was ist ein Gigacorn dem Gegenüber? Danke, dass du das aufgefasst hast und in die Breite bringst. So wie unser Unternehmen nicht nur ein Kernputzelstück für irgendeine Technologie entwickeln, sondern ein Ökosystem bauen, ist es uns wichtig, eine Gigatonne CO2 bis 2025 zurückzureduzieren. Und dafür haben wir Hardware- und Softwaretechnologie in der dezentralen Elektrifizierung und Digitalisierung entwickelt, mit der Firma Neom und der Marke Intuity. Und da geht es uns darum, eine Gigatonne, also eine Milliarden Tonnen CO2 zu reduzieren. Und wenn man das mal an einem Preis mal 25 oder mal 100 Euro dividiert, ist der Impact wahrscheinlich viel, viel größer wie die ganze Unternehmensbewertung, das Thema Unternehmensbewertung. Und das, glaube ich, ist der wirkliche Sinn dahinter, warum man ein Unternehmen auch groß machen will und darf und kann. Du bist ja seit, glaube ich, 15 Jahren schon eigentlich in der Branche tätig, Unternehmer, bewegst viel, hast eine sehr, sehr, sehr bewegende und extrem spannende Laufbahn. Dieses Thema Impact, war dir das immer wichtig oder ist dieses Thema Impact oder Nachhaltigkeit für die heutigen Generationen noch einmal verstärkt von Bedeutung? Ich glaube, man wird zu dem, was man ist. Man ist es sicher nicht von Anfang an. Ich bin da sicher auch selbst ein Hardliner, nur ich habe halt vieles nicht geglaubt und vieles hinterfragt. Und irgendwann mal fängst du dann mit Greenwashing an und wenn man was wäscht und wäscht, dann wird es immer sauberer. Und irgendwann steht man dahinter. Ich verzweifle tut man nur, wenn man green painted, also was grün anmalt und glaubt man grün zu sein. Aber ich glaube, Greenwashing ist mal der Anfang. Und wenn es dann dahinter geht und den Impact eigentlich sieht und sieht, wie alles zum Ziehen anfängt und die Mitarbeiter und das Team und die Mitgesellschafter und Investoren, dann macht das schon richtig Spaß, auch hier Impact zu leisten. Und ich glaube, das kann man gar nicht mehr unterscheiden zwischen einem normalen
Core Technology oder Mini Piece Technologie zu einem großen Ding, das man aufbauen darf. Und ich glaube, das ist das Spannende, eben als junges Unternehmen auch groß denken zu dürfen und eben auch organisch oder anorganisch. Da sind schon ein paar ganz tolle Punkte gefallen, dass auch junge Unternehmen in die Richtung gehen sollten, anorganische Moves zu machen, also auch nachzudenken, wo sind bestehende Unternehmen, wo kann man da was daraus lernen, wie kann man Wertschöpfungsketten verlängern, um einen großen Impact zu leisten. Also das ist schon super, und dass wir auch da in Österreich sein dürfen, der auch jetzt mit dem ERG-Gesetz europaweit, wenn nicht weltweit voranmarschiert, sind wir schon sehr stolz drauf. Ja. Ist das Thema Nachfolge ein Thema für dich? Du bist doch aus einer unternehmerisch getriebenen Familie, sowohl deine Cousins, du, sehr viel Unternehmertum da. Habt ihr euch beschäftigt mit dem Thema Nachfolge? Also ich beschäftige mich noch sehr wenig mit der Nachfolge von anderen, vielleicht schon sogar schon mehr mit der Nachfolge von meiner Person, aber darum, weil ich gerne in einem großen Team arbeite und gern mit anderen Leuten was kreiere. Und weil die Nachfolge ist natürlich ein Riesenthema, weil man ist schneller 60 oder 70, wie man denken kann. Und die Frage ist, wenn man halt aufhören will oder aufhören muss. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich glaube, viele Nachfolgen gibt es nicht, weil sie aufhören müssen. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, wo viel Investition reingehen könnte, weil nur wenn man aufhören muss, heißt es nicht, dass man nicht mehr innovativ ist, sondern vielleicht nur mehr nicht innovativ denken kann. Und jetzt vielleicht aber Nachfolge von einer anderen Perspektive. Es gibt ja, Tobias hat am Anfang gesagt, eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl an Unternehmern, an Mittelständlern, die eine Nachfolgeregelung brauchen werden. Ich glaube, er hat 60.000 genannt in den nächsten Jahren. Sind das vielleicht auch Übernahmekandidaten? Ist das für Startups eine Chance, dort mit M&A-Aktivitäten diese Nachfolge zu übernehmen? Absolut, vor allem, weil immer wieder Dinge wiederkommen. Wenn man schaut zum Beispiel auf unserer Seite, das Thema Elektrotechniker, Solateure, also Leute, die am Dach montieren können, Leute, die in einem Gebäude ihr Know-how einsetzen können, also die Wertschöpfungskette nach vorne, die vor Ort den Dienst verrichten. Also ich glaube, das Handwerk wird wieder wichtiger werden denn je. Und die Unternehmen, die dort eine gute Referenz sind und auch eine gute eine Regionalität und verankert sind, können so vielleicht wieder neuen Mut kreieren und wieder mit dabei sein. Ich glaube, nur wichtig ist, dass es von Augenhöhe zu Augenhöhe passieren muss, dass die Qualität, dass man auch die Mitarbeiter und den Gründer auch respektieren muss, wenn der jeweilige natürlich, der übernommen wird, auch das respektiert, dass neu gedacht wird und Neues entsteht. Und das, wenn das ein Match ist, dann glaube ich, dass man auch aus dem Bestand und aus dem Neuen was ganz Neues kriegen kann. Katharina, wie siehst du das aus deiner Startup-Perspektive? Auch die Ausführungen von Tobias Kollmann, eine Zahl, die mich tatsächlich überrascht hat, da so viele Nachfolgesituationen anstehen. Ist das eine Chance auch für die Mergers, für die Fusionen, für die Zusammenschlüsse? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, ich musste echt lachen, als ich das gehört hatte, was der Kollmann da gesagt hat, weil ich bin genauso eine böse Tochter. Mein Vater sucht auch händeringend einen Nachfolgekandidaten. Ich wäre tatsächlich von meinen Geschwistern die Einzige, die da sinnvoll wäre, zu wählen. Aber ich habe ja meine eigene Firma und möchte gerne mein eigenes Baby groß machen. Und das ist dann mein Interesse. Deshalb kann ich es jetzt gut verstehen, dass da wirklich Nachholbedarf ist und dass da auch Geld investiert werden muss. Aber ja, ich sehe das auch so, dass man, also wir gucken uns auch schon Firmen an. Wir sind jetzt wirklich heute auf den Tag 6 Jahre geworden und wir gucken uns auch schon Firmen an, die wir eventuell übernehmen würden, die zu uns halt sehr gut passen. Die von meinem Vater gehört nicht dazu, aber man kann ja nicht alles haben. Wie löst man das eigentlich in der Familie? Was sind das für Gespräche? Wir werden auch ein anschließendes Panel in diese Richtung erleben. Das ist ja gar nicht so trivial, nicht? Weil wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung der Eltern eine andere als die Träume oder die Visionen der Youngsters. Wie löst man das in der Familie vielleicht? Na, ich sag mal so, mein Papa hat es mir ja so mitgegeben. Also eigentlich kann er sich nicht beschweren, wenn ich dann meine eigene Firma gegründet habe und das auch so bleiben soll. Dementsprechend war das eigentlich relativ klar, als er gesehen hat, okay, sie macht da ihr eigenes Ding. Klar, da war dann die Stimmung jetzt nicht der Renner, aber es wurde sehr, sehr schnell akzeptiert, weil, wie gesagt, er hat es mir ja so beigebracht und er will mich jetzt nicht in irgendwelche Schuhe zwängen, wo ich aber gar nicht rein will. Fabian, du sprichst sehr viel mit vielen Jungunternehmerinnen, Jungunternehmern, hast ja mittlerweile bzw. seinerzeit das führende Podcast aufgebaut in Deutschland für diese Themen. Wie sehen das die Startups, dieses Thema Übernahme, Finanzierung, Nachfolge, auch angelehnt an das, was Tobias gesagt hat?
Also ich glaube, man muss da natürlich unterscheiden, ob das jetzt junge Leute sind, die gerade anfangen, oder ob das dann irgendwie Gründer sind, die dann doch inzwischen auch Milliardenunternehmen bewertete Unicorns eben gebaut haben. Ich glaube, jeder hat irgendwie immer so seinen Horizont und das ist dann wirklich sehr personenabhängig. Also ich finde sowohl Beispiele von Leuten, die drüber nachdenken, nach 10 Jahren ihrer Firma das abzugeben oder auch nach 5 Jahren, wenn sie geexitet haben, falls sich das ergibt. Und es gibt aber auch Leute, die nach 20 Jahren da immer noch drin hängen und auch keine Lust haben, das abzugeben. Dementsprechend, ich glaube, grundsätzlich erstmal sehr typabhängig. Gleichzeitig, junge Leute denken jetzt nicht drüber nach, jetzt zu sagen, hey, ich übernehme mal eine andere Firma. Das passiert, glaube ich, erst, wenn man so seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat, weil die wenigsten sich wirklich, also oder auch ich überlege mir jetzt nicht, kann ich irgendwo was kaufen, weil meistens irgendwie so dieser erste Start noch nicht passiert ist und Erfahrungen zu machen mit noch mehr Geld im Risiko ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was viele scheuen oder ein Risiko, was viele scheuen. Ich glaube, da muss vorher schon einiges passiert sein, bis das dann im Kopf auch wirklich auftaucht als Option. Walter, wenn man aber die großen Visionen und Pläne hat, wie du zum Beispiel, der einen Gigacorn bauen möchte, geht das überhaupt ohne Zusammenschlüsse, ohne dass man den Markt ständig auch für diese anorganischen Schritte screent? Ich glaube, es kommt auf das Geschäftsmodell an und es ist richtig, also die Firmen, die im Bestand sind, müssen auch selbst bereit sein, in eine neue Richtung zu gehen und neu zu denken. Und wenn man Neues mit Altem vermischt, dann kommt normalerweise auch Innovation raus. Weil ich glaube, also mein Vater hat ja damals, nachdem ich im Familienbetrieb aufgehört habe, auch seinen Anteil verkauft. An das hätte er wahrscheinlich nie gedacht, wenn ich nicht aufgehört hätte. Und nachdem er dann auch verkauft hat, nachdem ich nach einem Jahr nicht mehr zurückgegangen bin, war es dann so, dass wir die besten Freunde eigentlich waren, weil er eigentlich dann endlich auch frei war und obwohl das Unternehmen gut gegangen ist. Und ich glaube, das Wichtige ist nur, dass wenn man erst das Problem kriegt und damit Geld und Risiken umgehen kann, und vor allem heute war für mich ein bisschen zu oft das Wort Scheitern da. Scheitern ist nicht das, was ich begrüße. Ich begrüße Fehler, die Fehlerkultur. Aber Scheitern ist was, aus viele Anzahl von gleichen Fehlern ist eigentlich Scheitern. Und wenn man irgendwann mal ein tolles Team hat und Leute, die Finanzen verstehen und Wachstum verstehen und man hat so richtige Wachstumsschmerzen, dass man eigentlich sich überlegen muss, wie kann man exponentiell umsetzen? Also nicht mehr, der Wachstum ist da, exponentieller Wachstum, aber wie kann man exponentiell umsetzen? Dann kommt man auf Ideen, in Schulen, Turnsälen Leute zu rekrutieren, dann kommt man auf Ideen, andere Bestandsunternehmen in Richtung Earnouts zu bringen und mitpartizipieren zu lassen am Wachstum. Und da gibt es auch im Ende alle ähnlichen Formen von Gesellschaftsformen. Und ich glaube, wenn man hier nur kreativ genug ist und auch in einem Startup sich über den Tellerrand hängt, ja, mit Fehlern, mit unzählbaren Fehlern, ja, aber nicht zu scheitern und permanent weiterzuentwickeln und sich nicht anzupassen. Und ich glaube, das ist ein Schritt, der immer wichtiger wird, vor allem mit diesen Bestandsunternehmen, wo man Innovation auch mittlerweile im Feld in der Hardware oder in der Infrastruktur sieht. Ja. Weil reine Software-Startups sind nicht wirklich mehr krisensicher, das hat man auch teilweise gesehen. Und ich glaube, genau die jetzt raus bis zum letzten Kunden gehen und dort einen Dienst verrichten, und das ist auch schön zu sehen, dass dort wieder Wertschöpfung passiert und dort auch Innovation entsteht. Also ich möchte ganz kurz ergänzen, weil das ist richtig gesagt an der Stelle. Das Thema Scheitern ist mir auch zu oft vorgekommen. Unabhängig davon, glaube ich, ist es aber sehr, sehr wichtig, dass eine Kultur oder das auch ist ähnlich wie in Amerika zum Beispiel ist oder in Israel und anderen Ländern, dass auch mal ein Scheitern dabei sein darf. Also das heißt, dass auch Startups die Chance haben sollen, dass sie nicht dann von rechts oder von links beäugt werden und auch die Chance haben, dass sie selber was aufbauen, aber auch eine gewisse Fehlerkultur haben dürfen. Und es gibt ja viele, viele Beispiele dafür in Deutschland wie in Österreich, auch in der Schweiz, wo dieses dann oftmals im Nachhinein immer von rechts oder von links beäugt wird. Und man sollte den Gründerinnen und Gründern die Kraft geben, dass sie trotzdem weitermachen. Und das glaube ich, ist das, was mir wichtig ist als Nachgang, auch nochmal von Christian jetzt, und da müssen wir auch mit Christian in der Schweiz, beziehungsweise nochmal am 2.7. dann persönlich reden, wie er das persönlich sah. Das ist ja auch bei ihm ein Thema gewesen, was ihm lang nachhinkte an der Stelle. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch drüber spricht, aber nicht im Kontext von Firmennachfolge, respektive von der Finanzierung in der Firmennachfolge.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, wir brauchen da auch ein neues Wording. Ja, also allein dieses Wort Scheitern, ja, das ist ja so eine Trennung da draus. Und im Endeffekt, wir wissen doch alle, wir wachsen aus Rückschlägen, wir wachsen aus Krisen heraus und da gehen wir gestärkter draus hervor. Und da braucht es einfach ein neues Mindset, was da einkehren muss. Und gerade in der Dachregion, da haben wir großes Potenzial. Und drum ist auch unter anderem, dass wir The Grow machen, ja, um genau auch da mal reinzugehen und zu sagen, okay, es ist nicht Scheitern, sondern es ist ein Lernen, wo ich letztendlich daraus nehme für meine Zukunft da draußen. Und ich gehe gestärkt da draus hervor. Und das, glaube ich, ist einfach ein neuer Blickpunkt, den wir brauchen. Mhm. Katharina, ein Thema, das uns natürlich auch sehr beschäftigt und du bist ein super Beispiel dafür, sowohl wenn es um die Nachfolge im Mittelstand geht, als auch wenn es um die Gründungen geht, sind sozusagen Entrepreneurinnen, Frauen, die sowohl gründen als auch als Nachfolgerin in Frage kommen. Oft redet man ja vom Nachfolger und geht automatisch von einem männlichen Nachfolger aus. Wie ist das sozusagen? Wieso ist das? Wieso werden da Frauen, werden die benachteiligt? Trauen sie sich selber nicht? Hast du da vielleicht Tipps? Auch für unser weibliches Publikum da weiterzukommen? Also es wird schon besser, muss man ehrlich sagen. Es ist einfach so, dass Frauen oft nicht so extrovertiert sind und halt auch sehr, sehr Angst vor Risiko haben. Und gerade, wo ihr das Scheitern angesprochen habt, da sind natürlich Frauen, wenn die das nur hören, ist das für die noch bedrohlicher, als es vielleicht für viele Männer der Fall ist. Und natürlich, gerade wenn man so Sachen, also Unternehmensgründung, das bedeutet ja, also wenn ich überlege, also mein Studium, da brauche ich ja dann, keine Ahnung, bin ich knapp 30, dann quasi das erstmal aufbauen und so, das dauert alles Zeit. Ja, und dann will ich vielleicht auch noch ein Kind und dann wird es ja auch zum Beispiel politisch überhaupt nicht unterstützt, dass ich quasi beides haben kann. Das sind alles Sachen, die quasi in den Köpfen von Frauen da schon mit drin sind und die dann sagen, oh, nee, doch nicht, lieber keine Firma. Und wenn ich dann zum Beispiel das erste in Sand setze, die erste Firma, und dann irgendwie die zweite noch aufbauen möchte und das quasi mit einem Kinderwunsch verbinden möchte, das ist ein Riesenproblem, was angegangen werden muss. Und insgesamt muss halt einfach ein gewisses Selbstbewusstsein bei den Frauen dann herrschen. Also ich muss auch sagen, da sind auch die Frauen ein bisschen, muss ich viele meiner Genossinnen hier quasi auch ermahnen, weil die teilweise einfach so viel Angst vom Scheitern oder oh, was denkt denn jemand der und oh und hier. Und das machen die Männer einfach nicht. Und das ist ein Riesenvorteil, deshalb mehr Selbstbewusstsein einfach bei den Frauen und das halt irgendwie auch schon bei Kindesbeinen anfangen, hilft auf jeden Fall, dass quasi mehrere Gründe dazu quasi oder rauspluppen. Also ich gehe zum Beispiel auch in Schulen, auch in, weil wir schon relativ jung anfangen, um den Leuten quasi das auch irgendwie beizubringen. Ich mache es auch noch, dass mehr Frauen in Technik gehen, weil ich finde, da gibt es auch sehr, sehr starken Nachholbedarf. Aber grundsätzlich insgesamt dieses Selbstbewusstsein, das würde schon sehr, sehr viel helfen. Fabian, vielleicht abschließend noch bei dir. Sehr viele Gespräche führst du auf Clubhouse, aber auf deinen Podcast-Formaten und darüber hinaus. Was zieht sich da so durch? Welche drei Tipps würdest du da auch den Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben, die du aus vielen, vielen, vielen Gesprächen sozusagen vielleicht abstrahiert auch für dich mitgenommen hast? Ich glaube, einmal abstrahiert und auch selbst gelernt, nachdem ich immer wieder viele Dinge auch falsch gemacht habe und dann da meine eigenen Themen neu aufgearbeitet habe. Ich glaube, was sich durchzieht, und da wurde vieles auch schon gesagt, ist einmal, sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was andere eigentlich sagen und überhaupt mal anzufangen und loszulegen und dann auf dem Weg zu iterieren und nicht vorher alles durchzuplanen und zu denken, oh, wie komme ich von Tag 1 mit meiner Idee bis zum fertigen Produkt, das dann vielleicht eine Milliarde wert ist, sondern wirklich mal die ersten Schritte zu machen. Sich eben nicht so viele Gedanken zu machen, wie gerade gesagt, einfach, dass man auch loslegt und mit Produkten rausgeht, die getestet werden können und nicht glaubt, man weiß von heute an alles. Und ich glaube, dann ist es auch, wie gesagt, das Durchhalten. Also dann auch, wenn mal nicht alles gut läuft, immer wieder neu versuchen oder das nächste Projekt anzufangen, weil manchmal gibt es halt eben auch das Feedback, dass das, was man sich vorgenommen hat, nicht vom Markt anerkannt wird und dann muss man das nächste ausprobieren, bis man was gefunden hat. Und ich glaube, damit, auch wenn das immer sehr banal klingt, kommt man relativ gut voran. Super, in diesem Sinne, gut vorankommen wollen wir auch mit unserer Agenda und dem Ablauf. Vielen Dank euch drei für diese Inputs. Danke fürs Dabeisein bei The Grow. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Übrigens noch vielleicht eine Anmerkung und danke, Sandra.
für die Buchempfehlung. Es gibt auch einige Anmerkungen zum Thema Scheitern und so weiter im Chat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich versuche das ein bisschen mitzulesen. Und Sandra empfiehlt hier das Buch Champagner for the Ladies, das bedienungslose Ja zu dir selbst, eine Buchempfehlung zu dem Thema, das wir gerade angeschnitten haben. Danke für diese Empfehlung und ich lese weiterhin die Fragen und die Anmerkungen. Bitte posten und die Fragen stellen. Und lieber Dern, ganz kurz. Fabian, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass du unser The Grow Podcaster bist. Du hast dich bereit erklärt. Wir machen mit dir, mit unseren Entrepreneuren eine richtig coole Nummer draus. Und im neuen Magazin The Grow haben wir ein geiles Porträt von dir drin, weil du bist wirklich, bist noch relativ jung, aber du hast sehr viel erreicht. Und deswegen freuen wir uns, wir Entrepreneure und die Kolleginnen und Kollegen, Unternehmer, Mittelständler, dass sie auch von dir noch viel lernen können. Also hier ist er im Heft, schaut es euch an. Er ist ja nicht sonst bei den ja, mitwichtigsten Menschen, in dem Fall Forbes 30 unter 30. Also von daher, schön, dass du bei uns bist, lieber Fabian. Super, danke vielmals. Euch. Und wir gehen zum nächsten Agenda-Punkt weiter. Sind ein bisschen im Verzug mit der Zeit. Bitte um Verzeihung, wir werden dann die Pitches ein bisschen später beginnen. Auch der Hinweis an alle Speakerinnen und Speaker, die vielleicht noch bei uns in den Calls warten. Jetzt wechseln wir von der Startup-Perspektive zum Thema in die Perspektive Mittelstand und Familienunternehmen und haben da wirklich ein bombastisches Panel zu diesem Thema zusammengestellt. Zunächst einmal die Professorin Nadine Kammerlander, Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Nadine, hallo, servus. Hallo, grüß dich. Dann ist mit uns Dr. Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer, die sehr viele Themen im Bereich der Nachfolge bearbeitet und viel Erfahrung in dem Bereich hat. Herr Dr. Umfahrer, grüß Gott. Ja, grüß Gott, schönen Nachmittag, schön, dass ich dabei sein kann. Dann ist mit uns Eugen B. Rus, Geschäftsführer von Rus Media Equity Partners, kommt aus einem ja, wirklich Paradebeispiel, ein Mittelständler Medienunternehmen aus Österreich, das sich wie kein anderer wahrscheinlich digitalisiert. Und wir sind gespannt auf die Strategien, wieso und warum. Eugen, servus. Freut mich sehr, dir. Danke sehr. Und last but not least, Sina Trinkwalder, CEO von Manomama, Autoren, Investoren, viral durchgegangen durch die deutschen Medien und TV-Stationen. Unsere Sprecherin und Stammgästin Sina, servus, super, dass du da bist. Hallo, liebe Grüße nach Wien. Gerald, du bist schon bei mir im Studio und ich darf dich auch in diese Runde einladen. Ein ganz spannendes Thema, Nadine, vielleicht beginne ich bei dir. Das Thema Familienunternehmen sagt ja schon viel aus, Unternehmen innerhalb einer Familie. Was macht sie eigentlich aus? Vielleicht beginnen wir mit diesem Thema. Die denken ja, höre ich immer wieder, viel langfristiger, viel nachhaltiger. Was macht diese Unternehmen aus? Ja, es sind ein paar Dinge, die diese Familienunternehmen ausmachen. Zum einen ist es die Langfristigkeit. Anders als bei den großen Konzernen plant man häufig nicht in Quartalen oder in einem oder zwei Jahren, sondern hat die Brille von 5 oder 10 Jahren. Ich hatte auch mal mit Familienunternehmern gesprochen, die sagten, wir planen für die nächsten 30 Jahre, für die nächste Generation. Und daraus ergeben sich natürlich auch einige Konsequenzen, was beispielsweise Nachhaltigkeit anbetrifft. Aber auch die potenzielle Schnelligkeit der Familienunternehmen ist etwas ganz Besonderes. Denn wenn jemand an der Spitze steht und das sein oder ihr Unternehmen ist, dann kann der oder diejenige natürlich auch ganz anders entscheiden, als das ein angestellter Manager in einem Konzern machen kann, der eigentlich immer nur die Profite der Shareholder am Ende maximieren muss. Und über diese beiden Alleinstellungsmerkmale stellen wir fest, dass Familienunternehmen in vielen Dingen anders funktionieren als andere Unternehmen. Jetzt hast du schon gesagt, das Thema Nachfolge, was passiert dann, wenn plötzlich keine Nachfolge da ist? Wir hören ja immer wieder von diesen Situationen, Tobias Kohlmann hat einleitend gesagt, ich glaube in den nächsten Jahren folgen 50.000 oder über 50.000 Nachfolgesituationen in Deutschland, die zu lösen sind. Was passiert in diesen Fällen? Ja, also wir haben jedes Jahr diese 5-stellige Zahl an Unternehmen, die einen Nachfolger sucht. Das kann man sich auch ganz einfach ausrechnen. Nach 25 Jahren in etwa braucht jedes Unternehmen einen Nachfolger. Die familieninterne Nachfolge ist tatsächlich die beliebteste Form. Also wir haben viele Unternehmer gefragt in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in Österreich, die alle sagten, naja, eigentlich wollen wir es an die Kinder übergeben. Wir stellen fest, dass das in etwa 50% der Fälle gelingt, Tendenz ein Stückchen sinken, weil viele Kinder sagen, sie möchten doch was anderes machen, teilweise auch sie trauen sich es nicht zu oder ganz großer Grund nicht auf der Provinz, wo das Familienunternehmen angesiedelt ist, bleiben möchten. Und dann fängt das große Suchen nach einer Nachfolge an. Und
Wir haben das letztes Jahr mal analysiert. Viele suchen dann nach einem strategischen Investor, nach einem Wettbewerber, der einsteigen kann. Aber das ist immer mit Bauchschmerzen verbunden, denn da besteht die große Angst, dass der Name des Unternehmens verloren geht, dass Mitarbeiter, dass Mitarbeitern gekündigt wird. Und das wollen viele Mittelständler nicht. Insofern, einige versuchen das an Mitarbeitende weiterzugeben. Das funktioniert in manchen, aber nicht in allzu vielen Fällen. Und dann bleibt eben noch die von vorhin schon von Tobias angesprochene Variante, das Ganze an einen Externen weiterzugeben. Man nennt das ein MBI, Management Buy-in. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten war da immer die Schwierigkeit, diese Person auch zu finden, Punkt eins, und dann das Ganze zu finanzieren. Wir sind da noch nicht da, wo wir sein wollen, stellen aber fest, dass sich bei beiden Punkten etwas tut. So gibt es immer mehr Plattformen, beispielsweise von den IHKs, von den Big Four Auditors, aber auch ein Startup von einem unserer Alumni, Karl Finance, die so eine Plattform bieten, dass sich Verkäufer und Käufer finden von mittelständischen Unternehmen, sodass die Nachfolge dann gewährleistet ist. Was das Thema Finanzierung anbetrifft, sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Tobias hatte vorher schon verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Wir sehen hier, wenn wir über den großen Teich gucken, dass es eine wunderbare Möglichkeit gibt, solche Übernahmen zu finanzieren. Das nennt sich Search Funds. Das sind quasi Funds, die aufgesetzt sind, beispielsweise von Family Offices, von allen möglichen Investoren, die dazu dienen, eben nicht dieses Startup auf der grünen Wiese zu finanzieren, sondern Startup oder Entrepreneur, also unternehmerische Tätigkeit von denen zu finanzieren, die bestehende Unternehmen übernehmen und dann fit für die Zukunft machen und zu digitalisieren. Mein letzter Stand ist, dass es in Deutschland dazu nur 6 Search Funds gibt. Ich weiß aber von der Beobachtung der Universitätslandschaft, dass da im Moment einiges im Überlegen und im Mache ist, sodass die Hoffnung ist, dass wir, wenn wir uns in 3 Jahren zu dem Thema wieder unterhalten, da ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten haben. Eugen, die Rus Media ist eine führende Mediengruppe aus Vorarlberg in Österreich, aber mit Beteiligungen in halb Europa, würde ich sagen. Und ihr habt eine Unit gegründet, die du leitest, die Rus Media Equity Partners, wo die Rus Media 100 Millionen Euro investiert, um in neue Geschäftsmodelle, neue Startups zu investieren. Vielleicht kannst du uns ganz kurz auch diese Strategie schildern und dann werde ich dich noch was fragen. Die Nadine hat nämlich die Management Buy-ins erwähnt und ihr finanziert aber auch die sogenannten Management Buy-outs, wenn es um die Mittelständler geht. Aber vielleicht kurz zu eurer DNA, wieso diese Investitionen in die Startups und in die Digitalisierung? Ja, also was wir machen, ist, wir investieren in Online-Nischen-Marktplätze und SaaS-Unternehmen und das in Dach und in Zentral- und Osteuropa. Ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir eher reifere Unternehmen kaufen, die sind alle profitabel und da zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen. Entstanden ist das Ganze, ist ein typisches Medienunternehmen, hat 3 Standbeine. Das erste ist das Publizistische, das zweite ist ein Marketing-Agenturwesen und das dritte sind eigentlich die Marktplätze, die aus den klassischen Stellenanzeigen, Auto und Immo gewachsen sind. Und wir haben die Equity Partner aus einem Verbund, der eigentlich organisch über die Zeit gewachsen ist in verschiedenen Ländern, wo wir ursprünglich auch ein publizistisches Angebot noch hatten, gegründet und wachsen seitdem mit einem klaren Fokus auf Online-Marktplätze und Nischen-SaaS-Unternehmen. Und das Thema Management Buyout, wenn es um die Finanzierung geht, ich fand das Thema Management Buy-in und die Finanzierung dessen spannend, aber es gibt ja Situationen, wo das Management im Sinne einer Nachfolgeregelung sagt, wenn es keine Nachfolge gibt, dann übernehmen wir das. Und sowas finanziert sie auch. Das finanzieren wir auch. Also es gibt durchaus reifere Unternehmen, wo der ursprüngliche Gründer oder Besitzer austreten will, das Management oftmals das Alter zwischen 30 und 45 ist und mit eigenem Geld selbst hineingeht, aber das eigene Geld reicht nicht aus und das fördern wir sehr stark, also wir hebeln das und wir stemmen noch den restlichen Kapitalbedarf. Also wir hatten gerade in Frankreich eine Transaktion von einem Online-Dating-Portal, wo der Gründer war Ende 50, wollte raus, der derzeitige Geschäftsführer wollte sich einkaufen und hat sich dann dort mit einem, also
wir sagen immer, wir wollen typische, wir wollen Skin in the Game von mindestens 10%, also mindestens zweistellig, besser 20%. Und der Allen, der Geschäftsführer, hat sich dort mit einem niedrig zweistelligen Betrag beteiligt, den wir stark gehebelt hatten. Dr. Umfahrer, die Notariatskammer begleitet das Thema Nachfolge seit Jahren. Letztes Jahr, glaube ich, eine sehr intensive Roadshow in Österreich organisiert. Sie sehen insofern sehr, sehr viele Fälle. Einerseits gibt es rechtliche Aspekte dessen, die mich natürlich interessieren, aber natürlich sehen Sie auch viel Menschliches, viele Familiengeschichten. Was sind so Ihre Erfahrungen? Wo drückt der Schuh? Auf was muss man hier aufpassen? Ich glaube, vielleicht nur einleitend auch gesagt, weil ich vorher auch schon zugehört habe bei den Startups. Hier in Österreich, glaube ich, können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir ein Rückgrat der Wirtschaft haben in diesen gesund gewachsenen, reiferen Unternehmen, so wie sie jetzt auch der Herr Russ genannt hat, entwickelte Unternehmen, die wirklich das Rückgrat der Wirtschaft darstellen. Das sind vielfach Familienbetriebe. Und diese Familienbetriebe, die sind ausgezeichnet genau durch diese positiven Eigenschaften, die die Frau Kammerlander auch vorhin geschildert hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man das auch in dieser ganz allgemeinen Diskussion betont, wie wichtig diese Betriebe für den Wirtschaftsstandort hier in Österreich sind. Und wir haben genauso wie in Deutschland, vielleicht ein bisschen eine geringere Zahl, aber wir haben derzeit eben auch jedes Jahr sehr, sehr viele fünfstellige Anzahlen von Betrieben, die zur Übernahme anstehen. Und das wirkliche Problem ist, dass eigentlich der Zeitfaktor vielfach unterschätzt wird, weil eine Unternehmensübergabe innerhalb der Familie, gerade dort, wo auch sehr viel Emotion mitspielt, etwas ist, was man immer wieder hinausschiebt und dann fehlt häufig die Zeit, um diese Unternehmensübergabe auch wirklich so gestalten zu können, dass sie dann erfolgreich ist. Was sind die wesentlichen Dinge, die wir beobachten? Also ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, dass der Prozess von Anfang an und so früh wie möglich professionell begleitet wird. Da ist auf jeden Fall notwendig, dass ein Rechtsberater beispielsweise in der Person eines Notars, der ja häufig eine ganze Generation begleitet und daher auch das entsprechende Vertrauen besitzt. Dann der Steuerberater, der auf jeden Fall dabei sein sollte. Und es gibt dann manchmal auch noch Familienberater oder nahestehende Personen, die auch einschlägig den Betrieb, die Branche sehr, sehr gut kennen, die auch einbezogen werden sollten in einen solchen Prozess. Und der Prozess muss einmal damit beginnen, dass man mal weiß, wer ist überhaupt aus der Familie in der Lage und bereit, diesen Betrieb zu unternehmen. Das ist überhaupt, das klingt zwar sehr banal, aber das ist ein wichtiger Prozess und eine erste Entscheidung. Denn wir beobachten jetzt auch, und das ist auch etwas, was die Frau Kammerlander zumindest angedeutet hat, dass die Bereitschaft, einen Betrieb zu übernehmen, aus der Familie heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und wir jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend feststellen, dass die externen Übergaben, also sprich die Verkäufe nach außen, in tendenziell zunehmen gegenüber den Familienunternehmen. Die Übernahme dann in weiterer Folge muss so gestaltet werden, dass man in der Familie einen richtigen Zeitplan, einen Kompetenzplan macht, dass man die Gesellschaftsverträge entsprechend so abstimmt, dass über den Zeitraum der Unternehmensübergabe, und das können durchaus einmal 5 Jahre sein, verschiedene Meilensteine festlegt und bei diesen Meilensteinen dann, jetzt einmal ganz, ganz global gesprochen, der Übernehmer immer stärker in den Betrieb hineinwächst. Und gleichzeitig, und das ist mindestens genauso wichtig, der Übergeber oder die Übergeber sich aus dem Betrieb zurücknehmen. Und wir müssen im Rahmen der rechtlichen Begleitung sicherstellen, dass wir durch entsprechende Vertragswerke, durch Rahmenvereinbarungen, durch gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen genau diesen Prozess so begleiten, wie ich ihn jetzt beschrieben habe. Und Frau Kammerlander hat auch vollkommen richtig gesagt, auch wenn der Prozess gut aufgesetzt ist, wir haben es mit Menschen zu tun, wir haben es mit Dingen zu tun, wo man nicht in die Zukunft schauen kann. Man kann das bestmöglich vorbereiten und auch begleiten. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass eine solche Unternehmensübergabe erfolgreich ist. Ich selbst habe in meiner Praxis, und ich mache das sehr, sehr häufig, diese Begleitung von Unternehmensübergaben,
sowohl positive Situationen erlebt, wo ich es vorher nicht gedacht hätte, und auch umgekehrt. Nadine, du hast besonders bejahend genickt sozusagen in dem Moment, wo Dr. Umfahrer gesagt hat, dass auch geregelt werden soll, wann sich die Generation, die übergibt, aus dem Unternehmen sozusagen zurückzieht. Gibt es da Erfahrungswerte? Ist das das besonders heikle Moment in der Nachfolge? Ja, in der Tat. Also wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angeguckt haben, wie Innovation in Familienunternehmen nach der Nachfolge aussieht. Kurzen Augenblick, mein Kleiner ist gerade hier durch die Tür reingekommen und wir haben festgestellt, dass die Familienunternehmen, bei denen der Senior noch viel Macht hatte, also beispielsweise noch das Büro neben dem Übernehmer hatte oder noch 40 Stunden pro Woche im Unternehmen gearbeitet hat oder im Beirat oder Aufsichtsrat tätig war, dass in diesen Unternehmen die Innovation in den 3 Jahren nach der Nachfolge deutlich niedriger war als in den Unternehmen, wo der Senior oder die Seniorin sich zurückgelehnt hat und dem Nachfolger oder der Nachfolgerin wirklich die Freiheit auch gelassen hat. Das heißt, das ist ein ganz sensibler Moment, der dann auch die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellt, in der man sich dann quasi herauskristallisiert, ob beispielsweise der Schritt in die Digitalisierung gelingen kann oder eben auch nicht. Und das ist natürlich auch insofern mit Vorsicht zu betrachten, da der Senior oder die Seniorin durch ein Mentoring und durch eine gute Kommunikation wahnsinnig viel dem Nachfolger oder der Nachfolgerin mitgeben kann. Auf der anderen Seite, wenn das allerdings zu viel ist, wird Innovation blockiert. Deswegen ist diese Zeit der Zusammenarbeit, die es da gegebenenfalls auch gibt, eine ganz schwierige oder sensible. Und ich habe auch mit einigen, wir haben ja heute gesagt, das Wort Scheitern nehmen wir nicht mehr, jetzt muss ich überlegen, wie ich es anders ausdrücke, mit potenziellen externen Nachfolgekandidaten gesprochen, die dann doch nicht zur Nachfolge gekommen sind. Und zwar deswegen, weil sie festgestellt haben, in der Zeit, in der sie mit dem Verkäufer zusammengearbeitet haben, dass dieser einfach nicht loslassen konnte und keine Veränderungen zugelassen hat. Und man dann zu dem Schluss gekommen ist, es macht vielleicht doch keinen Sinn, dieses Unternehmen an die entsprechende Person zu verkaufen, weil einfach die Einstellungen auch zu wie viel Innovation, wie viel Neuerung, wie viel Wandel ist möglich, zu unterschiedlich sind. Dr. Umfahrer hat kurz genickt. Sind das auch Ihre Beobachtungen bei den Fällen, wo es nicht klappt aus Ihrer Praxis? Ja, absolut. Es wird sogar versprochen, dass man sich als Übergeber, als Übergeberin zurückzieht. Wir haben das sogar festgeschrieben in Verträgen und Vereinbarungen. Das ist natürlich dann letztlich nicht klagbar und auch nicht vollziehbar, wenn das menschliche Verhalten nicht stimmt. Und tatsächlich scheitern dann Unternehmensübergaben genau an diesem Punkt, dass der Übergeber zu wenig auslässt. Ja. Sina, welche Relevanz hat dieses Thema für Startups, wenn wir da eine Brücke schlagen, und inwiefern sind Sie kompatibel vielleicht als Partner bzw. Als Übernahmekandidaten für die Familienunternehmen, über die wir jetzt sprechen? Ich wollte gerade schon fast lachen und sagen, am besten sind Startups dafür, dass man den alten, eingesessenen mittelständischen Unternehmern, die dann übergeben sollen, einfach einen Spielplatz geben sollte, eine neue, gerne auch ein Start-up, dann sind sie beschäftigt, ja, und dann kann die Nachfolge besser vonstatten gehen. Ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist und es ist auch sehr, sehr diffizil, ganz generell, ich möchte da bitte noch einmal einhaken, welcher Bereich überhaupt nicht beleuchtet wurde, war auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiter eines Unternehmens, manchmal auch vom Seniorchef nicht loslassen können, wenn der Junior da ist. Ja? Ich darf da ein schönes Beispiel bringen, einer meiner besten Freunde, Rechtsanwalt und Steuerberater, der das Unternehmen seines Vaters übernommen hat, hat sie nicht drum gerissen, aber hat halt dann gedacht, komm, setz dich auf meinen Rechtsanwalt und Steuerberater drauf und übernehme die Unternehmung meines Vaters mit über 50 Mitarbeitern. Der ist schier gescheitert, und zwar er. Ja? Warum? Weil die Mitarbeiter des Unternehmens seines Vaters alle auch schon in einem Alter waren, wo da auch keine Erneuerung da war, dass nämlich Digitalisierung daran schier komplett gescheitert ist. Weil es dann immer hieß, mit was kommst du eigentlich? Bei deinem Vater war das viel einfacher. Bei deinem Vater, also auch das kann wirklich jemanden
zum Aufgeben bringen. Insofern glaube ich, gibt es ganz viele Facetten, die wir, wenn wir ein Unternehmen in neue Hände geben oder geben müssen, im Blick haben sollten. Ich glaube, das ist ein wichtiger... Und insofern, da wieder anfänglich zu starten, Startups wären eigentlich am besten für Unternehmer, die nicht ganz loslassen können, schöne neue Spielwiese, dann geht's wieder. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und na, ich glaube, du hast aber mehrere wichtige Punkte gemacht. Einen davon würde ich noch einmal verstärken, weil Tobias Kohlmann in seinem Einstieg das auch gesagt hat. Ja, die Übernahme ist die eine Komponente, aber das heißt ja nicht, dass die bestehenden bzw. die Übernahme und mit der Übernahme verbundene Innovation und Digitalisierung der Unternehmen heißt aber nicht, dass ich bis dorthin nichts machen muss, weil genauso, was du sagst, es wird die Übernahme nicht attraktiv genug für die nächste Generation, wenn ich schon jetzt nicht beginne, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ist in Wahrheit genau dieselbe Message von dir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe es in allen meinen Unternehmen so, dass wenn ihr meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragt, werden die sagen, naja, ohne Sina läuft es ganz gut und mit ihr läuft es besser. Und das ist ein gesundes Maß an Präsenz, an Vor-Ort-Führung, an auch an Chefsein, weil oft sitzen ja auch gerade Mittelständler diesem Paradigma auf, wenn ich nicht in der Firma bin, dann läuft da nichts. Das ist eine Katastrophe, ja. Und das nehmen die ja fast mit ins Grab, wobei wir auch festhalten dürfen, Unternehmer sterben nicht oder Unternehmer gehen nicht in Rente, die sterben. Also das kriegst du aus denen schier nicht mehr raus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich von Tag 1, aber da tun die neuen Generationen auch viel, von Tag 1 sich auch klar zu machen, ja, ich habe eine Führungsverantwortung, ich bin Unternehmer, mir gehört ein Unternehmen oder ich verantworte es in gewissen Teilen, aber ich bin nicht unersetzlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man sich das reflektiert und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es auch nicht ganz so schwer, eine neue Generation, sei es, ob es die eigene Brut ist oder nicht, ranzulassen. Ja? Und ich glaube, es ist auch ein anderer Punkt noch wichtig, dieses krampfhafte, mein Bub muss das mal übernehmen. Also mein Sohn ist 16 Jahre alt. Der hätte jetzt sogar aus 7, 8 Firmen die Auswahl, was er denn gerne machen wird. Aber er sagt mir halt auch ganz klar, Mama, das ist dein Ding. Ja? Lass mich erst mal mein Ding machen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man keinen Druck in der Generation danach aufbaut, weil mit Druck war noch nie was gut. Ja? Und ohne Überzeugung etwas in wessen Fußstapfen zu steigen, bringt auch nichts. Und das Zweite ist auch, dass die Wunschvorstellungen von Eltern ganz gerne reinprojiziert werden. Und es kann durchaus vorkommen, man mag es nicht für möglich halten, aber dass ein Unternehmer sogar einen Nachwuchs hat, der keine unternehmerischen Talente hat, ist nicht dramatisch, ist völlig okay. Eugen, es sind total viele spannende Punkte und ich habe heute schon mehrmals gehört, es ist eher zunehmend so, dass die jüngere Generation nicht übernehmen möchte und die Nadine hat auch, beziehungsweise Sina hat auch etwas Spannendes gesagt, das ist mein Ding. Du hast ja in deinem Leben, in deiner Karriere schon viele, viele Dinge gemacht, die dein Ding waren, was in weltweit führenden Consulting-Unternehmen tätiger Startups gegründet, die Marktführer sind im europäischen Bereich, was in Berlin Geschäftsführer und Co-Founder und trotzdem jetzt in Familienunternehmen eine Position übernommen. Was hat es attraktiv für dich gemacht, jetzt auch angelehnt an diese Ausführungen? Wieso hast du dich dann trotzdem dazu entschieden, hier ordentlich Gas zu geben im Familienunternehmen? Ja, also ich glaube ganz ehrlich, das beschäftigt jeden Übernehmer quasi das Thema, das jeden verfolgt ist. Hätte ich es auch geschafft, wenn ich es selbst gemacht hätte. Und ich glaube, das verfolgt jeden bis in einem gewissen Grad. Was für mich attraktiv war, da war, dass schon viel Fundament da war. Und viel wurde ja schon erwähnt. Wir hatten auch eine professionelle externe Begleitung in Anspruch genommen für die Nachfolgeregelung. Das Nächste, was wichtig war bei uns, ist, dass es ganz klar geregelt ist, wie es vonstatten geht. Und ich glaube, da treffen zwei Perspektiven aufeinander. Die der Person, die das übergibt und der Person, die das übernimmt. Glaube, da müssen beide Seiten bis zu einem gewissen Grad kompromissbereit sein. Und im Endeffekt fand man, also für meine Seite kann ich sagen, eine attraktive Lösung, wo ich gesagt habe, das ist ein spannendes Thema. Und das würde ich gerne machen. Kann man sich ein Stück weit die ganze Situation auch als familieninterne Verhandlung vorstellen oder was sind das für Dynamiken, die damit hineinspielen? Ich kann aus meiner Perspektive das wahrscheinlich besser erklären, aber da kommen zwei Perspektiven aufeinander, wo die eine sagt,
die eine Person das aufgebaut hat, über die letzten, sage ich jetzt mal, 30, 40 Jahre geführt hat und sehr gut gemacht hat und dann immer in der Position war, viel zu bestimmen und dann kommt eine neue Person hin, die kein Mitarbeiter ist, sondern mit eigenen Ideen und auch den Anspruch hat, eigene Ideen durchzusetzen und durchsetzen zu wollen. Und ich glaube, das ist einfach ein Konflikt oder ein potenzielles Konfliktkonstrukt, das es von beiden Seiten zu bewältigen gibt. Und Herr Dr. Umfahrer, wie ist es in diesen Situationen, wenn es dann um Verträge geht? Ist das etwas, was man als ein bisschen einen Fremdkörper im Familienleben empfindet? Oder wie tastet man sich da richtig heran, damit das auch eine entsprechende Ordnung hat? Haben Sie da Empfehlungen einfach, weil da so viel Menschliches da hineinspielt in diese Situation hinein? Ich möchte vielleicht noch vorhin anschließen, weil es so gut gepasst hat, was der Herr Russ jetzt gesagt hat. Diese Frage, wie alt auf jung trifft, die verschiedenen Vorstellungen. Der Übergeber hat das Unternehmen jahrzehntelang geführt. Der Übernehmer hat neue Ideen, möchte neue Dinge umsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt, und das gehört dann natürlich auch in den Verträgen, so entsprechend festgeschrieben ist, dass man die Kompetenzen so klar abtrennt, dass auch völlig klar ist, was kann der Junge machen, was kann er tun. Ich möchte ein praktisches Beispiel geben aus meiner Praxis, wo wir eine sehr erfolgreiche Übernahme dann letztlich geschafft haben. Der Vater hat in einer Branche verschiedene Teilbetriebe in verschiedenen selbstständigen GmbHs geführt. Und in den Gesprächen ist herausgekommen, dass für einen bestimmten Teilbetrieb in einer bestimmten GmbH eigentlich die Übernehmerin, das war eine Frau, geeignet wäre und man sich das auch in Zukunft hätte vorstellen können, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn das sozusagen auch selbstständig geführt wird, dieser Betrieb, und nicht unter einheitlicher Führung des Vaters letztlich der Holding gestanden ist. Und wir haben dann vereinbart und das auch letztlich umgesetzt, dass in dieser GmbH schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt die Tochter dann die volle Verantwortung übernommen hat und dadurch die Möglichkeit gehabt hat, über den eigenen Rechtsträger, über die eigene GmbH mehr oder weniger ihre eigenen Ideen und Vorstellungen schon zu einem frühzeitigen Zeitpunkt umzusetzen und auch gegenüber dem Vater hier schon eine gewisse Eigenständigkeit zu haben. Also das heißt, diese Abgrenzung, diese Kompetenzabgrenzung ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie geht man damit um, dass man dann plötzlich sagt, nee, jetzt brauchen wir da Verträge und so weiter. Also ich habe das bis jetzt natürlich immer erlebt, dass die Beteiligten sagen, ja, das machen wir uns irgendwie aus und das werden wir festlegen. Und ich muss dann eigentlich immer darauf bestehen und dringen, nicht weil ich nur da bin und sage, es muss alles niedergeschrieben werden, sondern weil ich auch zutiefst davon überzeugt bin, dass das Niederschreiben und dass dann das letztlich Beschäftigen damit und das Identifizieren mit dem Inhalt einer solchen Urkunde ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist dafür, dass man dann auch dazu steht. Wenn man sich ganz anders damit beschäftigt, wenn man das dann liest, wenn man sagt, stimmt die Formulierung, ist das eigentlich wirklich so ausgemacht, dass man noch einmal checkt und dann wirklich erst zur Unterschrift kommt, als wenn man das einfach in einem Gespräch so locker festlegt. Also mit anderen Worten, diese Verschriftlichung ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil und eine ganz wesentliche Erfolgskomponente. Eugen, vielleicht kurz gefragt, wie viele Beteiligungen hat jetzt die Russ Media Gruppe mittlerweile? Bin ich mit circa 30, 40 richtig oder wo liegt sie in die digitalen neuen Geschäftsmodelle? Also unter der Equity Partner sind 12 Mehrheitsbeteiligungen, nochmal weitere 10 Minderheitsbeteiligungen. So, jetzt auch Richtung Nadine und Richtung Sina. Ist jetzt ein Unternehmen, anscheinend ist das ein Attraktivitätsfaktor auch für den Eugen gewesen, er übernimmt ein Unternehmen, das mit vielen Startups schon zusammenarbeitet und viele neue investieren wird. Ist das etwas, was man den Mittelständlern schon früher sagen müsste? Und Frage 1, Nadine, wieso passiert das nicht schon früher heute? Wieso investiert Mittelstand noch viel zu wenig in die Startups? Vielleicht starten wir damit und dann schließe ich noch bei Nadine mit dieser Frage an. Sina. Bei mir? Ja. Ja. Ja, ich kann mich da, wie gesagt, wirklich nur noch mal wiederholen. Ein mittelständischer Unternehmer muss sich sehr frühzeitig damit auseinandersetzen, dass er nicht über das ewige Leben verfügt. Und
je schneller das macht und je früher er das macht und mit welch größere Freude er es macht, umso einfacher wird es dann letztendlich auch. Ja? Und ich glaube, es kommt dann auch eine höhere Erfolgsquote raus bei der Übergabe letzten Endes. Wenn ein mittelständisches Unternehmen von einem Unternehmer insofern geführt ist, dass er von vornherein sagt, okay, ich baue das Ding jetzt auf, ich habe das eine gewisse Weile, 15 Jahre, dann kommt ja normalerweise sowieso der Punkt, das Thema hatten wir ja beim letzten Mal schon, wir müssen wieder was Neues machen. Ich brauche hier ein Startup innerhalb meines Unternehmens. Ich brauche was von außen. Da muss wieder was passieren, sonst rosten wir alle ein. Und wenn er diesen Zeitpunkt auch gleichzeitig nehmen kann, zu sagen, Mensch, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich schwöre auch meine Mitarbeiter darauf ein. Da gibt es auch andere Leute, die gute Ideen haben. Vielleicht kommt auch aus der Belegschaft der eine oder andere, der sagt, du, ich fände das auch mal gar nicht so schlecht. Also ich bin zwar nicht dein Sohn oder deine Tochter, aber lass uns doch mal ein Bier gehen. Also da entstehen unheimlich viele Möglichkeiten, die man auf der Strecke lässt, wenn man gleichsam patriarchisch seinen Stiefel durchzieht, bis ja die 66 dann mir erzählt, da gäbe es noch was anderes. Das heißt, Nadine, abschließend, gezielte Investments in Startups auch ein Attraktivitätsfaktor für die Unternehmensnachfolge. Geht das auch aus den Studien heraus? Ja. Absolut, ja. Also wir haben noch viel zu oft dieses Bild und sehen das auch viel zu oft noch in der Realität. Eine Familie, ein Unternehmen. Aber eigentlich ist das oft gar nicht mehr zeitgemäß, sondern das, was Sina jetzt auch beschrieben hat, trifft vielmehr den Idealzustand. Es gibt eine Familie, die unternehmerisch tätig ist, mit ganz unterschiedlichen Personen und Individuen, die vielleicht größere mittelständische Unternehmen hat, aber auch Startup-Beteiligung, die alle miteinander Synergien haben können. Und da ergeben sich dann auch ganz neue Chancen, auch für die Probleme, die wir vorher angesprochen haben. Sina meinte vorher, ja, eigentlich muss man dem Unternehmer, der in Rente geht, wieder ein Startup geben. Und ganz oft sehen wir genau das, dass beispielsweise dann die 70 Jahre alten, 80 Jahre alten Unternehmer plötzlich zum Beispiel ein NGO gründen oder irgendein Non-Profit gründen, um sich irgendwie den Lebenstraum auch zu verwirklichen, oder dass dann Cousin oder eine Schwester vielleicht irgendwo sagt, in dem Unternehmen, bisher fühle ich mich nicht wohl, dafür gehe ich ins Immobiliengeschäft, und dass man einfach der Familie auch diese Freiheiten lässt, selber unternehmerisch tätig zu sein, aber vielleicht auch außerhalb vom Familienunternehmen. Und da kann auch sehr, sehr viel Gutes passieren, insbesondere auch für die Digitalisierung. Super, vielen, vielen Dank. Vielleicht an dieser Stelle, Nadine, noch ganz kurz ein Hinweis zu deiner wissenschaftlichen Studie, die wir gemeinsam auf dieser Roadshow aufsetzen. Und ich darf alle einladen, da teilzunehmen, zu beantworten und unsere Regie bitten, den QR-Code einzublenden, damit jeder und jede hier auch entsprechend mitstimmen kann. Bitte einfach Smartphone zur Hand nehmen und den Fragebogen ausfüllen. Wir werden dann mit Ergebnissen, Nadine, was haben wir mit Ergebnissen vor? Vielleicht noch kurz die Frage an dich, was passiert mit dieser Studie? Ja, also wir sind erstmal ganz gespannt, bei dieser und auch bei den nächsten Veranstaltungen die Antworten zu sammeln. Also erstmal keine Angst, das ist keine der üblichen, unglaublich langen wissenschaftlichen Studien. Die machen wir auch oft, aber nicht an dieser Stelle, sondern das ist wirklich eine kurze Umfrage, wo wir von Ihnen wissen möchten, je nachdem, ob Sie aus einem Startup kommen oder aus dem Mittelstand kommen, wie Sie denn bis jetzt schon mit Startups zusammenarbeiten, wie Ihre Einschätzung ist. Denn wir wissen zwar schon ganz viel über Startups und Mittelstand, aber wir möchten eigentlich noch mehr darüber wissen, wie so die aktuelle Gemütslage und Einschätzung ist. Wir sammeln diese Ergebnisse jetzt über die nächsten Wochen auch und werden die dann sicherlich entweder bei einer der letzten Veranstaltungen oder im Nachgang dann auch veröffentlichen, mit Ihnen teilen. Und im besten Fall ist das natürlich dann die Ausgangslage für wieder neue Veranstaltungen und Formate. Großartig. Vielen, vielen Dank. Und ich sehe, Gerald und Bernhard haben wieder die Awards bzw. Unterurkunden auf die Tische gelegt. Noch schnelle zeremonielle Hinweise. Ja, genau. Also ihr wisst mittlerweile, wir haben unsere Sina ist Stammgast. Und die Sina ist ja nicht nur Stammgast, sondern die Sina ist ja dafür bekannt, dass sie auch mal poltert. Und die Sina ist vor allem eine sensationelle Unternehmerin. Sie hat jetzt auch dem Gerald das Nähen beigebracht. Die hatte letzte Woche ein Gespräch, einen Talk. Ich glaube, ob das so sinnvoll war, das werden wir sehen, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die Sina gesagt, hat mich richtig gut angestellt. Also ich richtig jetzt? Gut, ja. Hat sie okay, gesagt. Das muss sie auch wahrscheinlich sagen, weil... Nee, du weißt, die Sina sagt es, wenn es anders okay, ist. Sehr gut. Und liebe Nadine, für deine Mitarbeit und dass du uns so stark unterstützt,
unterstützt, auch mit deinem Institut und der WHU und natürlich auch mit der Studie, wollen wir ganz herzlich Danke sagen. Und ja, es ist großartig, dass wir mit dem Club mittlerweile viele Unternehmer schon bei uns haben, aber es ist natürlich umso schöner, dass wir euch beide ganz herzlich als unsere sozusagen Ehrenunternehmer mit aufnehmen möchten. Und dafür herzlichen Dank und nochmal, ich freue mich auf die nächsten Shows und persönlich dann, dass wir euch beide mit dabei haben. Ich habe gedacht, ich nehme die Urkunde mit, Sina, aber am nächsten NAECOS 2.0, da machen wir dann weiter, habe ich gedacht. Gehen wir dann an Sacco, machen wir. Gut, danke vielmals auch an das Panel für ihre Zeit, für diese wirklich, wirklich spannenden Inputs und Insights. Danke fürs Dabeisein und tschüss. Wiedersehen. Wir machen jetzt aus dem Studio weiter, aus dem Haus der Industrie in Wien. Danke an die Industriellen Vereinigung für dieses Hosting. Und ich darf jetzt zu mir auf die Bühne einladen, den Bernhard Bachleitner, Direktor von Austrian Business Agency Invest in Austria. Bernhard, servus. Du bist Direktor bei der ABA Invest in Österreich, Experte für die Beratung für deutsche Unternehmen, die in Österreich eine Niederlassung oder ein Tochterunternehmen gründen wollen. Vielleicht ein kurzer Pitch zunächst zu ABA, damit wir das richtig einordnen können. Also einen schönen Nachmittag einmal von meiner Seite. Erstens möchte ich euch nicht nur zu der guten Veranstaltung gratulieren, sondern auch zu der tollen Location und finde das eigentlich ein bisschen schade, dass Sie das zu Hause an den Bildschirmen oder in den Büros, in den Bildschirmen, die Atmosphäre, die hier herrscht, gar nicht so mitbekommen. Es ist wirklich großartig hier und ich möchte euch einmal gratulieren zu diesem tollen Event. Zur Austrian Business Agency Invest in Austria kann ich sagen, das ist die Standardagentur. Wir sind die Betriebsansiedlungsagentur der Republik Österreich. Wir stehen im Auftrag der Bundesregierung und unsere Aufgabe ist es, Unternehmen aus der ganzen Welt für den Gedanken der Internationalisierung zu begeistern und hier zu unterstützen und zu begleiten auf dem Weg nach Österreich und dann hier in Österreich behilflich zu sein bei allem, was mit so einer Unternehmensgründung verbunden ist. Und das betrifft natürlich alle Formen von Unternehmen und natürlich auch Startups. Startups, Mittelständler, Großunternehmen, Konzerne, aber für uns sind auch die kleinen und mittleren Unternehmen genauso wichtig. Und die schnell wachsen, davon haben wir mittlerweile viele zu bieten in Österreich auch. Ein gelungener Startup wird ja irgendwann zum Scale-Up. Vielleicht ein Blick auf diesen Segment. Sind Sie in Österreich willkommen? Finden Sie da gutes Environment? Was kann die aber auch für diesen Segment tun, wenn Sie sich ansiedeln wollen bei uns in Wien zum Beispiel? Also Sie sind natürlich herzlich willkommen und es freut mich auch, dass bei so einer Veranstaltung wie eurer nicht nur über Startups in der ersten Gründungsphase gesprochen wird, sondern auch über Scale-Ups, weil das oft so ein bisschen aus den Augen verloren wird. Man glaubt immer, die Startups am Anfang, das ist die große Hürde und wenn man das geschafft hat, dann ist es vorbei. Und das ist aber nicht so, weil die Scale-Ups unter einem sehr großen Druck stehen. Die haben in der Regel Investoren im Hintergrund, die auf einen Exit es anlegen. Und aus dem Thema heraus stehen die unter einem großen Erfolgsdruck, aber auch unter einem großen Zeitdruck. Und das ist genau der Moment, wo wir auch behilflich sind, weil sie eben hier in dieser Phase Wachstum generieren müssen und sich fokussieren müssen auf das Wesentliche, weil sie einfach weniger Zeit haben als andere Unternehmen bei dem Thema Internationalisierung. Und wenn die jetzt wachsen müssen, dann bietet es sich an zu internationalisieren und Internationalisierung heißt in der Regel Markterschließung. Und genau da setzen wir an. Das heißt, wir helfen den Scale-up, damit es sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wir machen ihm den Rücken frei, nehmen ihm die ganze Bürokratie und Administration ab. Wir helfen bei der Personalsuche, wir helfen bei der Gründung des Unternehmens, aber wir helfen auch vertriebsunterstützend. Wir helfen wirklich in all diesen Phasen, so dass eben dieses Scale-up genau das erreicht, was es will. Es will wachsen, es will Firmenwert generieren, es will diesen Exit machen. Jetzt machst du mir schon Lust fürs Bewerben. Gilt das auch für österreichische Startups oder muss ich ein deutscher Startup sein, um sich da anzumelden? Also wir betreuen ausländische Startups, deutsche Startups und Startups, die aus der ganzen Welt kommen.
die österreichischen Startups werden von der Wirtschaftskammer betreut, also rein österreichische. Wir sind als Austrian Business Agency eigentlich so das Pendant zur Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer begleitet österreichische Unternehmen hinaus und wir begleiten ausländische Unternehmen herein nach Österreich. Du hast schon gesagt, wir senden heute aus dem Haus der Wirtschaft, Industriellen Vereinigung in Wien. Wien gilt als die Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit nach vielen Umfragen. Tut die Stadt Wien speziell auch für die Startup? Was ist Wien speziell auch ein guter Standort für Scale-Ups, für Startups, für die Mittelständler vielleicht? Also erstens einmal bietet Wien ein gutes Umfeld, ja, und es ist eine gute Atmosphäre, Startups sind willkommen und man hat hier einfach Spaß, also wenn man will, hat man viel Spaß hier in Wien. Es ist ein gutes Umfeld und die Stadt Wien hat eine gute Agentur, die Wirtschaftsagentur Wien oder die Vienna Business Agency, unterstützt hier in allen Themen der Gründung, gemeinsam mit der Austrian Business Agency natürlich, und betreut diese Startups, hat Landesförderungen, die eine gute Kombination mit den Bundesförderungen auch darstellen. Die Stadt Wien hat zum Beispiel auch diese Welcome Packages, die sehr gut angenommen werden. Und dann in Kombination mit dem Austrian Wirtschaftsservice, also immer diese Kombination aus Landesförderung und Bundesförderung, ist attraktiv über das Austrian Wirtschaftsservice. Das Austrian Wirtschaftsservice fördert aber nicht nur jetzt monetär, sondern zum Beispiel auch mit dem AWS Connect. Das ist eine sehr interessante Matching-Plattform. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die die Stadt Wien macht. Und worauf ich an dieser Stelle auch hinweisen möchte, ist, dass die Stadt Wien jetzt, also nicht in Fortsetzung, aber jetzt im Anschluss an eure Veranstaltung in einer Woche auch eine ganz tolle Start-up-Veranstaltung macht, nämlich das Vienna Up. Es finden alle unter dem Link www.viennaup.com. Und das ist der größte dezentrale Start-up, das größte dezentrale Start-up-Festival, das es je gegeben hat. Und 40 Mitveranstalter veranstalten hier eine ganze Reihe von ganz tollen Events. Also es beginnt genau heute in einer Woche, am 27. April und geht bis zum 12. Mai. Ein Event davon dürfen wir auch als Broadcasten veranstalten. Sie sind natürlich gerne dabei, um die Wiener Startup- und Innovationsszene hier zu zeigen. Ich möchte noch kurz unseren Messestand bewerben, weil das, glaube ich, heute noch ein bisschen kurz gekommen ist. Also es sind ganz tolle Messestände auch hier. Und wir haben unsere Experten am Messestand, die Isabella, die Birgit und auch der Daniel Gladig von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir haben diesen Messestand gemeinsam. Und es gibt zu all den Themen, die ich jetzt so ganz kurz nur angerissen habe, die Möglichkeit, auf dem Messestand hier auch ins Gespräch zu kommen. Die Messestände öffnen wir dann anschließend. Da gibt es eine Stunde noch Zeit nach der Veranstaltung für die Messestände, für die Besucher. Ganz wichtig, viele Partner und Veranstalter sind dort. Und natürlich auch ihr für alle möglichen Fragen. Wo kann man sich sonst an euch wenden? Vielleicht nur kurz die E-Mail oder Homepage. Am einfachsten ist www.investinaustria.at. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für diese Ausführungen und für diese Partnerschaft. Wirklich großartige Arbeit, die ihr da leistet. Denn es ist ja auch ein Thema gewesen, wie wir zusammengekommen sind. Und nur durch die Expertise und das Mitwirken sind wir auch heute indirekt, sage ich jetzt mal, in Wien. Und das freut uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Also es freut mich auch, dass Salzab eines der Startups ist, das internationalisiert. Vielen lieben Dank, Bernhard. Super. Danke auch. Großartig. Und wir machen weiter mit Best Practices, das kennt ihr schon vom letzten Mal. Wir haben jetzt Beispiele zum Thema Finanzierung und Innovationsförderung und ich darf vorstellen, Susanne Hahn, Managing Partner bei 1886 Ventures. Susanne, hallo, servus. Ich schaue kurz in Richtung Regie. Die Susanne ist, glaube ich, noch nicht da. Ich mache einfach weiter. Doch, ich bin da. Doch, du bist da. So, jetzt sehen wir dich. Sorry. Kurz, ich habe dich kurz nicht gehabt. Christian Mohr, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist bei Unternehmertum. Christian, servus. Dann ist mit uns Markus Anding, Co-Founder und Partner bei Excubate GmbH. Servus, Markus. Hallo, guten Abend. Und last but not least, Chris Wittlinger, Principal bei Rus Media Equity Partners. Chris, servus. Servus, hallo.
Ach Chris, du bist ja da im Studio. Also das war jetzt gar nicht vorgespielt, sondern tatsächlich nicht gewusst, dass du da bist. Super Runde. Ich würde, Susanne, vielleicht mit dir beginnen. Ich habe gelesen, dass du im Beirat der Investitionsinitiative Invest BW des Landes Baden-Württemberg bist. Warum machst du das und was ist dort genau deine Aufgabe? Ja, die Landesregierung von Baden-Württemberg will die Innovationslandschaft fördern in der Region. Und in dem Zuge wurde ich gefragt vom Wirtschaftsministerium, ob ich da nicht in den Beirat möchte. Und die Aufgabe ist einfach zu beurteilen, wenn Investitionsanträge reinkommen, Innovationsanträge nach unterschiedlichen Kriterien und wo man denn unterstützen sollte. Worauf achtet ihr da besonders bei den Investitionen? Bei der Vergabe gibt es da Schwerpunkte auch, die du jetzt nennen kannst, überblicksweise? Klar, da gibt es eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Bewertungskriterien. Also zum Beispiel natürlich das Produkt hinsichtlich Produktvorteile oder auch wenn es ein Service ist, was hat der Kunde da für Nutzen? Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Lässt es sich skalieren? Wie ist die Innovationsart? Oder auch eben die Umsetzungswahrscheinlichkeit spielen natürlich eine Rolle. Dann guckt man sich nochmal die Wettbewerbssituation an. Also in Summe kann man sagen, es sind ökonomische, selbstverständlich, aber auch ökologische und soziale Themen, worauf es ankommt. Insgesamt sind es 32 Kriterien und ganz unterschiedliche Faktoren. Cool. Chris, machen wir einen Schwenk ins Studio. Du bist ein kurzer Disclaimer. Unser Investitionsmanager Rusmedia ist bei uns mitbeteiligt und du bist derjenige, dankenswerterweise, der uns da wirklich sensationell dabei begleitet. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden dich ein, um ein bisschen über die Investitionen und Finanzierungen der Startups mit dir zu plaudern. Ich habe da viel gesehen, viele Projekte, die du machst. Eugen B. Rus, den wir davor im Panel hatten, hat schon über zum Beispiel eine Management-Buyout-Finanzierung besprochen. Vielleicht kannst du uns da ein paar Details erklären, wie sowas funktioniert und wie kann man in den Genuss so einer Management-Buyout-Finanzierung durch Rusmedia kommen? Gerne. Ja, also gerade das konkrete Beispiel, was der Eugen vorhin genannt hat, war ein Management-Buyout in Frankreich. Da bin ich ehrlich, das war für uns eine ziemlich komfortable Situation, weil erstens das Management war schon da. Also da hat der Gründer, der an Ruhestand gedacht hat, daran gedacht hat, das Unternehmen zu veräußern, hat schon einen Manager reingeholt, der quasi als Nachfolger da prädestiniert war oder angedacht war. Und dann ist er quasi auf die Suche nach Investoren gegangen und das ist für uns die beste Situation, weil dann müssen wir keine neuen Manager suchen, sondern der war schon da. Und dann haben wir uns mit dem zusammengesetzt und entschieden gemeinsam, was ist die Strategie, wie soll es weitergehen, wie kann das ausschauen, auch was für finanzielle Möglichkeiten hat der Gründer. Ja, der ist, ich glaube, 29, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, er ist 29, das heißt, da waren jetzt auch keine Unsummen da. Und wir haben uns zusammengesetzt und uns überlegt, wie können wir ein Paket schnüren, was für uns als Investoren gut ist, wie können wir ihm auch helfen, können wir Mentorin zur Seite stellen, dass er das dann auch packt und wie wird das für ihn eine interessante Geschichte. Vielleicht noch kurz, ich glaube, du hast dich so ein paar Dinge überlegt zum Thema, wie finanziert man, wie kommen die Startups dann auch richtig an die Fundings, was ist da die Empfehlung? Es schreiben mir zum Beispiel oft die Startups und sagen, hey, hilft mir, was ist meine Bewertung, ich brauche Geld, ich will ein Investment sozusagen aufnehmen und wo bewertet man sich, wie geht man das an? Und ich schicke normalerweise die Leute dann zu Chris und sage, du, hoffentlich nimmt sich die Chris ein paar Minuten für dich Zeit und erklärt dir das, insofern vielleicht Chris so ein kurz gepackter, kompakter Kurs, Funding für Startups, auf was achtet man da? Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, als erstes ist es wichtig, dass man sich als Startup mal hinsetzt und ehrlich zu sich selber ist, weil die meisten Geschäftsmodelle sind eigentlich für externe Investoren zunächst mal nicht geeignet. Ja? Weil wir reden immer von Startups und wir denken an die Unicorns, an die Tiermobilities, an die IPOs und SPACs, aber die Wahrheit ist, 99% aller Startups werden, wenn sie gut sind, vielleicht mal digitale Mittelständler und dann in 15 Jahren von uns gekauft. Das heißt, das Erste ist ehrlich zu sich selber sein, bin ich überhaupt dafür geeignet, jetzt am Anfang Investitionen aufzunehmen? Weil, hat immer Konsequenzen. Erstens, das Eigenkapital ist was wert. Du weißt es, wenn man sich externe Investoren reinholt, dann heißt das, da gibt es Leute, die wollen mitreden und die wollen mitbestimmen, wie es weitergeht mit dem Unternehmen. Das muss man sich auch klar machen, dass da dann andere Leute mitreden und man nicht mehr 100% Herr über seine eigenen Geschicke ist. Und das Zweite ist, setzt das dann natürlich auch erstmal einen unter Druck. Ja, weil man hat dann
Kapital, das will eingesetzt werden. Das heißt, man braucht einen Plan, was will ich damit eigentlich machen? Und man muss ja irgendwie dann auch wachsen. Und deshalb finde ich grundsätzlich ist immer die beste Idee, so wie es der Brutkasten gemacht zu haben, nämlich erstmal, soweit es geht, ohne externes Funding auszukommen, profitabel zu wirtschaften, nämlich indem einem Kunden Umsätze geben. Das heißt, die Kunden finanzieren das Wachstum des Unternehmens. Dann habe ich Product Market Fit. Dann wie der Brutkasten erstmal noch ein paar Förderungen einsammeln, solange die Anträge nicht zu kompliziert sind und nicht zu viel Zeit brauchen. Und dann externe Investoren reinholen, wenn man einen Grund dafür hat und wenn man einen Plan dafür hat und wenn man weiß, was man machen will. Und beim Brutkasten war es eben so, da war es eine Akquisition in Deutschland. Wir haben das Starting Up zusammen gekauft. Da gab es einen klaren Business Case dafür und dann hat man gerne als Investor da nochmal Geld reingegeben und gesagt, jawohl, wir machen das gemeinsam. Ich glaube, da war dann auch für dich irgendwo der Value Add als Investor klar, weil wir irgendwie das Know-how auch hatten, wie wir die Transaktion durchführen können, praktisch gesehen. Ja, und am letzten Endes haben wir uns dann noch eine großzügige Double Equity Finanzierung gesucht und konnten so das Investment auch noch hebeln. Deshalb ist das für mich eigentlich der beste Use Case für so ein durchschnittliches Startup. Okay, cool. Danke vielmals. Christian, auch Mittelstand ist ein ganz spannender Investor in die Startups, weiß ich nicht zuletzt durch die Grow Roadshow und durch alle Mittelständler, die wir da kennenlernen durften. Was sind da deine Erfahrungen? Investieren die? Was ist der finanzielle Beitrag des Mittelstandes in die Startups? Da habt ihr, glaube ich, einige Erfolgsbeispiele. Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben. Ich glaube, um mal die Vorredner aufzugreifen, erstmal grüß Gott aus München. Ich glaube, noch viel zu wenig wird da getan seitens des Mittelstands. Es gibt allererste, glaube ich, Rollenmodelle, die das über verschiedenste Wege sehr gut machen. Wir hatten ja vorhin gerade hier auch im Panel schon den einen oder anderen eben auch Nachfolger, Nachfolgerin, die erzählt hat, eben auch, wie sie das selber machen, über ein Vehikel zum Beispiel. Aber ich glaube, gerade für den klassischen Mittelständler ist da noch viel Lernpotenzial da, weil einfach noch die Distanz zwischen der Startup-Denke und was Nadine auch, glaube ich, in einer Studie beschrieben hat, der Risikoaversion von einem Mittelständler und auch das Risikoverständnis von den Mittelständlern maximal auseinanderweicht eben auch. Und ich glaube, deswegen ist da noch sehr viel Potenzial da. Und was wir eben erleben ist, wie wichtig es ist, eben da auch, ich nenne es mal ganz vereinfacht, zu übersetzen, weil viele Begriffe mittlerweile eben salonfähig sind, zumindest mal in unserem geschlossenen Kreis hier, aber eben nicht für den Mittelständler, die Mittelständlerin, die halt mit anderen Themen im operativen Tagesgeschäft beschäftigt sind. Und ich glaube, deswegen ist umso wichtiger, dass eben viele, ob jetzt über Konferenzen, Expertinnen und Experten, aber auch Gründungszentren, wie wir es sind, eben dann weitergleisten, einfach da als Übersetzer Brücken zu schlagen zwischen beiden Welten. Wie unterstützt ihr konkret vielleicht ein paar Erfolgsbeispiele, die du schildern kannst? Ja, also bei uns gibt es ja verschiedenste Wege, wie ein Mittelständler sich bei uns mit Startups eben verbinden kann. Ich nehme mal den einfachsten Weg, er investiert in unseren Venture Capital Fonds. Das ist relativ trivial in Anführungszeichen, das ist eine Investmententscheidung, macht die Sinn, macht die keinen Sinn und dann geht man eine Ehe ein über 7 bis 10 Jahre und ist gebunden. Hat dadurch natürlich auch Zugang eben zu einem Startup-Ökosystem, was glaube ich, man nicht verkennen darf, also sowohl eben der Investment-Gedanke steht im Vordergrund, als auch eben der Zugang zum Ökosystem. Dann als zweite Möglichkeit gibt es eben die Beteiligung über Accelerator-Programme. Als Beispiel haben wir einen bei uns im Haus mit Tech Founders, wo eben ein mittelständisches Unternehmen eben gezielt zu einer Problemstellung eben mit Startups gemeinsam eben Piloten entwickeln können, mit dem Anspruch dann auch natürlich Investment-ready zu werden. Oder das Ganze eben auf einer Projektbasis zu machen. Also sehr verschiedene Wege eben auch, hängt aber davon ab, wie reif der Unternehmer, die Unternehmerin ist und was auch das Ziel ist, was verfolgt wird. Markus, welche Erfolgsmodelle haben sich bei euch bewährt? Da gibt es auch einiges, was ihr schon gesehen habt, vielleicht abstrahiert betrachtet. Was waren so die Best Practices? Also Erfolgsmodelle, vielleicht kann ich da von 3 Beispielen sprechen. Ein Beispiel als Erfolgsmodell ist, wenn wir mit einem Konzern zusammen oder mit einem bestehenden KMU zusammen ein Unternehmen gründen, bei dem die Idee entweder von innen oder von außen kommt und das Gründungsteam gegebenenfalls auch von uns mitgebracht wird. Wir gründen oft solche Dinge mit unseren Mittelstandskunden zusammen, quasi wo aus dem Kunden heraus, aus dem Konzern heraus, aus der Fähigkeit heraus, was Neues entstehen kann, unter einem sehr starken Startup-Aspekt mit Startup-Methoden und im Grunde an der Stelle auch durch Funding von der Konzernperspektive. Zweiter Aspekt oder zweites Beispiel ist letzten Endes ein eigengegründetes Startup, wo wir als Excubate mit einem Gründer zusammen eine Idee umsetzen, Kapital zum Teil auch von außen einsammeln, auf kleinerer Sparflamme typischerweise mit Wandeldarlehensmodellen und dann von Excubate so ein Stück weit
Funding auch ein Stück weit mit reinkommt, beziehungsweise unsere Kollegen im Consultant das Venture mit Hilfe aufzubauen, ein Gründungsteam, letzten Endes das ganze Modell mit versucht aufzubauen. Das sind so die typischen Modelle. Was wir auch machen, ist gemeinsam mit Unternehmen tatsächlich Ventures gründen oder Ventures aus den Unternehmen heraus aufsetzen, bei denen es zum Teil auch ein externes Funding nochmal von Venture Capitalisten gibt. Das sind das größere Beteiligungsmodelle. Die sind aber im Moment relativ schwer noch umsetzbar, weil insbesondere auch die kulturelle Thematik, die häufig auch schon angesprochen wurde jetzt heute, zwischen Venture Capitalists und bestehenden Unternehmen relativ schwierig auszugleichen ist. Susanne, vielleicht nehmen wir abschließend noch die ganz Großen mit. Du warst ja 14 Jahre lang im Corporate Innovation Umfeld tätig, Mercedes-Benz Innovationsbereich Lab 1886 mit aufgebaut, bevor ihr euch als 1886 Ventures selbstständig gemacht habt. Was waren da so die wesentlichen Learnings, die uns vielleicht auch für den Mittelstand und Startups relevant erscheinen können? Ja, also im Lab 1886, da sind, würde ich sagen, ganz, ganz tolle Ideen entstanden und neue Technologien und Produkte, auch natürlich in der Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen. Und wir haben uns dann Ende 2019 intensiv mit der bevorstehenden Kommerzialisierungsphase beschäftigt. Und unsere Einsicht, also wir haben ja 14 Jahre Erfahrung in dem ganzen Thema Business Innovation jetzt für den Automobilkonzern, ist, dass der größte Teil von den Unternehmensinnovationen innerhalb der späten Skalierungs- und Wachstumsphase scheitert. Es gibt einfach viel zu langwierige Prozesse und Leitlinien und Vorschriften. Und natürlich gibt es auch eine M&A-Abteilung und eine Legal-Abteilung. Und das ist auch richtig so. Das ist absolut richtig so. Und das brauchen Großkonzerne. Aber die Unterschiedlichkeit des Geschäftes, also neues Geschäft aufbauen zu wollen und Kerngeschäft, bestehendes, umsatzträchtiges Kerngeschäft, auf der anderen Seite zu strukturieren, sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das behindert natürlich auch die Venture-Finanzierung. Und dann haben wir uns ein Setup überlegt, wie sowas denn stattfinden könnte. Und daraus ist die 1886 Ventures entstanden. Großartig. Danke euch allen für diese Einblicke. Wir sind mit der Zeit ein bisschen im Verzug, deswegen muss ich auf den Gaspedal bleiben. Chris, danke für deinen Besuch ins Studio und wirklich wertvolle Inputs. Danke auch, liebe Speaker, die virtuell zugeschaltet sind. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir machen mit einer politischen Einschätzung weiter und ich darf Herrn Wolfgang Bosbach zu mir auf die Bühne bitten, einer unserer Stammspeaker bei dieser Roadshow, immer ehrlich, immer straightforward, immer offen und extrem spannende Einschätzungen, die er hat, wirklich ein prominenter Politiker, der sich da auch seine Zeit und sein Know-how und Wissen in unserer Roadshow zur Verfügung stellt. Herr Bosbach, grüß Gott. Wir hören ihn jetzt noch nicht zugeschalten. Ich blicke in Richtung unserer Regie. Vielleicht warten wir noch ein bisschen ab. Jetzt ist er da, Herr Bosbach. Ja, wunderbar. Entschuldigung. Ja, schöne Grüße aus dem republikanisch verfassten Rheinland in die KOK-Metropole Wien. Da wird man ja gleich neidisch, wenn man diese Pracht sieht. Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Und der Bernhard Schindler will den sozusagen Ball gleich aufgreifen. Ja, ich will den Ball nicht aufgreifen. Ich will einfach nur sagen, lieber Herr Bosbach, servus und guten Abend. Und danke für die klaren Worte die letzten Tage. Ne? Also es war einerseits Bild, andererseits Plassberg. Hat mich fasziniert, dass es einen Menschen noch gibt, ne, der wenigstens Klartext spricht. Das muss ich an der Stelle sagen. Ja, das kommt, glaube ich, vom ganzen vielen Team. Vielen Dank für die Blumen. Ein bisschen weniger Aufregung wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich habe ja jetzt in 49 Jahren politischer Arbeit einiges erlebt. Wunderschöne Erlebnisse, Ereignisse, großartige Wahlerfolge, bittere Stunden und die letzten Tage, das waren doch eher bittere Erlebnisse. Naja, das ist etwas wahrscheinlich, was wir heute auch nicht einfach ignorieren können, die aktuellen Themen aus Deutschland, und Sie sind der perfekte Mann, wissen wir auch aus der ersten Roadshow, wirklich klare, offene Ansagen, sehr, sehr spannende Insights, die Sie uns da bieten. Was heißen diese Kanzlersituationen oder Kandidatensituationen aus Deutschland für die Startups, für die Innovation, für die Wirtschaft in Deutschland? Was ist Ihre Prognose, auf was steuert man dazu? Zunächst einmal hoffe ich sehr, dass wir jetzt uns von den Personalthemen verabschieden können. Sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die Union haben ihre Entscheidungen über die Spitzenkandidaturen getroffen. Das können wir jetzt mal abhaken. Und jetzt sollte es eigentlich um die Inhalte gehen. Um die Inhalte, um die Sachfragen, da geht es ja um die Lösung von Problemen. Natürlich steht im Moment immer noch das Thema Pandemie ganz oben auf der politischen Tagesordnung.
Aber je schneller wir die Fortschritte machen, wenn wir den Impfturbo anwerfen, umso mehr werden andere Probleme in den Mittelpunkt des Interesses treten. Und da ist ganz zentral die Frage, was müssen wir wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, steuerpolitisch tun, damit wir nach der Pandemie möglichst rasch wieder zur alten Wirtschaftskraft zurückkehren. Wir dürfen nie vergessen, dass es zwei große Denkschulen gibt. Die eine Denkschule sagt, Wohlstand erreichen wir am besten durch Umverteilung. Neue Steuern, höhere Steuern, sowohl auf nationaler als auch ganz neu im Angebot, auf EU-Ebene, die ja auch ein Steuerfindungsrecht bekommen soll. Nicht meiner Meinung nach, aber andere sind da unterwegs. Und das andere Denkmodell ist Wohlstand durch Arbeit, durch Fleiß, durch Innovation. Und schon sind wir beim Thema. Es ist ja schon interessant zu beobachten, wenn Sie an die Tafel schreiben, zum Beispiel eine Schultafel, Ende des Wachstums. Da würden viele Schülerinnen und Schüler unterschreiben, Daumen hoch. Ja, wir können ja nicht immer mehr auf Wachstum setzen, Ressourcenverbrauch und Klimawandel und so weiter und so weiter. Wenn Sie dann drunter schreiben, Ende des Wachstums an sozialen Leistungen, dann werden die gleichen rufen, nein. Das muss immer weitergehen. Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft eines Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Und wir leben in einer Zeit mit dramatischen Veränderungen. Und da spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle, aber auch das Thema Gründergeist. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich sage, der ist gescheitert, dem vertraue ich jetzt nicht mehr, oder ob ich sage, der ist mit seinem Geschäftsmodell gescheitert, aber er hat es wenigstens einmal versucht. Das wäre eher der amerikanische Ansatz. Und deswegen wünsche ich mir zum einen eine politisch-inhaltliche Auseinandersetzung. Wie muss die Politik die Rahmenbedingungen verändern, um Start-ups und jungen Unternehmen, um Venture Capital zu mobilisieren, um, wenn sie so wollen, in die technologische Zukunft zu investieren? Das ist die eine Seite, politische Rahmenbedingungen, aber es gibt auch die gesellschaftspolitische Debatte. Wie, das gilt jetzt nicht nur für junge Menschen, vornehmend für junge Menschen, aber nicht nur. Wie erreichen wir mehr Mut zur Selbstständigkeit, auch Mut zum Risiko, gepaart mit dem Gefahr des Scheiterns? Jeder, der im Sport unterwegs ist, weiß, du kannst auch scheitern, du kannst auch sportliche Ziele nicht erreichen. Wenn man davor Angst hat, geht man nicht in die Arena. Und das gilt im Grunde auch für wirtschaftliche Tätigkeit. Sie haben einen spannenden Punkt genannt. Da würde ich gern kurz nachhaken, das Thema Wachstum. Wir haben vor gefühlt einem Jahr als Brutkasten in Österreich den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern und damals war er auch der Präsident bzw. Parteivorsitzender der österreichischen Sozialdemokratie im Interview gehabt. Und er hat gesagt, wenn man sich gegen Wachstum aussprechen würde, spricht man sich auch gegen persönliche Wachstumsmöglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten von vielen Familien aus. Da ist eine sehr, sehr ähnliche Einschätzung. Allerdings muss man wahrscheinlich unterscheiden, in welchen Bereichen man wächst. Sehen Sie da sozusagen Wachstum als eine Maxime, die bleiben muss, aber schon differenziert betrachtet, wo entwickeln dieses Wachstum? Ist das im Bereich Digitalisierung, Innovation oder nachhaltiges Wirtschaften oder geht Wachstum auf allen Ebenen? Wir werden Bereiche haben, die einfach nicht mehr die wirtschaftliche Kraft, die Prosperität haben, wie in der Vergangenheit. Wir sehen das ja am deutlichsten, jedenfalls bei uns in Deutschland beim Thema Energiewende. Wir steigen aus der klassischen Verstromung aus, Kohleverstromung bis 2038. Das Thema erneuerbare Energien hat mittlerweile eine überragende Bedeutung, die immer größer werden wird. Es geht in erster Linie um qualitatives Wachstum. Es geht nicht beim Thema Wachstum um mehr Ressourcenverbrauch, um einen stärkeren CO2-Abdruck. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir in einer Welt, die sich dramatisch verändert, doch nicht nur bei uns. Wir haben heute auf den internationalen Märkten Konkurrenten. Da hätten wir vor 10, 15 Jahren noch gesagt, das sind Entwicklungsländer, das sind Schwellenländer, die treten heute zu uns in Konkurrenz mit Produkten und Dienstleistungen zu Preisen, die wir gar nicht werden unterbieten können, weil wir kein Niedriglohnland sind, aber mit unserer Qualität. Und da stellt sich die Frage, ob wir auf dem alten Kontinent,
und in der Dachregion in der Lage sind, ebenfalls mit modernen Produkten und Dienstleistungen, mit neuen innovativen Ideen auf die Märkte zu gehen, die wir heute viel schneller erobern müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das wissen doch gerade Start-ups, wie schnell sich die Lage ändern kann, wie rasch technologische Entwicklungen heute sich vollziehen, insbesondere in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Und wenn wir teurer sind als andere, müssen wir besser sein als andere. Wenn wir teurer sind als andere, müssen wir schneller sein als andere. Und dann geht es um die Frage, passen unsere wirtschaftlichen, politischen Rahmenbedingungen zu den Anforderungen junger Unternehmen, neuer Unternehmer oder zu den Gedanken jungen Menschen, die jetzt erstmal ganz neu mit ihren Gedanken an den Start gehen. Würden Sie es dann aber auch unterstreichen, ob jetzt den Zitat richtig im Kopf sozusagen vor Augen bekommen, dass ein Widerspruch bzw. eine Verneinung des Wachstums ein Raub an den Zukunftsperspektiven von vielen Menschen wäre? Ja, denn es geht nicht um Wachstum und um des Wachstums willen, sondern es geht um Wachstum und moderne, innovative Produkte und Dienstleistungen, um die Voraussetzungen zu schaffen, auf Prosperität auf ganz anderen Gebieten. Das ist einmal die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt, eng gekoppelt mit dem Thema Berufsausbildungsplätze. Der Mensch beginnt nicht beim Akademiker, wir müssen auch der beruflichen Bildung eine neue Wertschätzung geben. Das betrifft den Bereich der Sozialpolitik. Gerade der Raum, die Dachregion, hat ja nun ein hohes Maß an sozialer Stabilität, an gesellschaftlicher Festigkeit, das wir der Tatsache verdanken, dass wir Sozialstaaten haben, die dank Wirtschaftskraft dieser Länder in der Lage sind, auch soziale Ungleichheit, so weit wie das geht, in einer differenzierten Gesellschaft auszugleichen. Das gilt für das Thema öffentliche Aufgaben und solide finanziert durch die Wirtschaftskraft. Hier betrifft das Thema öffentliche Ausgaben, dass wir nicht immer weiter die Verschuldung ausdehnen zulasten zukünftiger Generationen. Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern Wachstum ist eine Voraussetzung dafür, dass wir wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität in unseren Ländern behalten. Das eine hängt eng mit dem anderen zusammen. Ganz abschließend, Sie haben gesagt, es braucht mehr Mut zum Risiko. Dieses Mut zum Risiko, kann man das auch regulatorisch adressieren? Heißt das, wir reden oft von Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts, des Insolvenzrechts. Ist das etwas Kulturelles, Mut zum Risiko, oder kann auch die Politik etwas tun, um dieses Mut zum Risiko zu unterstützen? Ja, die Politik kann etwas tun, aber ich bin ganz sicher, so haben Sie es nicht gemeint, aber so sollten wir es auch nicht klingen lassen. Betrug bleibt Betrug. Und Insolvenzverschleppung, das ist kein Kavaliersdelikt, das kann für die Betroffenen sehr, sehr ernste Folgen haben, nicht nur für den Fiskus. Das haben Sie nicht gemeint, aber Kriminalisierung von legalem Verhalten, da werden Sie bei mir auch keine Unterstützung finden. Aber wer das entsprechende Strafrecht ändern möchte, der muss schon sagen, wie. Mir geht es um etwas anderes. Ich habe das im Freundeskreis erlebt. Mein bester Freund seit Jahrzehnten hatte zwei, in Anführungszeichen, grandiose Ideen zeitgleich. Mit der einen Idee ist er kläglich gescheitert. Mit der zweiten Idee ist er zu einem wohlhabenden Mann geworden. Und es gab niemand in unserem Freundeskreis, der dem guten Horst, so heißt er, gesagt hat, hör mal Horst, du bist hier gescheitert, hast einen großen Schuldenberg aufgetürmt. Also du bist jetzt nicht mehr unser Freund, du bist nicht mehr unser Mann, wir verlieren das Vertrauen in dich. Jeder hat gesagt, der hat es wenigstens versucht. Und beim zweiten Mal hat es geklappt. Man kann sich mal mit der Lebensgeschichte des Obi-Gründers, Herrn Maus, beschäftigen. Der hatte auch zunächst, vorsichtig formuliert, erhebliche wirtschaftliche Probleme. Und hat dann die weltweit bekannte Heimwerkerkette Obi gegründet und zu einem wirklichen Erfolg gebracht. Und da haben wir eine etwas andere Kultur als zum Beispiel in den USA. Das gilt übrigens nicht nur für Gründer. Wenn in Deutschland der Zahnarzt einen Porsche fährt, dann sagen viele, zu dem soll ich gehen, damit er sich so ein teures Auto leisten kann, nur weil ich wackelige Zähne habe. In Amerika würde man sagen, oh, der Zahnarzt fährt einen Porsche, teures Auto, muss ein guter Zahnarzt sein, sonst könnte er sich das gar nicht leisten, zu dem gehe ich. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen.
Und deshalb wünsche ich mir in Deutschland oder in der Dachregion ein politisches, ein gesellschaftliches Klima, wo wir nicht auf den mit dem Finger zeigen, der es nicht geschafft hat, sondern wo wir ihn loben, indem wir sagen, er hat es wenigstens versucht. Und wo wir uns dann die Frage stellen, warum ist er gescheitert? Vielleicht waren die Rahmenbedingungen so, dass er es zu diesem Zeitpunkt gar nicht schaffen konnte. Wenn wir den jungen Menschen oder denen, die an den Start gehen, sozusagen schon das Gefühl geben, pass auf, was du machst. Es darf auf keinen Fall sich ein Risiko realisieren. Dann werden wir so eine Art Vollkasko-Mentalität bekommen. Darf auf keinen Fall etwas passieren. Jeder, der mit neuen Produkten, neuen Ideen an den Start geht, weiß, es kann ein Riesenerfolg werden, aber auch eine große Enttäuschung. Das meinte ich vorher, falls ich das akustisch schlecht rübergebracht habe, mit Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts, wenn es vielleicht um diese Scheitern-Themen geht. Aber natürlich dort, wo gegen Gesetze verstoßen wird, da gibt es natürlich keine. Nein, die Frage ist immer, das ist ja die Entscheidung, jetzt kommt natürlich der Volljurist bei mir zum Vorschein, die Frage ist immer, muss das, was mit Strafe bedroht ist, muss das mit Strafe bedroht bleiben? Richtig. Oder ist das eine Verhaltensweise, wie man sagen kann, wenn gegen diese Regel verstoßen wird, muss nicht unbedingt Strafrecht in Gang gesetzt werden? Und da müsste man sich zum Beispiel auch zivilrechtliche Folgen haben. Und da müsste man sich wahrscheinlich einige Bestimmungen ansehen, ob sie noch immer zeitgemäß sind und die Schutzbedürfnisse und Anfordernisse noch immer erfüllen, die sie vielleicht vor 50 oder mehr Jahren erfüllt haben. Ja, und da muss man eben dann die wenn Sie so wollen, rechtlich-gesellschaftliche Debatte führen über das Thema Entkriminalisierung. Aber solange die Regeln so sind, wie sie sind, müssen sie von allen beachtet werden. Das stimmt. In diesem Sinne haben wir auch noch eine kleine Überraschung für Sie. Ich blicke Richtung Bernhard, der schon sehnsüchtig darauf wartet, auch Ihnen die Urkunde zu verleihen. Es bin ja nicht nur ich, sondern es ist ja Gerold und ich oder wir drei eigentlich. Aber die steht bei dir, ja, genau. Aber die Urkunde steht bei mir. Lieber Wolfgang Bosbach, an der Stelle auch erstens ein herzliches Dankeschön und in Bayern sagt man in Österreich, vergelt's Gott für die Mitwirkung als Stammgast. Und ich weiß, Sie mussten so einiges ertragen, hier ein bisschen Zeitverschub und da und dort. Aber ich bin überzeugt davon, die vielen Teilnehmer, die wir heute dabei haben, haben sich trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut, dass Sie zu uns gesprochen haben, wieder Klartext gesprochen haben. Wir freuen uns schon auf die Schweiz und auf die nächsten Shows. Und wir dürfen Sie ganz herzlich bei uns im Unternehmerclub auszeichnen, in dem Fall auch mit einer Urkunde. Wir erlauben uns diese natürlich dann persönlich oder per Post zu überschicken. Wir schauen vielleicht in Iserlohn, ne? In dem Fall auch Honorary Member in unserem Entrepreneurs Club. Lieber Gerold, das war auch ein persönlicher Wunsch von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ganz herzlichen Dank, lieber Wolfgang Bosbach an der Stelle und ganz liebe Grüße nach Bergisch Gladbach. Ich bedanke mich nicht nur für die Urkunde, ich bedanke mich vor allen Dingen für den Gedanken, der hinter der Verleihung der Urkunde steht und bei allen, die uns zusehen und die uns zuhören, für die Treue zu diesem Format. Ich hoffe, dass Sie auch viele Anregungen, Ideen mitnehmen, die dann später zu einer erfolgreichen Realisierung führen. Davon gehen wir aus und bin überzeugt, im Namen von Dian und von lieber Gerold, von dir nochmal herzlichen Dank zu sagen, dass Sie uns hier begleiten und noch viele spannende Einblicke geben werden. Ich hoffe, dass das, was ich gerade gelesen habe, was die Union betrifft, wir haben es gerade mitbekommen, ne, über den Presseticker, dass die Zahlen wieder nach oben gehen nach dieser, wie Sie schon richtig heute gesagt haben, gestern aber auch bei Plasberg, diese Odyssee vorbei ist und es weiter nach vorne geht. Gut, Herr Bosbach, vielen, vielen Dank. Alles Gute, wir sehen uns in der Schweiz. Danke vielmals. 11. Mai in der Schweiz. Bitte auch um die Verzeihung an unser Publikum. Wir haben heute ein paar zeremonielle Punkte mit eingefügt, spontan und ein bisschen unseren zeitlichen Rahmen gesprengt. Die Startup-Pitches beginnen gleich. Wir haben noch einen Punkt. Wir wollen auch viel, möglichst viel sozusagen Content liefern und wirklich Top-Speakerinnen und Speaker viel Value auch in dieser Hinsicht, Erfahrungen und Know-how weitergeben. Und natürlich geht es bei der Grow darum, den Mittelstand mit den Startups zusammenzubringen. Und um das einmal noch zu bekräftigen, wollen wir immer wieder Erfolgsbeispiele vor unsere Kameras holen. Und heute Zusammenarbeit zwischen Biogena und Markta. Stefan Klingelmeier ist bei uns Member of Management Board bei Biogena Unternehmensgruppe, ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Salzburg, Wien und Freilassing, entwickelt und produziert und vermarktet hochwertige Mikronährstoffprodukte nach dem Reinsubstanzprinzip Made in Austria, ein Marktführer international, ein wirklich Vorzeigeunternehmen mit mehreren Startup-Beteiligungen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Stefan, herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Vielen Dank. Hallo nach Wien. Und mit uns ist Theresa Imre, Founderin und CEO von Markta. Markta ist Österreichs erster digitaler Bauernmarkt, der regionale Lebensmittelproduzent und Direktvermarkter mit Menschen zusammenbringt, die auf der Suche nach hochwertigen und regionalen Produkten sind. Unlängst vor ein paar Tagen eine Mega-Investment-Meldung kommuniziert. Wirklich tolle, tolle Wachstumsgeschichte. Theresa, super, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Heute haben wir euch beide in anderen Rollen. Wir haben mit Theresa schon viele Interviews geführt zu verschiedensten Themen. Heute geht es um die Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und den Startups. Was macht ihr da gemeinsam? Wie geht Stefan Biogena in dieser Zusammenarbeit um? Ich habe schon genannt, mehrere Startup-Beteiligungen von eurer Seite und was konkret passiert mit der Markta? Zum einen vielleicht grundsätzlich auch zu beleuchten, wie wir bei Biogena das Thema Startup-Beteiligungen an sich sehen. Wir sehen eine Startup-Beteiligung zum einen immer, dass es zu unserem Umfeld passen muss. Das heißt, wir wählen die Startups wohl überlegt aus, dass sie aus den Bereichen Ernährung, Nachhaltigkeit, Klimawandel, CO2-Reduzierung etc., dass es zu uns passt. Das heißt, dass wir inhaltlich in unserem Kontext zu uns passende Startups finden. Und zum Zweiten ist für uns ganz wichtig, eine Prämisse zu verfolgen. Wir gehen keine Cash-Investments, wir verfolgen keine Exit-Strategie, sondern wir wollen uns als Entwicklungspartner sehen bei einem Startup. Wir wollen Sparringspartner sein, wir wollen uns einbringen können, wir wollen mitwirken. Egal, ob es mal gut, ob es mal schlechter läuft, wir wollen letztendlich ein offenes Ohr haben und auch versuchen, eine gestalterische Ebene mit reinzubringen. Wir haben das in verschiedenen spannenden Feldern bereits ganz gut bewerkstelligen können, sei es Startups wie Neo, wie Rebel Meat, wie Zirp, wie Inoko, um nur eine zu nennen. Und als jüngstes Thema, brandaktuell jetzt mit dabei, die Theresa von Markta. Dass jetzt die Tage ja sehr gut auch durch euch, lieber Dejan, in der Presse kommuniziert wurde, weil es auch zu uns passt, weil es auch alle wichtigen Elemente, die wir verfolgen, die uns wichtig sind, widerspiegelt. Und das ist, wie gesagt, auf den Punkt gebracht, dass es uns wichtig ist und das macht für uns den Erfolg unserer Startup-Beteiligungen aus. Theresa, wir versuchen bei dieser Roadshow immer wieder Startup-Investments durch den Mittelstand zu kommunizieren und den Mittelstand als einen sehr attraktiven Investor für die Startups zu präsentieren. War mir auch nicht so bewusst, vor einem halben Jahr, da ist Geld da, das investiert werden will in die Innovation. Wieso hast du dich da für den Mittelstand entschieden und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich finde es ein ganz spannendes Thema, jetzt gerade im Falle von Markta auf die optimale Finanzierungssituation zu schauen und eben auch darüber zu sprechen. Weil im Endeffekt sind wir nicht das Hyper-Growth-Startup, weil wir im Endeffekt ein System haben, was vor allem zu fairen und transparenten Prozessen für die österreichischen Kleinbauern führen soll. Das heißt, bewusst auch jene professionalisieren und mit an der Hand nehmen, die vielleicht eben noch nicht den Zugang zum großen Markt haben. Dadurch haben wir vielleicht in manchen Bereichen eben einen anderen Ansatz, als wenn es jetzt nur ein digitales und einfacher skalierbares Geschäftsmodell wäre. Bei uns ist es wirklich die Mission zur Nachhaltigkeit und zu einem Systemwandel im Lebensmittelbereich wirklich in unseren, sozusagen, das ist einer der ersten Punkte, worauf wir beim Markt einfach auch wirklich hinweisen wollen. Und das unterscheidet sich natürlich von einer ganz klassischen Venture Capital Strategie. Dadurch habe ich mit Markt jetzt auch wirklich mir gut Zeit genommen und habe es ganz spannend gefunden, auch in vorherigen Diskussionen. Ich habe mir auch wirklich jetzt über die letzten 4 Jahre eigentlich diese Zeit ganz bewusst genommen, eben auch um genau die richtigen Partner für die Weitergabe der Marktanteile zu finden, die das Ganze einfach wirklich in der Grundfeste verstehen, worum es geht und diese Mission mit uns tragen, anstatt nur zu sagen, wir brauchen Quick Money, damit wir möglichst schnell das Ganze aufblasen können oder aufziehen können. Also ich habe da sicher einen auch teilweise kritischen Blick auf manche sozusagen klassischen Finanzierungsstrukturen, die einfach im österreichischen Bereich einfach auch nicht anders vorhanden sind. Wir haben da ein Thema, dass das Social Entrepreneurship noch viel zu wenig verstanden wird von den klassischen Investoren und natürlich auch von Banken, die das Ganze oftmals dann natürlich auch unterstützen und leveragen müssen. Und da bin ich einfach wirklich begeistert, was für eine Offenheit und auch Innovationsfreunde wir da eben im Mittelstand und gerade bei Biogena jetzt auch wirklich gefunden haben. Weil es für mich strategisch sinnvoll ist, jetzt auch nicht Markta unter einem großen strategischen Partner. Wir hatten da sicher auch ein paar Überlegungen da drinnen zu verstehen, sondern eben wirklich mit Unternehmen zu wachsen, die das auch selber schon diesen Weg, wie wir gegangen sind. Wir haben jetzt neben Biogena eben auch die Gründer von Karriere.at drinnen, beziehungsweise genauso auch einen Logistiker mit
von Gebrüder Weiß Logistik. Das heißt, im Endeffekt merkt man, mir geht es da jetzt wirklich auch um Smart Money und nicht nur zu sagen, wo komme ich zur schnellsten Finanzierung, sondern zu den richtigen Leuten. Ja, großartige Ausführungen und Insights. Stefan, auf der anderen Seite sind ja diese Startups, so nehme ich mal an, auch eine gute Innovationsquelle für euch, für einen Mittelständler, der sehr, sehr erfolgreich ist, aber sich auch weiterentwickeln möchte entlang der Digitalisierungsmöglichkeiten. Ist das ein Teil der Unternehmensstrategie oder ist das ein Spaßprogramm, das man sich leistet? Nein, absolut richtig. Also wir sind Innovation steht an einem hohen Stellenwert bei uns und steht an vorderster Stelle. Aber natürlich, wie jeder Mittelständler, wir wachsen organisch in unserem Kerngeschäft. Und wie immer, wenn man mal jenseits der 350 Mitarbeiter sich bewegt, geht es um Organisationen, um Strukturen, um etablierte Modelle. Und man muss sehr achtsam sein, dass Innovation nicht verloren geht. Von dem Blickwinkel her ist natürlich die Beteiligung und das reine Beschäftigen mit Startups einfach ein guter Antrieb für uns, ein gutes Vehikel, um auch den Blick von außen wieder reinzubekommen. Und wie gesagt, wir bis hin zum Gründer Albert Zündbauer, also auch wir vom Management, beteiligen uns aktiv in diesen Startup-Beteiligungen und tragen das auch ins Unternehmen rein, um auch permanent an Innovation dran zu bleiben. Und nicht zuletzt haben wir auch selber uns dafür entschieden, unser eigenes Startup oder unser eigenes Innovationsvehikel zu gründen, wo wir von innen heraus auch Innovation treiben wollen und das dann dem Startup-Markt zu öffnen. Wir wollen mit dieser Roadshow auch den Mittelstand im deutschsprachigen Raum genau für diese Zwecke ein bisschen wachrütteln. Was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen im Mittelstand, Stefan, so mit auf den Weg geben, die das vielleicht noch nicht gemacht haben? Auf was müssen sie aufpassen? Kannst du denen Mut machen, auch diesen Weg zu gehen? Also ich kann jedem Kollegen im Mittelstand, jedem anderen Unternehmen empfehlen, diesen Weg zu beschreiten, sich mit Startups zu beschäftigen, sehr darauf zu achten, dass sie zu einem passen. Ich glaube, man ist schlecht beraten zu sagen, ich finde eine Idee interessant, aber ich habe dazu nichts oder wenig beizutragen. Es ist ganz, ganz weit weg von meinem eigenen Kerngeschäft, sondern wenn es zu einem passt, kann man was gut beitragen und kann sich auch auf guter Augenhöhe mit den Gründern und den Gründerinnen unterhalten und dann gemeinsam was entstehen lassen. Das Entstehen für die Startups, da synergetische Potenziale, Aufträge, Netzwerk, auf was würdest du da alles zurückgreifen bei Biogena zum Beispiel? Es sind schon die ersten Sachen im Kommen. Also nicht nur, dass wir auch andere Beteiligung, zum Beispiel für Tonic, das ist ein Microgreens-Startup, wo Biogena beteiligt ist und gleichzeitig, ich glaube, innerhalb einer Woche, nachdem wir uns beschlossen haben, dass wir uns sozusagen zusammenfinden, war das eigentlich der erste Schritt, dass wir natürlich auch die anderen Unternehmen listen. Das heißt, auch da einfach diese direkte Synergie nutzen. Und gleichzeitig merke ich halt auch, und das ist, glaube ich, das wirklich Spannende, was einfach wirklich unterschätzt wird oftmals beim Mittelstand, es geht so viel schneller. Also ich hatte durchaus schon auch in vielen Bereichen Gespräche mit größeren österreichischen Konzernen, entweder sogar wirklich wegen direkten Projekten und Kooperationen oder durchaus auch schon zu Beteiligungen. Und was man merkt auf der Ebene ist, dass der Vorstand meistens sehr schnell begeistert ist, weil es im Endeffekt um Innovation und was Neues geht. Aber sobald das dann eigentlich ins mittlere Management kommt, scheitert es dann ganz, ganz oft eigentlich an den diversesten Problemen der Umsetzung, weil halt die Regulatorien viel komplizierter in Großunternehmen und Konzernen sind, als wenn man eben mit dem Mittelstand direkt zusammenarbeitet. Und das, was ich sagen kann, ist, dass die ersten Sachen, die jetzt irgendwie ins Rollen kommen, halt innerhalb von Tagen schon Realität werden, anstatt dass du dich jetzt Wochen darüber unterhalten musst, wer überhaupt zuständig ist. Also es macht Freude und bringt wahnsinnig viel Dynamik in die ganze Sache rein. Großartig. Stefan, wir haben SalesUp mit on board, eine Matchmaking Datenbank und Plattform zwischen Mittelstand und Startup. Sind solche Tools für die Mittelständler, die vielleicht noch keine Erfahrung haben mit Startup-Investment, ein guter Weg, sich da hier anzutasten, einmal erstes Scouting zu machen, was es da überhaupt gibt? Absolut. Ich glaube, wenn man neu ist und noch keine ersten Schritte gemacht hat in diesem Umfeld, sollte man sich auf jeden Fall diesen Plattformen bedienen, sich vielleicht auch beraten lassen von jemandem wie euch, im Broadcasten, oder sich mit anderen Mittelständlern unterhalten, wie haben die es gemacht, was waren die Learnings, was läuft gut, was läuft schlecht. Also einfach nur drauf los zu experimentieren, glaube ich, sollte und könnte man sich ersparen. Da gibt es genügend Tools und Hilfsmittel heutzutage, wo man sich bedienen kann.
für diese Zwecke auch diese Roadshow, also gerne auch mit Stefan vernetzen, mit Theresa vernetzen, im Chat oder danach. Sie sind alle beschäftigt, aber nehmen sich immer wieder Zeit, um ein Sparring zu machen und sozusagen ihre Erfahrungen und Learnings weiterzugeben. Das Thema Startup und Services und Startups und was du richtig gerade gesagt hast, dass diese nicht nur vernetzen, sondern auch dieses Coaching, ja, ist uns auch bei nicht nur Sales Up ein sehr wichtiger Punkt, sondern auch bei The Grow. Also ich meine, The Grow gehört ja zu Sales Up, das ist eine Einheit. Also unsere Entrepreneure wollen ja ganz bewusst das eine, das Nützliche, Wichtige mit dem anderen verbinden. Also deswegen ist es auch ein ganz wesentlicher Punkt bei uns, Gerold, auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass Startups einen Mentor finden, dass Startups nicht nur alleine dahin ziehen, sondern Invest to Grow ist ein schönes Beispiel. Unsere Services sind ein schönes Beispiel, aber eben auch unsere Mentoren, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und dafür auch die Pitch-Events. Die auch Bock haben, Zeit zu investieren. Die auch richtig Zeit investieren. Das sind sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe es gerade von der Regie bekommen. Unglaublich viele Anfragen, was den Club betrifft. Freut mich wahnsinnig. Deswegen auch da die Aufbruchstimmung. Raus aus diesem, ne, aus diesem Loch und junge Gründerinnen und Gründer mitnehmen von erfolgreichen Entrepreneuren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, wir haben ein regelrechtes Ökosystem geschaffen. Wir werden da auch noch näher darauf eingehen, wo genau eben diese Schmerzpunkte auch alle mit drin sind, erkannt sind, wie wichtig das ist, letztendlich die Startups, den Mittelstand mitzunehmen. Gerade auch, wie ganz zu Recht gesagt, gerade der Beginn, wenn ich damit anfange, mich da reinfühle. Ja, also da auch. Wie war für dich der Beginn eigentlich? Wann hast du begonnen zu investieren? Ich habe vor 4 Jahren begonnen, also letztendlich 16 Jahre war ich dann am Markt, ja, als Unternehmer, und da habe ich letztendlich dann begonnen damit drin. Und es war schon, ja, wirklich, wie gesagt, so ein Randtasten mal irgendwie rauszubekommen. Aber für mich war dann dieses Programm Invest to Grow, wo ich letztendlich ausgewählte Startups über 12 Monate begleite. So lerne ich sie kennen. So lernen Sie mich kennen da dran, und ich investiere halt dann in das für mich aussichtsreichste Unternehmen bis zu 250.000 Euro. Und so ist es eigentlich für mich so ein Idealmodell, was sich da draus entwickelt hat. Ja, cool. Und jeder soll so das eigene Modell finden, aber es gibt extrem viel Erfahrungen, dass da weitergegeben werden können, auch von Stefan und Theresa. Vielen, vielen Dank für eure Story. Wir bleiben da dran an dieser Erfolgsgeschichte. Beidseitig, auch Biogena hat noch einiges vor. Ich weiß gar nicht, was ich alles verraten darf, aber Stefan, wir bleiben da dran. Theresa natürlich auch an deiner Story. Stay tuned sozusagen, und wir werden da darüber weiter berichten. Danke fürs Dabeisein. Danke ebenso. Servus. Wir machen jetzt aus dem Studio weiter und kommen zu den Startups-Pitches. Bitte Verzeihung, liebe Startupper, Startupperinnen, dass wir eine gute halbe Stunde im Verzug sind. Aber es war viel Programm und viel Inhalt, das wir heute zur Verfügung stellen wollten. Insofern Ausblick, was passiert jetzt? Wir haben 5 Startup-Pitches, je 2 Minuten Pitch, 1 Minute Feedback eines Jurors, einer Jurorin, und wir werden dann ein Voting haben sozusagen der Community, wo wir euch bitten, für das beste Startup zu voten. Und am Schluss, nach den Startup-Pitches, haben wir 2 Sessions, 2 Breakout-Sessions für Deep Dives zu 2 verschiedenen Themen-Session. 1 Startups und Mittelstand, ähnlicher als man denkt. Und Session 2 Startups, der neue Mittelstand, Finance, HR, Benefits. Da kann man sich noch einmal dann unterhalten über diese Themen im Detail. Und es folgt dann die Expo, wo man an die Stände gehen kann. Die werden wir trotzdem pünktlich öffnen und schon vielleicht vorziehen, damit man nicht allzu lang wartet. Bis 20 Uhr gibt es die Expo. Vielleicht können wir die dann letztendlich auch schon aufmachen, dass man parallel auf diese Expo gehen kann. Ein genau. Hinweis auch in Richtung unserer Regie bzw. unseres Teams im Hintergrund. Wir können gleichzeitig parallel jetzt die Expo schon mal öffnen, während wir die Pitches haben. Das ist gut, wenn wir öffnen. Wir haben sehr viele Anfragen, sehr viele interessierte Menschen, wenn wir da den Zugang gleich gewähren. Vielleicht können wir es auch ein bisschen länger offen lassen bei dem einen oder anderen fürs Gespräch. Und wir werden noch aufmachen. Genau, das muss aufmachen. Und wir werden auch gleich noch Patrick Müller sehen, unseren CSO von SalesUp. Denn wir hatten ja heute auch was ganz was Großes, wie du weißt. Eine SalesUp 2.0 ist ans Netz gegangen heute Nachmittag, 15 Uhr. Also von daher hören wir noch ein paar Minuten anschließend von Patrick. Ich habe allein jetzt 18 Anfragen bei mir, die unbedingt beim Club Mitglied werden wollen, Unternehmerkollegen. Also das kommt wirklich mega an, und somit haben wir die Expo dann auch nochmal, um viel Antworten zu geben, viel Fragen dann letztendlich zu klären. Ja, ich darf dann auch unser Team bitten, lieber Florian, liebe Domenica, bitte verlängert das Event generell um eine halbe Stunde, damit wir da genug Zeit haben für die Expo, und wir können sie jetzt schon einmal aufmachen, während wir die Startup-Pitches haben. Für die bei den Startup-Pitches dabei sein wollen, bitte hier mithören. Für die anderen, die vielleicht schon auf die Expo gehen wollen, gerne auch diese Expo besuchen. Wir sind wirklich tolle Partner und Stände dabei, um sich dort auszutauschen.
Abschließend noch kurz, noch einmal Hinweis und bitte Regie um Einblendung unserer wissenschaftlichen Studie von Nadine Kammerlander, die wir für die GROW diese Studie gestaltet. Einfach den QR-Code einscannen, sind ganz kurze Fragen. Wir bitten euch da mitzumachen, zu antworten, damit wir diese Studie auswerten können, dann letztendlich am Ende der Roadshow präsentieren können und die richtigen Schlüsse daraus ziehen können, um zu sehen, wo wir ansetzen müssen, wo wir helfen können und was wir da entsprechend noch tun können. Gut, vielen Dank, liebe Regie, für diese Einblendung und ich darf jetzt zu den Startup-Pitches überleiten. Wir haben 5 Startup-Pitches, ich habe schon gesagt, 2 Minuten haben Sie Zeit, sich vorzustellen und im Anschluss folgt dann entsprechend die Jurybewertung. Und ich darf insofern das erste Startup schon zu mir auf die Bühne bitten. IBK Development, bitte den Gründer oder die Gründerin zu uns auf die Bühne zu kommen. Hallo, servus. Schönen guten Tag, servus. Ich bin nicht der Gründer, aber der Sprecher für heute. Super, dann der Sprecher für heute. Das sind deine 2 Minuten und dann wird Sina Trinkwalder deine Jurorin sein. Deine 2 Minuten, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Der moderne Mensch ist ständig beschäftigt. Viele To-Dos hier, noch mehr Termine dort. Es bleibt wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Familie, Freunde, Freizeit. Einen wesentlichen Teil unseres Tages verbringen wir nämlich mit dem Essen. Einkaufen, vorbereiten, putzen, schneiden, braten, kochen, essen, abräumen und über die nächste Mahlzeit nachdenken. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie hätten Ihren ganz persönlichen Chefkoch in der Küche stehen, der diesen gesamten Prozess 3 Mahlzeiten am Tag für Sie übernehmen würde. Sie holen einfach Ihr Handy raus, egal ob Sie gerade zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Büro sind, und suchen sich bequem per App Ihr Lieblingsgericht aus, welches auf die Sekunde genau frisch für Sie zubereitet wird. Ein Traum, eine Wunschvorstellung? Ganz und gar nicht. Die Intelligent Brilliant Kitchen macht es für uns möglich. Die IBK ist nämlich nicht nur irgendeine Innovation der Küchenbranche. Sie ist die Revolution der Küchenbranche, deren Marktvolumen für die kommenden 5 Jahre auf 11 Milliarden Euro geschätzt wird. Eine vollautomatisierte, selbstkochende Küche, die Convenience, Gesundheit und die neuesten Technologien im Smart-Home-Bereich miteinander vereint. Damit Sie sich auch etwas vorstellen können, blenden wir hier ein kurzes Video vom Prototypen ein. Die IBK ist modular erweiterbar, arbeitet mit schockgefrorenen, hochwertigen Lebensmitteln und selbst wenn Sie es lieben, selber zu kochen, ist auch dies mit der IBK möglich. Ein Investment in das patentierte und revolutionäre Küchenkonzept der Intelligent Brilliant Kitchen ist nicht nur ein Investment in das Unternehmen selbst, sondern ein Investment in die Zukunft der Menschheit. Wenn Sie also als strategischer Finanzinvestor bereit sind, mit uns zusammen die Welt des Homecookings zu revolutionieren und dank einer Gewinnmarge von knapp 300% noch selber davon profitieren wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@ibk-development.com und wir besprechen gemeinsam, wie wir heute noch die Zukunft beginnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für diesen wirklich tollen Pitch. Ich darf jetzt die Sina Trinkwalder zu uns auf die Bühne bitten. Sina, du hast eine Minute, das zu kommentieren. Bevor du beginnst, muss ich aber sagen, es war alles still im Studio, im Haus der Industrie. Alle haben zugehört, sich gefragt, wo kriegen wir das hin? Hallo. Bernhard, warum alle wollen es haben hier? Oder wo gibt's das? Ja? Warum darf die Sina jetzt hier? Das ist ja wohl. Ja, weil ihr, glaube ich, auch eine kritische Stimme braucht. Ja, also, ja bitte. Ganz ehrlich, ihr habt schon ein bisschen Humor und jetzt muss ich auf 1,30 hochgehen. Ich bin eine Gastwirt nicht. Ich bin groß geworden an einem Kochtopf oder in einem Kochtopf von einem Herd. Also, Fakt ist, ich finde es super geil, weil mein digitales Herz und mein Innovationsherz schlägt da sehr. Aber ganz ehrlich, Essen ist das 6 des Rentners. Ich würde es ganz gerne auch zubereiten künftig. Für auch das Betriebe, ist möglich. Für Betriebe, für Kantinen, super sensationell. Ich glaube, das ist auch die Zukunft, gerade wenn wir auch über Fachkräftemangel sprechen. Absolut d'accord. Aber nehmt mir bitte meine kleine Leidenschaft zu Hause nicht. Toll präsentiert und toi, toi, toi. Wie weit seid ihr in dieser Entwicklung? Vielleicht noch die Frage, gibt es da schon oder ist das jetzt erst ein Ideenstadium?
Wir sind schon dabei, also das ist schon 3 Jahre in Entwicklung und wir sind gerade dabei, die Einzelteile fertigzustellen und dann natürlich in einem großen Prototypen dann zusammenzubauen. Du bist auf SalesUp schon registriert. Ich glaube, alle Startups sind auf SalesUp registriert. Ja. Die Sina soll weiterkochen selber. Die lädt uns und wir nehmen das. Ein, genau. Und wir, Dejan, lassen uns von IBK bekochen, oder? Ja, also. Kann die Weißwurst? Schreib bitte den Bernhard über SalesUp-Plattform. Kann die Weißwurst? Die kann Weißwurst machen. Ja. Aber schreib bitte Bernhard über die SalesUp-Plattform und leite mir den Kontakt, Bernhard, gerne weiter, weil das ist sicherlich für unsere Redaktionen sowohl bei Starting Up, beim Broadcasten, vielleicht sogar beim Venture Capital Magazin spannend. Schauen wir uns das genauer an. Ja? Also wir holen uns die Küche und lassen uns bei der Sina bekochen. Das wäre genau. So die ideale Kombi. Ja klar, dann kannst du gleich bei ihr einziehen. Danke vielmals. Jungs, wir müssen weitermachen. Sina, danke vielmals. Der nächste Startup, der zu uns kommt, Breezy Health. Ich schaue in Richtung unserer Regie, hat den Juror Walter Kreisel heute bekommen. Andreas Thom ist CEO und Gründer von Breezy Health. Andreas, da sind deine 2 Minuten. Herzlich willkommen. Hallo. Meistens fängt es im Frühling an. Augenjucken, Nase laufen, Husten, meistens nachts. Morgens dann in der Regel Schleim in der Lunge, abhusten. Geht weiter, vielleicht mit Medikamenten einnehmen. Dann vielleicht Pillen einnehmen, vielleicht etwas inhalieren, vielleicht sogar eine Spritze. Darüber hinaus dann zusätzlich Arzttermine, immer mehr Arzttermine. Das nimmt in der Regel immer mehr zu. Ich verliere irgendwann den Überblick. Dann, ich bin nicht mehr richtig belastbar. Ich werde immer älter. Ich habe Angst vor der Sauerstoffflasche. Vielleicht entwickelt sich daraus sogar etwas noch Schlimmeres. Warum ich das weiß? Weil wir die App Breezy Track entwickelt haben und ich selber Asthmatiker bin. Und wir selber, 3 Gründer, Asthmatiker in Deutschland, 6 Millionen in Deutschland, 41 Millionen in Europa und über 340 Millionen auf der Welt helfen möchten. Wie helfen wir? Indem wir die Patienten dabei unterstützen, ihre Therapie selber einschätzen zu können, zu verstehen, wo sie stehen, ihre Medikamente einzunehmen, weniger Medikamente zu nehmen. Und letzten Endes auch den Ärzten dabei zu helfen, die Therapie bei den Patienten besser umsetzen zu können. Es gibt in Deutschland mehrere Startups, aber kein Startup ist so wie wir, denn wir sind seit 2019 auf dem Markt, haben über 15.000 Downloads, arbeiten mit verschiedenen großen Partnern zusammen, sind in Deutschland das erste Startup gewesen, was das Pneumo-Digital-Siegel erhalten hat. Und darüber hinaus suchen wir jetzt genau Sie, denn Sie sind möglicherweise die Investoren, die uns dabei unterstützen können, Asthmatiker und Ärzte in Deutschland auf die nächste Stufe der digitalen Atemtherapie Unterstützung zu bringen. Wenn Sie sich dafür interessieren und tatsächlich dafür interessieren, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an tom@breezy-health.com. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann gehen Sie auf unsere Webseite breezy-health.com. Vielen Dank. Super, danke vielmals. Diese Links kannst du anschließend dann gerne auch im Chat posten. Und wir haben den Walter Kreisel jetzt bei uns, der dir Feedback auf deinen Pitch geben wird. Walter, servus. Servus, Dejan. Hallo, Andreas. Hallo. Zuerst mal viel Angst. War jetzt erst ein bisschen verwirrt, aber ein riesengroßes Problem. Nämlich nicht nur mit Corona, sondern auch vor Corona. Das nicht nur vielen Patienten, sondern auch, glaube ich, vielen, vielen Menschen hilft. Vor allem, und das, was mir gefällt, immer verfügbar ist, das im Gegensatz zu Ärzten, die nämlich nicht immer verfügbar sind, was auch nicht möglich ist. Und von dem her, glaube ich, habt ihr einen guten Track Record, seid sehr jung, finde ich es extrem super cool, dass man hier wirklich Menschen hilft, um im besten Fall nicht Patient zu werden, sondern dem Ganzen von Polen bis zur Asthmatik auszuweichen. Super, weiter so. Cool. Danke. Danke, Walter, sehr positives Feedback und gerne auch deine Links in den Chats posten, damit die Leute da entsprechend auch draufklicken können. Und wer immer sich da vernetzen möchte, Sie sind auf SalesUp registriert, also gerne registrieren. Die Registrierung ist kostenlos und sich dort entsprechend vernetzen mit den Startups. Der dritte Startup, House of Passion, Janis Gaukel von House of Passion wird jetzt pitchen. Und Janis, du bist bei uns, wir sehen dich. Das sind deine 2 Minuten, das ist deine Bühne. Sehr schön. Christian, Martin und Jürgen treffen sich in ihrer Lieblingsbar. Sie freuen sich, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen und okay, wow, schlechtester Pitch ever. Ich bin absolut raus. Darf ich nochmal anfangen? Yes. Okay, super.
Christian, Martin und Jürgen treffen sich in ihrer Lieblingsbar. Die drei wollen einen wundervollen Abend. Ich muss raus. Das tut mir leid. Peinlich. Dann mach noch einmal. Das ist jetzt versteckte Kamera oder das ist ja, ein Teil der Show. Nicht meine Art. Ich war eigentlich so gut vorbereitet, aber ich muss passen. Tut mir leid. Ich danke trotzdem für die Aufmerksamkeit. Das war's oder ist das ein Teil des Pitches? Leider kein Teil des Pitches. Das war ein absoluter Flop meinerseits und ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Aber was machst du dann? Erzähl es einfach in einfachen Worten. Was macht ein Startup? Komm, Janis, also bleib da dran. Komm, du weißt es, du hast es gekonnt, ja, du hast es x-mal trainiert, du hast es drin. Also mach das. Komm, Daumen hoch, zieh das durch. Du schaffst es, Janis. Komm, schalt die Kamera aus und dann geht's los. Mach die Kamera aus. Die besten Pitches laufen auf. Ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch, das hatte ich noch nie. Aber warte mal, vergiss den einstudierten Pitch. Erzähl mir, was machst du? Was macht ein Startup? Ganz einfach. Also ich helfe Leuten, auf Knopfdruck ihre Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Und zwar mit Mastermind Subliminals. Das ist ein super wichtiges Thema. Super wichtiges Thema. Wie machst du das? Also das ist etwas, womit die ganze Menschheit hilft, was so die Mega-Challenge ist. Super spannend. Wie machst du das? Absolut. Das sind nämlich hochfrequentive, unterschwellige Botschaften, die einem dabei helfen, sein Unterbewusstsein und somit seine Gedanken und Gewohnheiten umzuprogrammieren. Und dementsprechend hat man natürlich auch den Schlüssel zur Schatzkammer seiner persönlichen Möglichkeiten und Ressourcen und kann damit natürlich nicht nur seine Glaubenssätze verändern und damit natürlich sein persönliches Empfinden auf gewisse Situationen, wie zum Beispiel das Rauchen, seine Gewohnheiten in Bezug auf Essen, auf Haarwachstum ist sogar mit möglich, weil einfach das Unterbewusstsein, wie wir ja wissen, zwischen 95% und 99% aller Entscheidungen täglich trifft und dementsprechend natürlich auch auf einer sehr subliminalen Ebene beeinflusst. Naja, Sixt, jetzt würde ich an dieser Stelle machen wir Folgendes. Ich würde schon deinen Juror auf die Bühne einladen, Arne Gels, Vorstand bei Retencon AG. Arne, komm mit auf die Bühne und helfen wir gemeinsam, dem Janis den Pitch zu beenden. Vielleicht kannst du die nächste Frage stellen, um hier ein paar weitere Infos herauszubekommen. Absolut gerne. Also erstmal freue ich mich, dass ich dabei sein darf als Juror. Und Janis, ich glaube, das ist eine natürliche Situation. Manchmal bereitet man sich auf einen Punkt vor und dann klappt es in dem Moment nicht. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist, dass du gerade nochmal erzählen konntest, worum es dir geht, was du bewegen möchtest. Und es ist ein wichtiges Thema, also ein spannendes Thema, gerade das Bewusstsein anzusprechen und dann vielleicht auch ein Verhalten zu verändern. Wir sprechen viel über Verbindung von Mittelstand und Startups und was die beiden vielleicht auch sehr viel ähnlicher haben, spreche ich gleich an den Bernhard in der Session 2 zu. Für mich schlagen da zwei Herzen. Ich habe mir deine Seite vorher angeguckt. Du hast so ein bisschen geschrieben, du führst die Leute zu Freiheit, zu Reichtum. Das sind so ein paar extrinsische Motivationsfaktoren. Ich freue mich immer, wenn man intrinsisch das Ganze macht. Du versuchst aber, die intrinsische Motivation anzusprechen. Insofern finde ich das Thema gut. Und wenn wir es jetzt noch hinbekommen, dass die Leute nach deinem Training wirklich motiviert sind, mit Leidenschaft an ein Thema zu gehen und nicht das Thema Reichtum als Motivationsfaktor haben, dann bin ich absolut begeistert. Aber was ich von dir so ein bisschen möchte oder vielleicht noch wissen möchte, wie erreichst du die Leute tatsächlich? Was die Methode, dass du deren Unterbewusstsein ansprichst, dass sie ein Verhalten verändern können? Weil da träumen, glaube ich, ganz viele Mittelständler gerade von. Genau, super Frage. Also zum einen bin ich natürlich auch ausgebildeter Hypnotiseur und kann dementsprechend natürlich direkt die Schalter des Unterbewusstseins umlegen sozusagen. Und auf der anderen Seite hast du dir wahrscheinlich nicht meine Seite angeguckt, die ich heute gepitcht habe. Und zwar ist das die Mastermind Subliminal-Seite, weil das sind nämlich Audiodateien. Die sind sogar tonlos, die kann man nämlich 24/7 hören, also die ist jetzt zum Beispiel auch an. Ich mache es einfach mal auf volle Lautstärke und das sind nämlich diese unterschwelligen Botschaften, diese positiven Suggestionen, die somit deine ganzen Gedankenstruktur, dein Unterbewusstsein langfristig auf einer gewissen Frequenz, sodass die fürs menschliche Gehör eben nicht mehr wahrnehmbar sind, umprogrammieren. Und damit kann man wirklich großartige Ergebnisse erzielen und dementsprechend möchte ich da natürlich auch weiter in Richtung Forschung gehen und vor allem das Ganze natürlich publizieren, weil ich gemerkt habe, ich konnte damit zum Beispiel unter anderem das Rauchen aufhören. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert. Und die biete ich natürlich zu einem sehr moderaten Preis für das Ganze, was dieses tolle Produkt auch bieten kann, an.
Janis, ich glaube, ja, das hört sich erst mal verdammt cool an, weil vor allem auch, man kann dann ja quasi im Schlaf lernen. Das kommt vielen Leuten wahrscheinlich auch entgegen, weil sie einen Faktor Zeit als Problem da sehen können, gerade auch in ihrem Alltag. Und ich glaube, ich finde es ganz spannend für mich auch. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ich habe wirklich deine Seite House of Passion angeschaut und da die Faktoren genommen, die im Vordergrund standen. Aber das, ich höre zum Einschlafen immer Hörbücher und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, wenn ich dann mal unterbewusst mich auch noch weiterentwickeln kann und einige Verhaltensweisen verändere, die mein Umfeld vielleicht gar nicht so an mir mag. Super. Also mein Go hast du, hört sich gut an. Ich war erst etwas skeptisch wegen meiner zwei Herzen, die ich in der Brust hatte, aber es hört sich eigentlich gut an und ich glaube, die Dachwirtschaft kann davon profitieren, wenn die Leute ihr Verhalten verändern, weil wir reden immer über Change Management, wir reden über Veränderung, wir reden über Transformation und ich glaube, wenn wir aus dieser Box rauskommen oder wenn wir die Box loswerden, von der wir immer reden, dann haben wir einen Riesenvorteil. Super, danke vielmals. Dankeschön. Janis, danke auch, dass du dran geblieben bist. Das hat jetzt in einer Bonuszeit resultiert. Danke vielmals für deinen Pitch und all the best. Wir gehen jetzt zum nächsten Startup und zwar Denton Systems GmbH. Marius Liefold ist der CEO und jetzt mit uns dabei. Marius, servus, das sind deine 2 Minuten. Stellen Sie sich vor, Sie sind im schönen Österreich mit Ihrer Familie im Skiurlaub. Sie genießen den weißen Pulverschnee, die strahlend blauen blauen Himmel und Sie sind einfach so richtig gut drauf. Und auf einmal sehen Sie nichts mehr, denn Sie haben einen Unfall und liegen mit Ihrem Gesicht im Schnee. Und neben Ihnen ein paar Ihrer Zähne. Normalerweise müssten Sie jetzt nach Hause und würden einen frei handgefertigten Zahnersatz bekommen, der auch nicht immer sehr unsichtbar ist. Mit Denton ist der Unfall zwar auch nicht wirklich schön, aber mit Ihrem persönlichen Backup für die Zähne können Sie auf der ganzen Welt zu jedem Zahnarzt gehen und mit Knopfdruck Ihre individuellen Gesundheitsdaten freigeben. Und so gehen Sie nach Hause nicht mit Zahnersatz, sondern fast mit Ihren eigenen Zähnen. Aber ehrlich gesagt ist das nur ein kleiner Teil, denn Ihre Zähne sind verantwortlich für so viel mehr, als einfach nur gut oder individuell auszusehen. Denn mit Symptomen wie Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, Verspannung, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, und Sie kennen es vielleicht, Menschen, die teilweise jahrelang von Arzt zu Arzt gehen, ohne dass jemand in der Lage ist, ihnen wirklich nachhaltig zu helfen. Denn durch Stress, Zähneknirschen, Zahnersatz, einen Unfall oder auch jede Behandlung verlieren wir unseren gesunden Ausgangszustand, den wir trotz Arztbesuch nicht wiederbekommen. Und das betrifft jede 5. Person allein in Deutschland. Und mit einem wirklich wieder auftretenden jährlichen großen wirtschaftlichen Schaden durch Krankschreibung sind wir zwar immer selber in der Verantwortung, aber auch Unternehmen können für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter wirklich viel Gutes tun. Denn mit unserem patentierten Verfahren können wir nicht nur die Zahnform, Farbe und Position wie ein Computer-Backup reproduzierbar machen, sondern wir sind auch in der Lage, selbst viele Jahre später den schmerzfreien und schon längst vergangenen Gesundheitszustand unserer Kunden wiederherzustellen, der weit über die Zähne hinausgeht. Und obendrein können Sie bei einigen Behandlungen sogar bis zu 80% der Kosten als auch 2 Zahnarztbesuche einsparen. Wir sind immer offen für Kapital und Kooperationen, aber viel wichtiger ist, schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit Denton Systems. Kontaktieren Sie uns auf allen gängigen Kanälen und damit vielen Dank und auf Ihre Gesundheit. Danke vielmals, Marius. Und jetzt kommt die Katharina Kreitz, deine Jurorin zwecks Feedback auf die Bühne. Katharina, servus. Servus. Marius, ich wurde ungefähr perfekt für euch ausgesucht, glaube ich. Und zwar ist mir genau das, was du beschrieben hast, passiert. Nur, dass ich keine Zähne verloren habe, aber ich hatte meinen gesamten Kiefer pulverisiert nach dem Skifahren. Und da hätte ich wahrscheinlich sowas, was ihr anbietet, sehr gut gebraucht. Ich hatte zwar jetzt alle Zähne wieder an der richtigen Stelle, aber das wäre sicher einfacher gewesen. Aber was ist denn, wenn jetzt ich zum Beispiel so einen Abdruck gemacht hätte oder quasi, dass ihr das analysiert habt, dann fahre ich gegen einen Baum, habe dann mal einen Unfall. Und das Problem ist ja dann, vielleicht waren die Zähne ja davor auch nicht so perfekt und ich hätte vielleicht Migräne irgendwie in 2-3 Jahren gesehen. Könnt ihr das sowas auch sehen dann oder wie ist das? Genau, also das ist ganz schön, weil in 2 Minuten schafft man das nicht alles. Ne? Wir wollen ein lebensbegleitendes, oder wir bieten ein lebensbegleitendes Dentalkonzept an. Das heißt, wir empfehlen das alle 3 bis 5 Jahre zu machen. Und so kommen wir einfach in die Situation, dass wir wirklich frühzeitig Veränderungen erkennen können. Ja? Und so Prognosen über die weitere Bissentwicklung stellen können und so gar nicht erst in diese Langzeitfolgen geraten. Und wenn jetzt zum Beispiel du noch alte Modelle zu Hause liegen hast, wie viele von uns, dann können wir die beispielsweise auch mitnutzen. Das heißt, die können wir auch digitalisieren und die verarbeiten wir dann mit unserer patentierten Methode und können dann dementsprechend das auch nochmal rekonstruieren. Und wir wollen ja auch, dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, Herr Müller, Sie machen das jetzt 9 Jahre lang mit uns, in den letzten 6 Jahren alles wunderbar
Aber in den letzten 3 Jahren haben Sie viel mehr Abrieb an Ihren Zähnen bekommen. Was ist denn erstmal los bei Ihnen? Ne? Um genau da zu gucken, wo ist der Stress? Was ist vielleicht auch mit anderen Disziplinen los? Und wir wollen wirklich zu einem systemischen, ganzheitlichen Konzept, was auch mit allen anderen Ärzten zusammenarbeitet. Wie weit seid ihr da jetzt schon? Also gibt es da quasi schon Leute, die es nutzen? Oder was ist da eure Stufe? Genau, also wir sind bereits am Markt. Wir sind natürlich dentalmäßig auch getroffen worden von Corona, keine Frage. Aber nee, wir sind am Markt, Leute nutzen das und wir haben auch schon die erste Krankenkasse, die committed ist und gerade einen Antrag, einen Vorantrag stellt beim BAS, also im Bundesamt für Soziale Sicherung. Und ja, also man muss einfach nur bei uns auf die Seite gehen und sich eine Kooperationspraxis aussuchen. Oder wenn man jetzt sagt, hey, ich sitze hier in Österreich oder sonst wo auf der Welt, dann ist das auch kein Problem, dann uns einfach kontaktieren. Die Datensätze können wir aus aller Welt nehmen. Also da können Sie gerne einfach uns kontaktieren und wir finden immer eine Lösung. Super. Also ich denke, das ist tatsächlich ein super Zeitpunkt, weil Zähne werden waren früher vielleicht nicht so wichtig, aber ein Lachen oder so wird immer wichtiger und den Leuten das Aussehen sehr, sehr wichtig. Ich denke, da seid ihr wirklich am Zahn der Zeit und ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial bei euch. Ich finde es spannend. Vielen Dank, Katharina, und vielen Dank auch Marius, ein sehr guter Kollege, Freund oder auch ein Mitgesellschafter von uns hat gerade in eine Zahnarztpraxis in Wien investiert. Also es ist irgendwie das Thema ganz heiß. Es könnte auch Biogena ein spannender Gesprächspartner für dich sein, Marius. Der Stefan, der sozusagen in viele Startups investiert war, vor 2, 3 Talks, unmittelbar vor den Startup-Pitches drinnen, such den vielleicht raus und schreib ihm, könnte vielleicht ein spannendes Gespräch sein für euch, weil die in dieses Bereich ganz stark investieren. Ja, Marius hat auch super, in 100 Themen einen Zahnarzt mit dabei. Also da ist wirklich totale Fachexpertise auch da. Okay. Ja, also von dem her die Verbindung zu Biogena, finde ich richtig spannendes Thema. Super, danke vielmals. Alles klar, vielen Dank auch von uns. So, last but not least, Quick Speech und Lukas Snijek. Lukas, servus. Hallo, hi. Wir hören dich, wir sehen dich jetzt gleich. Genau, jetzt bist du schon eingeblendet und dann wird dein Juror sein, Hans Luthert, unser Chefredakteur von Starting Up aus München, zugeschaltet. Aber zunächst 1-2 Minuten, Lukas, für deinen Pitch. Was macht Quick Speech? Hi, ja, also freut mich sehr, heute da sein zu können. Wir haben mit Quick Speech eine App entwickelt, die es Mitarbeitern ermöglicht, spielerisch leicht zu täglichen Lernen zu werden. Über 80% der Angestellten weltweit arbeiten nämlich ohne PC. Die sind zum Beispiel im Verkauf, im Einzelhandel unterwegs, auf Baustellen, in Krankenhäusern oder auch im Außendienst. Dazu kommt, dass der Schulungsbedarf aufgrund der immer kürzer werdenden Produktinnovationszyklen größer wird und Kunden den Service immer mehr schätzen, weil rund 92% der Leute aufgrund vom Service stationär im Handel kaufen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass genau diese Mitarbeiter, die draußen sind, die Umsatz machen, die produktiv sind, eines haben: Wissen. Und eine Sache haben genau diese Mitarbeiter, die ständig in Bewegung sind und produktiv sind, nicht, nämlich Zeit. In über 90% der Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Desktop-PC schulen, läuft es aber immer noch so ab, dass sie teilweise abziehen für verschiedene Schulungen vor Ort oder das mit alten E-Learnings machen. Es gibt 3 große Probleme. Erstens, es kostet Zeit, weil die Mitarbeiter sind nicht am Arbeitsplatz. Zweitens, es kostet sehr viel Geld. Da rede ich jetzt von Fahrtkosten, da rede ich von Hotel und anderen Kosten in dem Bereich. Und drittens, und das ist das Wichtigste, es funktioniert fast nicht. Also es bleibt bereits wenige Stunden oder wenige Tage nach diesen Leuchtturmschulungen sehr wenig hängen. Und deswegen haben wir Quick Speech entwickelt. Denn Quick Speech ist die App, die Mitarbeitende und Vertriebspartner zu spielerisch täglichen Lernen macht. Es ist eine App, die sich an dem Micro-Learning bedient. Das heißt, Mitarbeitende bekommen in täglichen kurzweiligen Portionen Quizzes, Lückentexte, Karteikarten und auch Videos. Sie werden in Organisationen eingesetzt, um eben Mitarbeitende zu trainieren und kann auch auf mehrere Vertriebs- oder Verkaufslevel umgemünzt werden. Dabei bekommt der User, also der Mitarbeitende oder Vertriebspartner, die App und der jeweilige Administrator das Admin-Dashboard zu managen. Unser Geld verdienen wir mit einer einmaligen Setup-Fee und monatlichen Nutzerlizenzen. Und das funktioniert, wissen wir, weil wir heute 75% tägliche Trainingsbeteiligung haben, eine 34%ige Zeitersparnis und 26%igen gemessenen Wissenszuwachs. Und wir freuen uns auf eure Kontakte unter www.quickspeech.net oder auf LinkedIn mich suchen. Und vielen Dank. Danke auch dir für diesen Pitch. Lieber Hans, dein Feedback an den Startup. Danke dir und danke Lukas für den informativen und sympathischen Pitch. Ich finde, man merkt unschwer, dass du oder ihr ganz offensichtlich verstanden habt, was Unternehmen in Sachen Wissens- und Informationsvermittlung heute wirklich brauchen, nämlich intelligente und personalisierte Lösungen.
Aus meiner Sicht, das Besondere an QuickSpeech ist zum einen, dass ihr mit eurer App-basierten Lösung, so wie du es erwähnt hast, speziell auch Unternehmen erreicht, deren Mitarbeiter eben nicht am Schreibtisch sitzen, sondern Produktion, Lager, Handel dort aktiv sind. Und darüber hinaus das Besondere, finde ich, ist, dass ihr eure App zu einem, was du jetzt nicht so explizit erwähnt hast, aber ich kenne euch schon ein bisschen, zu einem echten Kommunikationstool ausbauen wollt. Und damit eben auch im Bereich E-Learning neue Standards setzen werdet. Mein Fazit auf die Schnelle, Lernprogramme der Zukunft sind ohne so intelligente Tools wie das eure nicht mehr denkbar. Ihr habt euch da bereits positioniert, ihr seid ja seit 2018 am Markt, habt schon richtig gute Kunden am Start, letztlich durch Corona gepusht mit Sicherheit und also die Vision ist da, eure Tools in andere Systeme einzusetzen und so weiter und so fort. Ihr habt ein super Potenzial. Ich glaube an euch. Meine Stimme habt ihr. Macht weiter so. Dankeschön, danke. Lukas, großartiges Feedback von Hans bekommen. Vielen Dank für deinen Pitch und all the best für deinen weiteren Weg. Danke fürs Dabeisein. Danke euch. Hans, danke auch dir für deine Einschätzungen. Sehr spannende Insights, die du hast. Danke fürs Dabeisein, Hans. Sehr gern, danke euch. Und dem lieben Hans sei auch mal ein ganz herzlicher Dank gesagt, deinem Chefredakteur, für die großartige Unterstützung in München, lieber Hans. Du machst wahnsinnig viel für uns und dafür ganz herzlichen Dank. Und wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Biergartenbesuch. Also auch von meiner Seite an dieser Stelle, lieber Hans, du ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja letzte Woche lang telefoniert, vieles nochmal geklärt und ganz, ganz toll, ja, was du, wie du The Grow unterstützt. Man merkt, es ist bei dir ein Herzensprojekt, uns da dabei zu helfen und auch von meiner Stelle wirklich ganz, ganz herzlichen Dankeschön. Super. Sehr gern. Danke. Danke vielmals. Ich gebe das Kompliment zurück. Danke sehr. So, jetzt, liebe Community, seid ihr gefragt. Es folgt Community Voting, bitte noch einmal die Handys oder die Browser in die Hand nehmen. Wir werden jetzt per Slido im Hop-In noch einmal oder separat sozusagen voten für den Startup. Es ist ein reines Community Voting, es gewinnt der Startup, der die meisten Votes erhält. Am besten wieder slido.com eintippen und den Hashtag TheGrow und dann könnt ihr schon für die 5 Startups abstimmen. Ich werde dann noch unsere Regie bitten, hier auf den Screen das einzuzeigen, vielleicht nur quasi das umzudrehen, weil auf meinem Laptop geht das nicht mehr. Ich muss tatsächlich auf den Screen dann schauen. Und während wir euch ein paar, 3-4 Minuten zum Abstimmen geben, Patrick Müller, der Scale-Up GmbH-Gründer, aber auch natürlich jetzt bei SalesUp ganz prominent dabei, für die viele Dinge zuständig, ein Pitch von deiner Seite, was kann SalesUp alles? Heute natürlich auch ein sehr, sehr großer Tag für SalesUp. Nicht nur, dass wir heute natürlich unsere zweite Show hier haben mit The Grow, sondern wir haben auch heute zeitgleich unser SalesUp 2.0 gelauncht. Das heißt, unser komplett neues Design für alle, die schon bei uns auf der Plattform sind, für alle Startups, Business Angel, mittelständische Unternehmen. Loggt euch heute auf jeden Fall noch ein auf die Plattform und lasst euch einfach begeistern, was wir da wieder auf die Beine gestellt haben. Die letzten Wochen, ich finde es sehr, sehr edel und ein exklusives Design. Deswegen loggt euch sehr gerne ein. Und jetzt natürlich stellen sich viele Leute die Frage, was ist überhaupt SalesUp? SalesUp ist im Endeffekt die logische Folge aus den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, Mittelstand, Innovationen und Startups. Das heißt, wir sind die erste Plattform, die Startups, Business Angels und mittelständische Unternehmen gemeinsam vernetzen. Wir haben jetzt mittlerweile 92.000 Startups auf der Plattform. Die Startups haben natürlich bei uns den riesen Vorteil, komplett kostenlos alles, können sich profitieren über ihr Profil, können ihre eigenen digitalen Produkte und Dienstleistungen bei uns im Innovation Hub einpflegen und bekommen somit natürlich eine riesen Reichweite, ein gigantisches Netzwerk aus anderen Startups und direkt den Zugriff zu mittelständischen Unternehmen und Investoren. Und auf der anderen Seite natürlich die mittelständischen Unternehmen den sofortigen und direkten Zugriff zu 92.000 Startups, das heißt heute noch direkt die ersten Scoutings tätigen, die ersten Matchings und sofort mit den passenden Startups in Kontakt treten. Und natürlich im Zuge von dem SalesUp 2.0 kommen jetzt in den nächsten Wochen einige neue Features auf euch zu. Das heißt einerseits der
ja, eine richtige Welt noch halt, muss ich sagen. Die Corporate Pitch Rooms, das heißt digitale Pitch Rooms bei uns auf der Plattform, wo jeder, egal ob er jetzt in Bayern ist, in der Dachregion oder europaweit oder weltweit, die ganzen Startups zu sich in den Pitch Room einladen kann, im Endeffekt die Startups vor sich pitchen lassen kann und direkt dadurch den Zugriff zu den passenden Startups bekommt und direkt mit den Startups netzwerken kann. Natürlich kommen auch für die Startups neue Features, das heißt unsere Rooms, das heißt ähnlich wie bei Clubhouse natürlich in Videoform bei uns, können die Startups direkt eigene Events erstellen, gemeinsame Rooms eröffnen und sich da connecten, vernetzen und den Kontakt aufnehmen. Bernhard hat es vorhin schon angesprochen, wir bringen natürlich auch unsere Corporate Services oder unsere Startup Services mit den exklusiven Mentorings, natürlich auch unseren Staff Service. Das heißt, wir bieten mit unseren Corporate Managern für die Startups den ganzen Vertrieb und natürlich auch das Marketing an. Jeder, glaube ich, weiß es oder jedes Startup weiß es selber. Größtes Problem immer beschrieben mit über 70% das Thema Vertrieb, was wir natürlich hier mit Sales Hub auch lösen wollen. Das heißt wirklich Sales, Network und natürlich auch das Thema Investment. Und an dieser Stelle möchte ich noch die ganzen Startups, die bei uns auf der Plattform sind, bitten natürlich, und es würde uns sehr freuen, wenn jeder mal heute noch in LinkedIn und auf Facebook natürlich das Ganze hier richtig schön teilt, uns markiert, taggt. Wir markieren euch natürlich auch im Gegenzug wieder, schenken euch natürlich dadurch durch unsere Kanäle eine riesen Reichweite. Und in diesem Sinne gebe ich zurück an Dejan. Vielen Dank, lieber Patrick. Ich sehe, wir haben bald 100 Abstimmungen. Haben natürlich überzogen, es wäre jetzt illusorisch zu erwarten, dass alle, wie auch immer, wie viele, 2.500 angemeldeten fast am Anfang noch dabei sind. 102 Abstimmungen für die 5 Startups. Ich lasse das noch vielleicht ein paar Minuten oder 2 Minuten weiterlaufen und kann parallel schon mit Bernhard und Gerold einen Ausblick geben, was jetzt folgt. Sind noch 3 Programmpunkte, nämlich 2 davon laufen schon parallel. Das Networking ist schon offen. Wie bei einem physischen Event kann man sich entsprechend miteinander vernetzen. Einfach hier links im Bildschirm Netzwerken den Button treffen und hier kann man dann entsprechend mit einer beliebigen Person per Zufall zusammengewürfelt sozusagen für 3 Minuten in Austausch treten. Ganz spannendes sozusagen Speed-Dating ohne algorithmische Stützung, sondern man lernt einfach verschiedene Leute kennen, eine ganz spannende Funktion. Ich habe vorher gesehen, es war schon aktiviert. Auch die Expo war schon aktiviert, das haben wir auch schon gesagt. Auch wiederum auf dem Button Expo draufklicken, mehr als 20 Aussteller sind im Expo-Bereich. Dort kann man auf den Ständen mit den Ausstellern entsprechend kommunizieren, one-on-one oder einfach zuhören, die Fragen, die die anderen Leute am Stand fragen, so wie bei einer tatsächlichen großen Veranstaltung bzw. analogen Veranstaltung. Oder man kann sich dort Termine ausmachen und dann später als Follow-up sozusagen in die Details entsprechend eintreten. Wir werden das bis geplanterweise 20 Uhr, aber verlängerterweise bis 8:30 noch weiter laufen lassen. Und natürlich werden jetzt nach den Pitches auch die beiden Sessions starten. Die erste Session Startups und Mittelstand, ähnlich als man denkt. Und die zweite Session Startups, der neue Mittelstand, Finance, HR und Benefits in dem Bereich. Die Sessions werden wir erst starten, wenn das Bühnenprogramm zu Ende ist. Währenddessen aber das Netzwerken und die Expo schon parallel laufen. So, wir haben jetzt ca. 130 Abstimmungen. Das ist, glaube ich, schon repräsentativ. Und ich darf insofern unsere Regie bitten, uns das Ergebnis aufzulösen. Gewinner ist Denton Systems GmbH mit fast 60% der Stimmen. Ein cooler Pitch aus dem Bereich der Zahn. Sozusagen Hygiene bzw. Zahnarztmedizin oder Zahnambulanzen. Vielleicht ein kurzes Kommentar von Bernhard und Gerold. Eine Überraschung oder sozusagen ein verdienter Sieger? Also du weißt ja, wir sind immer neutral. Wir machen ja mittlerweile ja Pitch-Events, mit der Patrick hat es gerade gesagt. Wir haben es ausprobiert bei uns auf der Plattform momentan noch über Systeme. Jetzt ist ja unser eigenes Videosystem fertig, unsere Pitch-Rooms. Und wir stellen jede Woche fest, wenn wir mit Startups sprechen, der eine ist gut, der andere schlecht. Man darf aber niemals einen in die Kiste hauen, in diese rechte oder linke. Deswegen, ich habe Denton Systems kennengelernt, war überzeugt vom System und von der, nicht nur Idee, sondern vom System und wie sie es machen. Deswegen meiner Meinung nach ein berechtigter Sieg und auch
auch da von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, aber nicht nur Denton Systems, sondern auch den anderen. Und auch vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, insbesondere allen fünf. Das ist ja doch immer eine Überwindung, wenn man dann was präsentiert. Also ich hatte das ja bei meinen Startups auch immer. Und ich sehe das auch heute, wenn Startups bei uns pitchen oder wo ich selbst beteiligt bin, wenn sie dann irgendwo reingehen in irgendeine Veranstaltung. Es ist nicht immer so leicht, wie es ausschaut. Also deswegen herzlichen Dank für alle, die da mitgewirkt haben, und herzlichen Glückwunsch an Denton. Und danke, liebe Community, fürs Voten. Das wissen wir auch sehr zu schätzen, auch für die Interaktion. Ich habe da vor einer halben Stunde circa oder ein bisschen länger her mein Internet auf dem Laptop verloren, deswegen nicht mehr wirklich die Kommentare mitverfolgt. Aber wir hätten heute tatsächlich noch zu wenig Zeit gehabt, sinnvollerweise auf die Kommentare einzusteigen. In München bei der ersten Station ist uns das Zeitmanagement ganz gut gelungen. Ja, heute ein bisschen abgedriftet. Wir werden uns dann wieder für Zürich besser disziplinieren und auf die Minuten schauen. Das ist uns ganz wichtig. Heute haben wir ein paar zeremoniale Dinge noch eingebaut und darüber hinaus auch bei den Panels überzogen. Bitte um Verzeihung dafür, aber ich glaube, es war trotzdem extrem spannend und sehr, sehr viel Input und Inhalt. Und wir danken auch an der Stelle ganz herzlich. Es melden sich ja so unglaublich viele Menschen, auch Politiker. Wir haben gerade vor eineinhalb Stunden eine Anfrage bekommen von einer Spitzenpolitikerin in Deutschland. Mehr sage ich dazu noch nicht. Nee. Ja, die vielleicht auch künftig durchaus Möglichkeiten hat, die mitteilen hat, lassen über das Büro, sie wäre auch gerne dabei. Also Christian Lindner zieht, der hat sich auch gemeldet. Christian ist ja auch in der Schweiz wieder dabei, da werden wir ein bisschen mehr kitzeln. Und Christian ist ja dann auch im Entrepreneurs Club zu Gast am 2.7., das erste Mal im Kreise der Entrepreneure, wo auch dann Dieter Reiter dabei sein wird, der Oberbürgermeister von München und viele andere Persönlichkeiten. Deswegen, wir müssen mehr auf die Zeit schauen. Nichtsdestotrotz ist es umso erfreulicher, dass wir gemeinsam, deren Gerold, wir auch mit dem Team, die da dahinter stehen, das großartige Team hier, so Unglaubliches leisten konnten. Ich sage es immer wieder, wir haben, du weißt das, an Weihnachten gesprochen und wir sind heute unfassbar dankbar für diese Show, für dieses mediale Echo und für diese herausragende Zeit. Und es ist wirklich schon sehr, sehr viel weitergegangen und es wird noch weitergehen. Wir wollen noch nicht ganz abschließen, sondern kurzer Ausblick. 11. Mai, Zürich. Was erwartet uns da? Was haben wir uns da vorgenommen? Da werden wir ein bisschen in den Alpensteil einsteigen. Wir werden mal schauen, wie ist es denn in der Schweiz. Ja? Wir haben auch wieder eine österreichische Perspektive dabei, wo wir uns sehr freuen. Wir haben mit Christian Lindner, aber eben auch anderen Politikern herausragende Inputs sicherlich. Wir werden, glaube ich, Gerold, das kann man auch sagen an der Stelle, mal wieder mit Sina ein bisschen diskutieren mit den schweizerischen Unternehmen. Und wir haben grandiose Startups natürlich dabei und schauen uns mal an, wie ist es denn in der Alpenregion. Die gehen ja mit dem Corona-Thema anders auch um. Und deswegen freuen wir uns tatsächlich auf den 11. Mai und schauen, wie uns da der alpenländische Style praktisch dann zugegen. Ich hoffe, du hast einen Drachen. Okay? Na, das werden wir sehen. Ja, bleiben auch unsere Stammspieler. Also unsere Stammgäste. Unsere Stammgäste. Die bleiben auf jeden Fall mit dabei und ergänzen kann ich einfach noch sagen, was uns auf jeden Fall mit beschäftigen wird in der Schweiz, wird das Thema Nachhaltigkeit sein. Ja, da gehen wir mit ein, ist auch unter anderem mit Anna Alex hier wirklich ein Schwergewicht zu diesem Thema auch mit dabei beim nächsten Mal. Also da wird man tief eintauchen und gerade natürlich auch aus der Startup-Landschaft damit reingehen zu dieser Thematik. Und wir werden ein ganz, ganz interessantes Panel haben im Startup-Bereich mit mindestens einem Unicorn, ja, also zwei wirklich ein richtig, richtig starkes Panel im Startup-Bereich. Also das wird eine richtige Mega-Show am 11. Mai werden in Zürich. Aber kürzer wie heute. Und alles werden wir noch nicht verraten. Es gibt natürlich dann auch Best-Practice-Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und den Startups, wie wir auch heute bei Biogena gehört haben und vielen weiteren. Also wir bereiten auch die nächste Show sehr inhaltlich vor mit Top-Speakerinnen, Top-Speakern, Top-Acts. Werden ein bisschen stärker noch einmal auf die Zeit schauen. In München hat das super funktioniert, waren wir auf Minute genau fertig. Heute sind wir überzogen, aber ich glaube, wir haben es gut gelöst, parallel gewisse Dinge laufen lassen, ein bisschen mit dem Programm überzogen. Unterm Strich wird es dann schon passen. Es geht uns tatsächlich darum, den Value zu stiften. Wir freuen uns jetzt auf die Outbreaks, also wenn wir jetzt in die Einzelsession reinschauen. Jetzt freuen wir uns auf die beiden Einzelsessions und natürlich weiter viel Spaß beim Netzwerken oder in der Expo. Wir sehen uns entweder jetzt in den Breakout-Sessions oder spätestens dann am 11. Mai in Zürich. Danke fürs Dabeisein und tschüss.